Hallo zusammen zum Enjoy Your Bike Podcast. Heute mit Dan Miesen neben mir. Was ganz Neues. Und ich bin Ingo Quendler. Heute eine Sendung, wo es hauptsächlich um selbstorganisiertes Radfahren geht, würde ich mal sagen. Deutsch übersetzt von self-supported. Genau. Wir haben den Orbit 360, weil da jetzt gerade die neuen Strecken kommen. Genau. Und werden da auch mit Raphael telefonieren vom Orbit. Genau. Dann haben wir was Neues. Danke an Kirsten, die uns den Tipp gegeben hat. Es gibt eine Webseite, die heißt Komoment, die mit Strava verbunden ist. So eine Art Rennmodus mit Segmenten und so weiter. Also auch ganz spannend. Da sprechen wir auch mit den Leuten, die das ins Leben gerufen haben. Freuen wir uns auch sehr drauf. Also zwei Telefonate oder zumindest kleine Telefoninterviews, die wir in dieser Sendung haben. Und über den Everesting-Weltrekord sprechen wir, insbesondere über das Rad. Genau. Und dann haben wir noch so ein paar kleine Smalltalk-Themen jetzt am Anfang. Und wir sprechen natürlich noch mal kurz über unseren April-Scherz, den wir letzte Woche hochgeladen haben. Insbesondere haben wir mal so die besten 300 Kommentare die witzigsten 300 Kommentare rausgesucht. Weil das Lustige ist nicht nur das Video selber oder die Idee, die wir hatten, sondern die lustigen Kommentare. Da haben wir teilweise herzlich gelacht, was die Leute sich auch einfallen lassen haben als Kommentar, sowohl national als auch international. Ja, war ziemlich erfolgreich, hat uns auch viel, viel Spaß gemacht. Das muss einfach auch sein. Total durchdrehen, Quatsch machen, Spaß haben. Ja, fangen wir an mit so ein bisschen unserem Smalltalk-Themen. Ich habe so ein paar Fundstücke, über die wir jetzt sprechen können. Ja, eine kleine Anekdote aus meinem Privatleben. Ich weiß, was kommt. haben wir gesagt, müssen wir im Podcast erzählen. Weiß ich nicht, ob jeder so doof ist wie ich, dem sowas passieren kann, aber keine Ahnung. Jedenfalls brauchte mein Sohn ein größeres Kinderfahrrad. Und da alle unsere Lieferanten und da die ganze Welt ja ausgebrannt ist, was Fahrräder angeht, war es auch tatsächlich, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach, ein Kinder-Mountainbike zu bekommen, ne? Oder zumindest für einen Jugendlichen oder was auch immer, ne? Der jetzt gerade so an der Grenze zum Erwachsenenrad vielleicht ist. Jedenfalls habe ich mir im Versandhandel ein Fahrrad bestellt. Das funktionierte auch ganz gut, also ganz normal, wie jeder normale Kunde halt auch, ne? Funktioniert, kriegst du einen großen Karton nach Hause, packst das Rad aus und Pedale montieren und Lenker montieren. Jawohl. Alles gemacht und dann habe ich mich ein bisschen gewundert, habe auch nochmal auf die Webseite von dem Anbieter, ich komme gar nicht drauf, wer das jetzt war, Rabe oder so ähnlich, egal. Jedenfalls fährt mein Sohn das in Probe und alles, funktioniert auch, er meint, was er ein bisschen doof findet, dass die Bremsen verkauscht sind. Also links vorne, rechts hinten, rechts vorne und links hinten. Also die Bremsen waren vertauscht. War mir schon bewusst, weil wir das hier auch schon hatten, dass wir Räder vom englischen Lieferanten hatten oder englische Version von Rädern hatten. Da sind in England sind tatsächlich die Bremsen vertauscht. Linksverkehr, da muss natürlich die Vorderradbremse dann rechts sein. Naja, es hat mit Links- und Rechtsverkehr nichts zu tun, aber in England ist es tatsächlich so, dass Das hat was mit dem Verkehr zu tun. Nee. Womit hat das denn was zu tun? Dass die Engländer schon ewig immer rechts die Vorderradbremse hatten. Motorräder haben auch rechts vorne, in Deutschland auch. Hat auch nichts mit Rechts- und Linksverkehr zu tun. Bei Motorrädern ist gleich. Bei Motorrädern ist auch die rechte Hand ist die Vorderradbremse. Okay, ich habe jetzt gedacht, das liegt vielleicht daran, dass man als Deutscher die Hand rausstrecken muss, um links abzubiegen und dadurch ist es besser, rechts die Rückwärtsbremse zu haben, um nicht über den Lenker zu gehen. Das war meine Theorie, warum es vertauscht ist. Genau, ist mir auch völlig wurscht, was deine Theorie ist, aber damit hat es nichts zu tun. Ja, aber ich lasse deine Theorie gelten. Wie können die denn, wieso ist das denn unterschiedlich auf dieser Welt? Erstaunlich. Vielleicht schreiben jetzt ja Leute, Dan hat überhaupt keine Ahnung, Ingo hat komplett recht. Also, ich würde jetzt mal tippen, es hat sich so in Deutschland eingebürgert, dass die rechte Hand die Hinterradbremse ist und die linke Hand die Vorderradbremse ist. Und England ist es genau umgekehrt, da war es schon immer so, die rechte Bremse ist die Vorderradbremse und die linke Bremse ist die hintere. Wegen dem Handrausstrecken. Natürlich. Also jetzt, wenn euch einer fragt, es liegt daran, dass man die Hand rausstrecken muss beim Linksabbiegen. Ingo hat gesagt, dass das die Antwort ist. Und in England macht man ja rechtsabbiegen, damit er rechts ist. Wahrscheinlich. Also das war meine Theorie dahinter, weil alles andere käme, wüsste ich jetzt auch nicht, woran es liegt. Beim Auto verstehe ich ja noch, dass das Lenkrad auf der falschen Seite dann sein muss. Jedenfalls hat dein Sohn gesagt, das findet er doof, dass die Bremse vertauscht sind. Und dann war mir das aber klar, weil ich bin ja im Fahrradbusiness unterwegs, weiß ich, na gut, bringe ich es in die Werkstatt und dann kann man ja die Bremshebel tauschen. Bin noch nicht mal auf die Idee gekommen, dass man ja die einfach abschrauben kann und wechseln kann. Ist ja viel einfacher als beim Rennrad
ist das ja nicht so einfach, wie auch immer. Ne? Und dann fahre ich mit denen tatsächlich zufällig letzte Woche im Auto, bringt er mich nach Hause, weil ich, habe ich ihm das erzählt und weil ich zur Arbeit gejoggt bin, habe ich auch ein schönes Video drüber gemacht, zur Arbeit gejoggt, musste irgendwie nach Hause kommen und es wurde spät geworden, wie gesagt, hatte viel zu schleppen, habe ich Dan gefragt und so weiter. Dann saßen wir im Auto, habe ich ihm das erzählt, dann habe ich gesagt, nicht nur die Bremsen sind vertauscht, sondern auch die Schaltung ist vertauscht. Das heißt, normalerweise schaltest du, glaube ich, rechts die kleinen Gänge, also die hinteren Ritzel, links den Umwerfer. Na ja, auch gesagt, haben sie auch vertauscht. Und dann hast du gesagt, nee, gibt's nicht. Und dann haben wir im Auto noch gewettet, habe ich gesagt, doch, es gibt eine Schaltung, die genau umgekehrt ist. Hast du gesagt, gibt's nicht. Bremsen umgekehrt, ja, aber Schaltung nicht. Ja, genau, da war ich auch ziemlich sicher und dann habe ich dir gesagt, wir lassen es wetten. Ja, ja. Jeder Betrag wird gewettet, der geht. Und dann hast du so drumherum schlawinert, dass ich dann sage, das kann gar nicht sein, es geht gar nicht. Also, ja, dann sind wir zu diesem Fahrrad gegangen, habe ich dir das gezeigt und dann bist du selber vom Glauben abgefallen, das hast du noch nie gesehen. War tatsächlich die Schaltung auch vertauscht. bis ich dann gemerkt habe, also jemand, der einen geraden Mountainbike-Lenker hat, der weiß ja, dass die Triggerhebel, also da, wo der Daumen und Zeigefinger an ist, diese Kontaktpunkte sind ja unterhalb des Lenkers. Ja, also ne, Leute, die jetzt ein Fahrrad haben, können sich das vorstellen, da ist der Lenker und der Daumenschalthebel ist unterhalb. Und habe ich aber auch erst im zweiten Anlauf gesagt, warum sind denn die Daumenschalthebel bei Ingos Sohn oberhalb des Lenkers? Und habe es aber erst beim zweiten Anlauf gemerkt, da ist was falsch. Wäre also auch ein schöner April-Scherz gewesen. Und dann ist es mir wirklich, also sowas klar geworden, oh nein. Es ist nicht Bremse rechts und links vertauscht und es ist auch nicht Schalthebel links und rechts vertauscht. Ingo hat einfach den Lenker auf den Kopf montiert. Das funktioniert aber. Und vor allen Dingen ist es mir nicht in der ersten Sekunde aufgefallen. Ich habe tatsächlich auch diesen Hebel betätigt. Das ist so doof, kann man nur so doof sein. Jedenfalls haben wir herzlich gelacht da, als wir da rumgestanden haben. Und es war tatsächlich, also, und es ist nicht so, dass das sofort offensichtlich ist, dass der Lenker falsch rum ist, weil ich bin ja kein Mountainbike-Fahrer so richtig. Ich hatte das nicht mehr im Kopf, habe kein Mountainbike seit halt 3 Jahren. Ist halt gerade, ne? Ein Rennradlenker. Beim Rennradlenker hätte man gemerkt, wenn die Hörner irgendwie oben gewesen wären. Ne? Also das haben wir als Kinder auch ab und zu gemacht. Jedenfalls mussten wir die Hydraulikleitung nicht kappen, um die Bremsen zu vertauschen und die Schaltung war auf einmal auch richtig rum. Wenn ihr irgendwann ein Kinderfahrrad kauft oder ein Mountainbike kauft, achtet drauf, den Lenker richtig zu montieren. Was übrigens sehr gut war auch, da warst du ja nicht mehr dabei, habe ich irgendwann am nächsten Tag diesen Lenker umgeschraubt. Ich hatte mich beim Montieren auch gewundert, dass nicht so eine Skala ist, ob der jetzt in der Mitte ist oder nicht. Als ich ihn umgedreht hat, hatte ich dann vorne am Vorbau auch die Skala und konnte den schön rechts und links gleichmäßig ausringen. Man weiß es ja nicht, weil es halt ist halt ein Kinderfahrer, jetzt nicht das teuerste der Welt, wurde irgendwie ein einfacher Alulenker. Dachte ich, haben sie sich sogar die Skalen auf dem Lenker gespart. Sehr schön. Also Ingo hat jetzt mal Versandhandel-Erfahrungen gemacht. Genau. Und das Fahrrad aufzubauen, einfach nur einen Lenker ranschrauben. Super einfach, kann man nichts verkehrt machen. Wir haben jedenfalls sehr viel gelacht, auch wenn es vielleicht hier in dem Podcast nicht so rüberkommt. Wir haben uns eigentlich bekringelt. Ja, das ist jetzt immer noch. Also, ich habe es nicht geschnallt. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwann von alleine drauf. Also meine Idee war ja dann, irgendwann das Rad hier in die Werkstatt zu bringen und die Hydraulikleitung zu ändern. Das wäre jedenfalls der Brüller in der Firma geworden. Wenn das passiert wäre, hätten sie dich aber hier, naja. Gut, gut. Die Frage ist, ob sie es selber gemerkt hätten oder ob sie nicht gesagt hätten, es einfach stupide gemacht. Ob die Werkstatt das gemerkt hätte? Ich bitte dich. Sieht man das auf den ersten Blick, das Lenkrad? Naja, klar sieht man das auf den ersten Blick. Du hast es auch nicht auf den ersten Blick gesehen. Nicht auf den ersten Blick. Und naja, weil du mich auch so eingelullt hast. Also hättest du mir gar nichts gesagt, hätte ich ja gesagt, was denn da passiert? Na gut. Nächstes Thema. Enjoy Your Bike Zwift Meetup. Ist wieder super gelaufen. Gummiband hat natürlich trotzdem nicht so richtig gehalten. Haben jetzt schon die Ersten oder einer zumindest gefragt, ach, wäre vielleicht ohne Gummiband auch möglich, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, ich habe eine Fehlerquelle ausgemacht, woran es liegen könnte. Da haben wir ja doch drüber geredet. Welche denn? Dass du zwei Accounts gleichzeitig fährst, ist, glaube ich, ein Fehler. Dass du diesen Meetup-Account fährst, der ja schwerer ist und dann auch deinen eigenen Account fährst, wo du als Fahrer leichter bist und du dann, obwohl du ja die gleiche Wattleistung trägst, dich selber abhängst. Und dann, wenn du natürlich als Ingo Quendler irgendwo über eine Kuppe rüber bist und dann ein bisschen die Beine hängen lässt, dann der Meetup-Account mit dem schweren Account bergauf halt gar keine Wattleistung kriegt. Ja, und es kann sein, dass der dann die Mehrwatt treten, durch einbremst. Und da hat nämlich einer auch geschrieben, ja, ich war jetzt irgendwie in die zweite Gruppe zurückgefallen
komme sozusagen mit dem Gummiband und die seine Idee, wie es im echten Leben so ist. Ich setze mich vorne in den Wind und fahre die Gruppe wieder ran an die zweite Gruppe. Und das muss man sich klar machen, das funktioniert nicht, weil die zweite Gruppe natürlich irgendwie einen Durchschnitt aus allen Wattzahlen vielleicht fährt oder sonst wie. Und man kann nicht als schneller Fahrer die langsam wieder mit nach vorne bringen. Vielleicht geht das, wenn dieses mit dem Meetups-Account, dann, wenn wir es anders machen. Wir machen es jetzt in Zukunft so, dass Dan den Meetups-Account fährt. Ich habe da auch in Klammern jetzt Enjoy Your Bike Meetups in Klammern Dan draufgeschrieben. Kann man nirgends lesen, weil es natürlich irgendwie viel zu lang wird. Ich wollte aber das Meetups nicht rausnehmen und das Enjoy Your Bike auch nicht rausnehmen. Also Dan fährt den jetzt in Zukunft. Dann hoffen wir, dass es da vielleicht besser mit funktioniert. Und es gibt noch einen wichtigen Trick. Den habe ich jetzt auch erst kennengelernt. Du wirst irgendwie abgehängt, was auch immer, du fährst zu spät los. Also es gibt ja auch Leute, die fahren eine Minute zu spät los, weil sie den Start verpasst haben oder zu langsam losgefahren sind, sonst wie. Du kannst dich wieder ausloggen und wieder neu bei Zwift einloggen, an dem Meetup wieder teilnehmen und dann landest du in dieser ersten Gruppe vorne wieder drin. Das heißt, wenn du irgendwie gemerkt hast, das funktioniert nicht, kann man sich abmelden, wieder anmelden. Ich glaube, das geht aber nur eine halbe Stunde. Das geht innerhalb der ersten 30 Minuten danach nicht mehr, aber das wäre zumindest eine Option, um wieder reinzukommen. Und ich was dein Ansatz zu sagen, naja gut, der Meetups-Account macht alles ein bisschen kaputt, weil der hinten zu langsam ist, vielleicht war es so. Wir probieren es jetzt wieder aus. Wir haben auch überlegt, mal so ein Ding ohne Gummiband zu machen, das heißt frei fahren und dann müssten aber die Schnelleren auf die Langsamen warten und ich glaube, das funktioniert nicht. Das macht dann, ich glaube, da kriegt, wir wollen ja kein Rennen-Feeling haben und in dem Augenblick ist es dann immer so, dass oben einer warten muss und dann hört man über Discord vielleicht noch, wie der erzählt, ich warte jetzt schon mal oben auf euch und so und das ist dann auch nicht so schön für die vielleicht unten fahren und so kann man vielleicht einfach fahren. Also das, darum geht's ja. Also es ist mir auch immer wichtig, dass im Discord, dass man da einfach wenig, ja, der eine fährt halt schneller, aber dann soll er einfach schweigen und genießen. Also wir haben jetzt, also ich habe da keine Probleme mit, meinen privaten Account aufzugeben. Ja. Überhaupt gar nicht. Fahre dann den Meet-Account und ihr wisst dann, der Meet-Account, das bin dann halt ich. Und kann euch auch sagen, ich werde dann, weil ich ja gar nicht zwei Accounts dann betätigen muss, ich werde ungefähr, ja, so um die 190 bis 210 Watt die ganze Zeit dann fahren. Und dann hat man ungefähr mal ein Gefühl, wo man so ist. Genau. So. Ja, und das die Strecke für nächsten Mittwoch wäre der Petit Boucle. Janis, wie heißt das richtig ausgesprochen? Wir fahren auf der Frankreich-Map und tatsächlich habe ich mal geguckt, die einzigen Maps, die für unsere Fahrten ganz gut in Frage kommen, sind eigentlich Frankreich, London und Watopia eigentlich, weil es da ein bisschen bergig ist. Und das wären jetzt 61 Kilometer in der Frankreich-Runde, 430 Höhenmeter. Man fährt die Strecke einmal hin, einmal so rum, einmal andersrum. Fand ich jetzt aber mal ganz nett, da rumzugurken. Ist keine so schwierige Strecke, aber eben auch trotzdem, ja, 60 Kilometer. Also ihr wisst Bescheid, nächste Woche Mittwoch um 20 Uhr. Ich glaube, man kann Anmeldeform. Man kann, glaube ich, nach den 61 Kilometern auch weiter hochfahren, den Ventoux da hoch noch, wenn man will. Aber 61 Kilometer, 430, das wird dann wahrscheinlich diesmal, schätze ich, so unter 2 Stunden dauern. Ne, dass wir nicht zu lang werden. Ja, Meetup-Link wieder in die Beschreibung, Discord-Link in die Schreibung, weil Discord sind auch immer mehr Leute mit drin, ist auch ein reges Gequatsche. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, ein paar Leute verlieren manchmal, sind dann ganz alleine bei dem Meetup dabei. Ich glaube, dem Martin ist es auch passiert. Ich hatte jetzt aber keine Möglichkeit, ihn anzurufen, weil mir die Zeit fehlte. Nicht nervös werden, wenn das mal passiert und ihr verliert irgendwie alle Leute um euch herum und seid die einzigsten Leute, die den Meetup noch fahren und ihr seht nur, ihr seid auf der Strecke. Weiterfahren, weiterfahren. Irgendwann lockt er sich da automatisch wieder ein und dann sind wieder alle um euch herum. Aber nicht aufhören zu fahren, weiterfahren. Genau, das ist dann einfach ein Netzwerkfehler und dann sieht Zwift einfach die Fahrer um einen rum nicht. Das heißt, wenn du zu Hause, selbst wenn du 10 Minuten Internetausfall hast, fährst du weiter in der Welt, siehst halt nur die anderen nicht und dann irgendwann sind die anderen wieder da. Genau, es kann also durchaus auch mal euer Netzwerkprovider der, genau, Schuldige sein. Ja, und Discord macht auch Spaß, sind viele, viele Leute dabei. Viele, die einfach auch nur zuhören, gar nicht quatschen, manche quatschen. Kommen auch tolle Ideen, als wir darüber gesprochen haben. Irgendwie sind wir drauf das Thema gekommen, Fahrräder im Schlafzimmer, ne, dass man irgendwie. Einer hat gesagt, ja, jetzt, ich glaube, wir waren über 2 Stunden unterwegs. Ja, ich muss jetzt mal langsam, meine Frau, die will hier bestimmt gleich ins Schlafzimmer. Kriege ich gleich Ärger. Haben wir so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass ich in unserem alten Haus musste ich die Räder auch alle im Schlafzimmer
bunkern, weil es gar keinen anderen Ort gab im Haus. Wir hatten keinen Keller und nichts. Und die Rennräder kannst du nicht draußen stehen lassen. Dann waren da 2, 3 Rennräder im Schlafzimmer. Und eine Frau hat sich dann, oder eine Dame noch zu Wort gemeldet. Naja, das war bei ihr auch so. Und irgendwie hat der Mann dann einfach ihr ein schönes Rad gekauft. Jetzt fährt sie selber und jetzt stehen von ihr mehr Fahrräder, wenn ich es richtig erinnere, im Schlafzimmer als von ihm. Also so kann es auch gehen. Die Frage, die sich mir dann stellt, wie groß sind eigentlich alle eure Schlafzimmer? In welcher Villa wohnt ihr denn? Also ein Schlafzimmer hat ja vielleicht dann so 25 Quadratmeter im Schnitt, aber wenn da Fahrräder drin stehen, verkleinerst du denn das Ehebett oder was machst du? Damals, wir hatten so ein Zimmer mit Schrägen, wo auch kein Schrank reinpasste. Der Schrank war dann outgesourced und da konnte man dann die Räder perfekt hinstellen. Perfekt, die Räder unter die Schrägen. Ja. Gut, gut. Dann ein kleines Fundstück, beziehungsweise das hat mir ein Freund geschickt. Klassisches Camping neu definiert, ein Wohnmobil für Fahrräder. Das kann ich hier auch mal, ich habe einen Screenshot gemacht, kann ich hier mal zumindest für die bei YouTube sind, den Hintergrund reinmachen. Das ist natürlich für E-Bikes mehr oder weniger gedacht. Das ist ein kleines, echt eine coole Idee. Das ist ein kleiner Fahrradanhänger, in dem man drin schlafen kann. Ich glaube 1,90 Meter lang, also so, dass auch große Leute irgendwie drin pennen können. Und die Idee finde ich ja mal richtig geil. Und es sieht aus wie ein echter Wohnwagen. Ja, genau. Es gibt es als Offroad-Version, gibt es als GFK-Version, dann noch ein bisschen leichter, Glasfaser verstärkt und eine normale Version, kostet irgendwie ab 5.000 Euro. Aber die Grundidee finde ich ja der Knaller. Das ist jetzt für so Leute, wie die Bikepacking machen, wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil der wiegt selber, hat ein Eigengewicht von 40, 50 Kilo, der wird zu schwer sein, um ihn einfach mit dem Gravelbike mit eigener Kraft zu ziehen, spätestens wenn man mal berghoch muss, schätze ich. Wir beide haben schon drüber gesprochen, richtig cool wäre natürlich, wenn der den Motor hätte und nicht das E-Bike. Dann könntest du es auch hinter deinem Gravelbike spannen, ja. Dann schiebt er in Anführungsstrichen ein bisschen. Weil die Grundidee zu sagen, naja, ich mache eine schöne Tour quer durch Deutschland und stellt das Ding auf dem Campingplatz ab und habe immer mein warmes Zuhause oder auch gerade, wenn es mal regnet oder so, das hat kein nasses Zelt, was du wieder einpacken musst, finde ich eigentlich eine geile Sache. Also irgendwie cool. Was man alles so findet. Theoretisch, wenn ich es richtig regeltechnisch kenne ich es zumindest von meinem Camper, den ich habe. Ich habe ja so einen Camper, wo ich das Dach oben aufmachen kann. Theoretisch kannst du mit dem Ding ja sogar eine Nacht einfach irgendwo an der Straße pennen. Während ja Zelten Wildcamping ist ja ein Wohnmobil oder zumindest ein Wohnwagen, ist ja erlaubt, als Ruhepause sich eine Nacht hinzustellen und drin zu pennen. Ich weiß nicht, wie das kann wir da leider rechtlich nicht die Sicherheit. Aber theoretisch geben. Ist das ja ein Wohnanhänger, den du theoretisch sagst, okay, als Ruhepause, um am nächsten Tag ausgeruht weiterzufahren. Du bist ja auch Straßenverkehrsteilnehmer. Vielleicht wäre das eine Grauzone, mit der man einfach egal wo stehen bleiben kann, um zu pennen. Weiß ich nicht. Da kommen wir nachher bei dem Orbit als Thema auch nochmal dazu. Kannst du mich nochmal dran erinnern? Und da stelle ich diese Frage auch nochmal. Ja. Aber da kommen wir dann dazu. Auf jeden Fall, ich verlinke es mal unten. Also es ist natürlich für E-Bikes gedacht. Man könnte natürlich weiterspinnen und sagen, naja, dann nimmt man halt so ein Gravel-E-Bike und fährt mit dem durch die Gegend. Ist alles noch besser. Also es ist sicherlich auch ein Abenteuer und das will ich auch nicht sagen, dass das keine Leistung ist, mit dem E-Bike und so einem Anhänger einmal quer durch Deutschland zu fahren. Sicherlich auch eine coole Sache. Muss halt irgendwie nur geladen werden zwischendurch mal. Dann haben wir über einen Kontakt per E-Mail. Leider habe ich jetzt den Namen gar nicht dazu geschrieben, mit dem ich da im E-Mail-Kontakt war. Der hatte mir schon mal eine E-Mail geschrieben, so nach dem Motto, ob ich eine Idee hätte. Der hat irgendwo mal gesehen ein Anti-Strap-System, also er wollte eine Oberrohrtasche mit Schrauben befestigen und es gibt hat irgendwas mal zum Aufkleben gesehen, womit man ja was per Schraube dann befestigt. Also du hast keine Schraubenlöcher im Rahmen, also keine Flaschenhalterlöcher, aber du klebst das dann einfach per 3M irgendwie drauf und kannst da dann Sachen festschrauben. Und das hat er wiedergefunden in einem Blog-Eintrag. Und dieser Blog-Eintrag ist eigentlich ein Buch. Ich hab den aufgemacht, da bin ich ja 2 Stunden drin versunken in dem Blog-Eintrag, wenn ich den durchlese. Und zwar ist das von Thorsten Frank, wer auch immer das ist, der hat einen ultralangen Bikepacking-Blog-Eintrag gemacht mit 1000 Tipps, was er wie gebastelt hat und so weiter. Und da kommt dann von 76projects.com auch dieses Anti-Strap-System zum Vorschein, wo ich schon überlegt habe, ob man sowas nicht importiert. Das sieht alles nach 3D-Druck aus, was die auf deren Webseite haben. Wir haben viele Lösungen, auch für Garmin und was weiß ich nicht alles. Also es ist eine Webseite, die auch richtig Spaß macht, leider US-Dollar-mäßig. Also man muss es irgendwie importieren.
Ich sehe es auch nicht, dass wir das importieren als Händler, um es hier zu verkaufen. Dafür ist es, glaube ich, zu kleinteilig und zu sehr speziallösungsmäßig. Ich kann mir vorstellen, dass der das so ein bisschen oder die Webseite das so ein bisschen so macht, dass der wirklich in Kleinserie produzieren kann. Ne? Der macht dann mal so 10 kleine Adapterchen für irgendein spezielles Fahrrad. Das sind Dinge, die du hier in Deutschland gar nicht auf einer Webseite darstellen kannst. Ja, aber keine der Ahnung. Eintrag von dem Thorsten Frank, den müssen wir verlinken, der ist der Knaller. Genau, den Eintrag verlinke ich, Anti-Strap-System verlinke ich. Also guckt euch das mal an, ist auf jeden Fall ultra interessant durchzulesen, was der für verschiedene Packlösungen alle schon gemacht hat. Und passt auch wieder zum Thema Self-Supported. Ne? Da muss man irgendwie sehen, dass man den Kram auf seinem Rad mitbringt, wenn man nicht gerade so einen Anhänger, so einen Camping-Anhänger hinter sich herzieht. Gut, dann haben wir ein Feedback, was ich hier mal in den Podcast mit reinnehme. Wir haben in der letzten Sendung über Abfahrttechnik und Abfahren gesprochen. Und ein Thema haben wir gar nicht angesprochen, was aber oft schon vorgekommen ist, was passiert, wenn man ein Fahrrad sich aufschaukelt. Also, oft ist es, dass der Rahmen flattert, aber auch das Vorderrad flattert. Ich habe zum Beispiel... Manchmal weiß man es gar nicht, ne? Manchmal weiß man es gar nicht, genau. Man sieht halt nur, dass der Lenker wie wild nach rechts und links sich bewegt und das nennt man dann flattern, ne? Genau, und er hatte das früher mit seinen alten Rädern und hat das jetzt aber auch mit dem aktuellen Cannondale Carbon Rennrad gehabt, dass sich das Rad auf einmal im Harz wieder auf einer 60 km/h Abfahrt aufgeschaukelt hat und erst aufgehört hat zu schaukeln, als er wirklich im Stillstand kam. Also selbst beim langsamen Fahren hat es weiter geschaukelt. Ich selber habe eine Geschichte erlebt am Großglockner mit meinem Cervelo R3, auch mit Zip-Laufrädern, also alles hoch stabile Ware, hatte auch das Aufschaukeln und es kann nicht am Rad nur gelegen haben, weil der Kollege neben mir, ich habe da einen getroffen, mit dem ich zusammen da auf einmal gefahren bin. Der hat das gleiche Phänomen mit dem anderen Fahrrad gehabt, an der gleichen Stelle. Also der hat es noch viel schlimmer gehabt und wir haben beide gesagt, haben wir ein Glück gehabt, dass wir nicht gestürzt sind. Der ist auch in die Gegenfahrbahn rein und konnte das Rad nicht mehr unter Kontrolle bringen. Ja, und jetzt habe ich dem Menschen, der uns hier gefragt hat, geantwortet. Na, vielleicht hat der noch was Schlaues dazu zu sagen, wie es dazu kommen kann. Ja, was Schlaues habe ich auch nicht so wirklich dazu zu sagen, wenn man nicht ergründen kann, wo es herkommt. Also was ich euch bestätigen kann, ist bei den älteren Fahrrädern, insbesondere bei den Stahlrahmen und dann noch insbesondere, wenn das große Rahmengrößen sind. Früher hat man ja auch manchmal viel zu große Rahmengrößen gefahren. Da ist im Prinzip das Dreieck oder die beiden Dreiecke von dem Steuerrohr sind dann manchmal sehr, wirklich beweglich. Und dann sind sie auch dünne Stahlrohre. Das ist ja gar nicht mehr vergleichbar mit heutzutage, wenn du da unten so ein Viertel Steuersatz hat und oben einen Achtel Steuersatz. Das sind ja schon richtig fette Rohre. Und mit den 1 Zoll Rohren von früher, da ist definitiv eine Verwindung im Rahmen, ne? Und auch die damaligen Stahlgabeln, das ist alles relativ weich, was natürlich für den Fahrkomfort ist, das ist alles total cool, aber im Steuerrohr praktisch eine seitliche Auslenkung zu haben, was dann dafür sorgt, dass das Rad sich aufschaukelt und der Lenker wackelt, das ist natürlich wirklich lebensgefährlich. Wir kommen auch gleich zu dem Anhänger hier wieder, das ist ja das gleiche Phänomen, da kommen wir gleich zu. Das kann ich bestätigen, dass das früher ein sehr hohes Thema war. Mein Rahmen flattert und das will ich nicht. Was ich ein einziges Mal erlebt habe bei einem Carbonrahmen, ich kann das ja mal sagen, das war so ein Aero-Modell von Feld, ist auch schon wieder wirklich 20 Jahre bestimmt her, ein frühes Produkt. Und da habe ich das auch mal gehabt, da kam ein Kunde rein und sagte, hier, mit dem kann ich keine Abfahrt machen. Und haben wir schon mal drüber geredet, wir haben ja so eine steile Abfahrt Richtung Hessisch-Oldendorf runter, wo man schon so 90 bis 100 Sachen draufkriegen kann. Und dann habe ich dem Kunden gesagt, ja, also mit dem Carbonrahmen, genau wie du bestätigt hast, das höre ich ja eigentlich gar nicht, dass dich die noch aufschalten und flattern. Und dann habe ich das Rad genommen und ich muss sagen, der war tatsächlich etwas flatterig. Nicht, dass man sagt, das hätte ich nicht unter Kontrolle gekriegt, aber es wäre so gewesen, dass ich nicht eine Hand vom Lenker nehmen könnte bei sehr hoher Geschwindigkeit. Und natürlich ist das eine Sache, wenn man das erstmal gewöhnt ist, dass man auch bei 70 Sachen und noch höheren Geschwindigkeit auch mal eine Hand vom Lenker nehmen will, man vielleicht die Sonnenbrille ein bisschen hochschieben will, weil die gerade runtergerutscht ist, dann muss das eben gehen. Und das war die einzigste Sache,
wo ich gemerkt habe, Mensch, das ist ja auch beim Carbonrahmen möglich, ja. Und sonst habe ich das noch nie erlebt. Und auch deine Sache kann ich gar nicht nachvollziehen, denn der Cervelo R3-Rahmen hast du ja auch, der ist ja bocksteif. Bin ich auch jahrelang danach ohne und Probleme gefahren und so eine Sachen. Es war nur dieses eine Mal. Und das ist ja auch okay, aber ich kann dir jetzt keine Antwort geben, wie ich es verstehen würde, warum jetzt der andere Kollege, der ja ein ganz anderes Fahrrad auch hatte, einen anderen Laufradsatz hatte, ob das jetzt wirklich daran lag, dass ihr, ja, ich mutmaße jetzt, dass es wirklich an irgendwelchen Windbedingungen war, dass da irgendwas war, was praktisch in die Räder reingedrückt hat und dann im Prinzip über die Räder den Lenker zum Wackeln gebracht hat. Ja, muss da irgendwie sich aufgeschaukelt haben, wahrscheinlich wechselnde Windrichtung, was auch immer. Da oben sind ja auch Turbulenzen. Genau. Irgendeine Turbulenz, so wie beim Flieger vielleicht auch, keine Ahnung. Und seitdem habe ich bei Carbonrahmen das bis auf diese eine einzige Feldrahmen, habe ich das noch nie wieder erlebt. Was ich jetzt wieder letztes Jahr habe ich ja erlebt, habe ich ein Gravelbike, einen Ritchie Stahlrahmen mir aufgebaut und bin den auch mal mit vorne Taschen an der Gabel gefahren, also Packtaschen von Ortlieb, die an die Gabel geschraubt werden, bin dann auch mal wirklich zügig eine Abfahrt gefahren. Und da habe ich, es ist ein Stahlrahmen, da habe ich wieder das Phänomen wie vor 30 Jahren, da muss ich auch die Hände am Lenker lassen. Also der schaukelt sich auch auf. Nun aber zu den wichtigsten Sachen, was muss ich tun, wenn er sich aufschaukelt? Wirklich nicht hoffen, dass sich das gibt. In der Regel, wenn sich etwas aufschaukelt, dann wird es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und wenn man merkt, es schaukelt sich auf, dann muss man da auch wirklich, ich würde mal sagen, die Notbremse ziehen und sagen, pass auf, ich muss das Fahrrad wirklich zum Stehen bringen. Und das, so habe ich das jetzt verstanden. Der Kollege, ein Kennedy oder was hat er geschrieben? Genau. Ja, dann auch wirklich jetzt sagen, das Rad zum Stehen bringen. Aber eigentlich ist es auch wurscht, welche Marke es gerade ist, wo das auftritt. Das ging bei langsam, also er schreibt das Krasse, es ging bei langsamen Geschwindigkeiten nicht weg. Ich musste komplett anhalten. Ja. Erst dann waren die Schwingungen aus dem Fahrrad. Mhm. Also das ist auch meine Empfehlung, wenn sich da was aufschaukelt, die Abfahrt abbrechen, einmal stehen, einmal tief durchatmen und alles wieder neu beginnen. Und jetzt kommen wir zu dem Wohnwagen-Ding. Ich kann mich erinnern, als ich beim Wohnwagen das auch mal hatte, mein Vater saß neben mir und ich war noch ein junger Mann und noch nicht viel Autoerfahrung und hatte den Wohnwagen von meinen Eltern dran. Und dann sind wir hier Kassler Berge gefahren und er hat angefangen, hinten ein bisschen zu schlingern, auch so ein bisschen aufzuschaukeln. Und mein Vater sagte, was willst du, wie lange willst du noch warten, bis du bremst? Bremsen. Dass er halt auf die Auflaufbremse geht und sich dann wieder stabilisiert. Nicht hoffen, es geht von alleine weg. Von alleine geht das nicht weg. Ein Aufschaukeln ist, das wird immer mehr, immer schlimmer. Ja, er hat jetzt gedacht, also der Kunde hat gemeint, der S-förmige Bewegung meiner Lauffläche des Vorderrads hat er festgestellt, also eine leichte Unwucht. Er hofft, dass es daran lag, aber er hat natürlich jetzt keinen Mut mehr, das mit neuen Reifen nochmal zu testen. Also das Problem, sein größtes Problem ist, dass er jetzt das Vertrauen verloren hat. Das kann ich wirklich verstehen und dann vielleicht aber auch, klingt jetzt ein bisschen, ja, jemand anders das dann fahren lassen, wenn man sagt, ich habe gerade eine Blockade im Kopf. Also hättest du jetzt so einen Rahmen und würdest darüber berichten, denn das ist ja Käse, ich habe schon einen anderen Rahmen drauf gemacht, aber ich traue mich trotzdem nicht zu fahren. Irgendwie habe ich weniger Berührungspunkte, wenn es dein Fahrrad ist, das Probe zu fahren und zu sagen, nee, Ingo, ist alles gut, schaukelt sich nichts mehr auf. Okay. Also, aber eine Blockade im Kopf kann ich 100% nachvollziehen. Naja, hätte ich auch wahrscheinlich. Ja. Also sagen wir mal so, am Glockner oder wenn ich merke, in hohen Bergen, da kommt auf einmal ein komischer Wind. Das war so eine komische Schlucht. Es kann auch sein, dass der Wind von oben da reinkam. Dass das Problem war, man weiß es nicht. Aber da bin ich dann auch schon vorsichtig geworden. Also jetzt habe ich den Namen von dem Kunden jetzt hier nicht notiert, aber was man auch wirklich dann jetzt angeht, ist, wenn er sagt, er hat eine S-Sache, irgendwie so eine S-förmige Bewegung an der Lauffläche des Vorderreifens festgestellt. Na klar, das ist ja ein einfaches Ding. Den Reifen runter, einen anderen Reifen drauf machen, in der Hand den Reifen drehen lassen, gucken, dass der keine Unwucht hat. Und dann, wenn man jetzt selber sagt, ich habe momentan irgendwie eine Blockade, dann lässt man den besten Kumpel mal das Rad fahren. Also man sagt ihm ja schon, worum es geht, aber wenn man gerade eine Blockade hat, kann ich das ja auch nachvollziehen. Ja. Ja, sorry, habe ich jetzt auch nicht eine cleverere Antwort. Ne? Also von daher, bei Stahlrädern ja, bei Carbonrädern eher selten. Ja. Na gut. Also das wollte ich zumindest mal hier in der Sendung besprochen haben, weil das konnte ich auch per E-Mail selber nicht beantworten und da ist ja auch immer gut. Ja, schade, hätten wir für den Abfahrt-Podcast natürlich machen können. Gut,
Dann wandern wir mal weiter. Ich sehe schon. Zum lustigen Thema. Also, wir haben für alle, die es nicht mitbekommen haben, einmal umblättern. Müssen wir das Video natürlich auch nochmal verlinken. So, da sieht man es. Kann ich das noch ein bisschen hochzoomen? Wir haben, und das können wir ja so ein bisschen das Making-of auch erzählen, wir haben ja relativ lange schon die Idee gehabt, ich glaube es schon vor letztes Jahr erst. Vor zwei Jahren. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir drauf gekommen sind. Also wir saßen beim Essen in La Palma und irgendwie war das ja vor April, wir waren im Februar da und ich hatte damals gesagt, ja immer, wir müssen irgendwas machen und irgendwie die Leute reinlegen, wir müssen auch mal einen April-Scherz machen, aber da brauchen wir halt auch eine coole Idee. Und ich weiß bis heute nicht mehr, wer auf die Idee kam, diese aerodynamische Ohrenabdeckung zu machen. Ich weiß nicht genau, wer sie hat. Du warst es jedenfalls nicht, aber ich weiß nicht, ob es Olafs Idee war oder meine Idee war. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Du warst es jedenfalls nicht, ja. Das weiß ich. Der erste Name war übrigens Aeroears. Genau, aber der war leider dann schon. Aeroears war frei damals, die Domain und alles. Und jetzt durch die Pandemie ist irgendein Masken, sind das so, ich glaube, das sind irgendwelche Maskendinger, die du hinten, wo du die Masken dann reinmachen kannst, dass du sie nicht am Ohr festklemmen kannst. Die haben uns die Idee geklaut, mit dem Namen zumindest. Ohne es zu wissen. Und dann kam diese Idee und dann hatten wir aber nicht genug Zeit, um das für den 1. April zu machen. Ja. Also tatsächlich hatten wir nicht genug Zeit, das vorzubereiten. Ja, und dann hat es dann über ein Jahr gedauert. Für dieses Jahr April-Scherz haben wir dann viele Grüße an Sven, der uns geholfen hat, die als 3D-Druck herzustellen. Ja, ja. Die sind aus dem 3D-Drucker entstanden und dann haben wir dieses alles so ein bisschen verfolgt, haben ein bisschen Zip ins Boot geholt, haben gesagt, wir brauchen auch noch jemanden, der die im Windkanal testet. Ja, und so ist dann der April-Scherz entstanden. War eine witzige Sache. Also das Making-of würde tatsächlich den Rahmen unseres YouTube-Kanals sprengen. Also ja, war viel Spaß. Ja, also ich glaube, wir haben aufnahmemäßig so viele Outtakes, lustige haben wir gar nicht, weil wir die Aufnahmen selber relativ stramm durchgezogen haben, versucht zumindest, ohne zu lachen. Aber wir haben natürlich zwischendrin viel gelacht, ne, muss man schon sagen. Also es ist ja auch tatsächlich so, das hat ja noch keiner gesehen, dass diese Hülse ist ja von hinten hohl. Da ist ja nichts drin. Also wir haben ja erzählt, mit weißem Schaum und ans Ohr und so weiter. Also es ist, ist natürlich alles kompletter Fake. Jetzt können wir das ja mal sagen. Also in dem Video, diese gedruckte Ohrhülse, diese Aeroabdeckung. Also wer jetzt gar nicht weiß im Podcast, wovon reden die Typen einfach? Also geht bitte zum 1. April, welches Video wir veröffentlicht haben. Mit den Aeros haben wir sie dann genannt. Also aerodynamischen Ohren oder Ohrabdeckung. Und diese Schalen sind natürlich einfach aus dem 3D-Drucker. Da ist innen drin natürlich alles hohl. Die halten ja gar nicht an den Ohren. Aber wir mussten im Video natürlich so tun, dass sie an den Ohren halten. Und dann haben wir dann einfach Rasierschaum reingesprüht, haben den mit so einem Linear abgezogen und haben dann gesagt, das ist so eine gummiartige Knete, die sich deinem Gehörgang anpasst, was ja totaler Quatsch ist. Es war ja nur Rasierschaum. Dann haben wir die Schale ans Ohr gedrückt. Und dann ist natürlich ein Trick im Videoschnitt passiert. In dem Moment musst du einmal schneiden. Dann musst du den ganzen überschüssigen Schaum bei ihm wegwischen. Dann musste ich einmal unter dem Wasser an den ganzen Schaum wieder aus dem Ohr rausmachen und alles wieder herrichten. Und dann haben wir das mit so einer Knetmasse am Ohr festgemacht, damit die Leute halt dann. Nee, im Video hat es mit Schaum gehalten. Die Knetmasse haben wir nur fürs Foto und fürs Radfahren gemacht. Nee, bei diesem einen Aufnahme mit Schaum hat es nicht gehalten. Hast du selber nicht mitgekriegt. Hast du da noch Knete wieder reingemacht? Ja, ja, klar. Ach, das habe ich nicht. Ich dachte, das hätte mit Schaum gehalten. Nee, mit Rasierschaum hat es nicht gehalten. Nee, habe ich das gar nicht mitbekommen, dass du es nochmal umgesetzt hast. Weil die Radfahraufnahmen, das, was ihr auch als Screenshot jetzt im Hintergrund seht, ich bin das ja dann mit meinem Triathlonrad auch gefahren, das Ding, da ist mal richtig so eine richtige Wurstknete drin, damit das überhaupt am Ohr hält. Und das Schlimme an dem Ganzen ist ja, dass es auf der einen Seite ja ein bisschen bekloppt aussieht, aber so bekloppt jetzt auch nicht. Und es könnte schon durchaus sein, also es ist nicht ganz so weit hergeholt. Es ist so gerade an der Grenze. Ich sage mal folgende Sache. Hätten wir das nicht am 1. April hochgeladen und hätten wir nicht gesagt, das sind 14,21 Watt, also diesen Wert nicht gegeben, ja, und hätten es noch ein bisschen flacher gehalten und keine solche Wink mit dem Zaunpfahl gegeben, dann hätte ich so getippt, es wäre vielleicht 50-50 ausgegangen. Mhm.
So war ja. Meckert hätten sie alle. Dann hätten alle gesagt, so ein Schwachsinn, sieht ja scheiße aus. Es gibt ja Aero, also der Witz ist ja, dass es die aerodynamischen Helme gibt, die die Ohren ja mit abdecken. Also es ist ja im Grunde ein Produkt, was schon hergestellt ist, weil man ja die Ohren mit abdecken kann. Deswegen, also witzigerweise, im Shop haben sich 36 Leute vorgemerkt. Also wir haben es ja im Shop, wir haben auch das Produkt im Shop verlinkt und wir haben es nicht kaufbar gemacht, sondern nicht kaufbar gemacht. Man kann es vorreservieren, also man kann sich seine E-Mail-Adresse eintragen und kriegt dann eine Info, wenn es lieferbar ist. Weil wir kann ja nicht die Leute das klicken lassen und bezahlen lassen und dann haben wir nichts. Und es ist, die Idee an sich ist ja in dem Sinne so doof nicht. Es gibt Produkte am Markt, die haben sich auch in den Kommentaren gemeldet. Unsere gibt es zu kaufen sozusagen. Es gibt sogenanntes earshield.com. Das habe ich hier auch mal einen Screenshot rausgesucht. Weil es gibt tatsächlich ein ungelöstes Problem, das ist nicht aerodynamischer Natur, sondern entweder kalte Ohren oder du hast halt diese lauten Windgeräusche. Und tatsächlich, dieses Earshield ist jetzt für einen Rennradfahrer vielleicht auch nicht optisch das Perfekte, aber es ist, ich weiß, dass ich auch schon mal so ein Ding hatte, aber das war anders gebaut. Irgendwie so ein Kickstarter-Ding, was ich früher mal vor 10 Jahren bestellt habe, was einfach wie so eine Art Windschatten fürs Ohr gemacht hat. Oder auch die Watte, die ich mir im Winter reinmache, weil ich sonst auch zu viel kalte Luft ins Ohr kriege, die hält den Wind ja auch schon ein bisschen ab. Weil das ist schon wirklich ein Problem, was ein bisschen doof ist, was Wind angeht. Das heißt, es ist gar nicht so doof, sich da was vors Ohr zu machen. Also absolut, das haben wir durch die Kommentare auch gemerkt, auch durch die englischen Kommentare. Zip hat das ja auf deren Instagram-Seite auch veröffentlicht. Diese Windgeräusche nerven viele. Ja. Also da sind wir nicht alleine dabei. Und das, so ganz weit hergeholt ist es nicht. Und auch der ein oder andere in den Kommentaren hat auch geschrieben, naja, so ganz doof ist die Idee ja nicht, auch wenn er verstanden hat, dass es ein Scherz war, aber es ist, könnte was Wahres dran sein, da ein Produkt draus zu machen. Mach mal dein Zeitfahrbild wieder, das finde ich so klasse. Also wir haben auch wirklich Aufwand betrieben, sind rausgefahren und haben Ingo mit seinem P5 fahren lassen, mit einem Zeitfahranzug und mit diesen Ohrkappen. War schon eine coole Sache, hat jedenfalls uns viel Spaß gemacht. Was ich auch sehr gut finde, ist, das Video hat also 250 Kommentare, so viele Kommentare hatten wir noch nie. Aber was ich auch interessant finde, ist, ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viele, ich glaube 300-400 Likes, alles gut, alles wunderbar, aber eben auch 30 Dislikes mit Daumen nach unten, so viel haben wir auch im Durchschnitt nicht. Und das ist so ein Indiz dafür, na, haben die da vielleicht den Scherz doch nicht verstanden? Genau. Und dann Dislike, das ist hat auch. Irgendeiner in den Kommentaren auch geschrieben. Ich wollte schon auf Dislike drücken, bis ich dann 14,21 Watt gelesen habe. Und dann, also es ist so, der Witz ist, dass ich habe dann ganz spontan, weil das Cervelo P5 ja auch ganz interessant aufgebaut ist, habe ich gesagt, okay, wir drehen jetzt für Cervelo P5 gleich noch das Video, wo ich das Rad so ein bisschen vorstelle. Aber die Szenen für das Cervelo P5, wo man sieht, wie ich es fahre, fahre ich auch mit den Aero-Ears. Da bin ich ja mal gespannt, ob jetzt unabhängig von euch, die es natürlich schon wissen. Wenn Leute fragen, was hast du an den Ohren? Also die das April-Scherz-Video vielleicht noch nicht gesehen, weil wenn du so ein Cervelo-Video hochlädst, da kommen ja dann auch Leute, die da irgendwo von Google aus vielleicht draufklicken. Und den dürft ihr bitte in den Kommentaren nicht verraten, dass es ein April-Scherz ist. Also da verlassen wir jetzt mal auch insidermäßig auf euch, dass da nicht einer schreibt, das war doch der April-Scherz, weil die schicken wir nochmal, in die Wüste. Nee, und während der Fahrt halt mit Knete befestigt, der Witz, wir haben glaube ich dann auch erzählt, dass man trotzdem gut durchhören kann, man hört natürlich fast gar nichts mehr, man ist total abgeschirmt und dann hast du das ist so ein Knetgummi von Hama, was man eigentlich so für die Produktfotografie nimmt, um irgendwelche Sachen zu fixieren auf dem Tisch, dass sie nicht umfallen. Das können wir auch verlinken. Ja, verkaufen wir tatsächlich über Enjoy Your Camera, deswegen haben wir es auch genommen. Wahrscheinlich wäre so eine Bastelknete einfacher gewesen, wieder abzukriegen. Weil die Knete, die war schon wirklich bombenfest. Ja, die hat sich richtig an der Haut. Da habe ich bestimmt eine Viertelstunde gebraucht mit Desinfektionsmittel, so das Alkohol und sonst wie diesen Kram wieder aus den Haaren, also aus meinen wenigen Haaren schon rauszukriegen. Also das war schon krass. Also es war ganz lustig. Wobei, habe ich jetzt mitgebracht, es gibt noch ein
diese Earshield-Jungs, ne, das, was ich eben gezeigt habe, dieses Windshield, ne? Ja. Will ich tatsächlich übrigens mal bestellen, einfach mal ausprobieren. Also sie sollen mir mal so ein Ding, ich habe auch in den Kommentaren geschrieben, sie sollen mir mal einen schicken, aber ich werde da mal bestellen. Vielleicht ist das ja wirklich nicht doof für eine windige Ausfahrt, aber wenn man nach Earshield googelt, kommt man noch wo ganz anders hin. Muss ich jetzt hier mal hochholen. Es gibt, und das Produkt hätten wir mal vorher finden sollen. Ich packe das hier mal aus. Absichtlich mit Knistern, damit man auch sieht, dass ich das jetzt noch nie vorher ausgepackt habe. Was ist das denn? Halte ich jetzt hier mal in die Kamera. Es kostet irgendwie 8 oder 9 Euro bei Amazon. Willst du mal eins haben? Das sind grüne Transparente. So, ja, Earshield. Also tatsächlich auch ähnliche Form wie unsere Teile. Einfach übers Ohr rüberklemmen. Und jetzt kannst du mal raten, wofür die gut sind. Sieht aus wie, als wenn du es im Sexshop gekauft hast. Ja, es fühlt sich so ein bisschen nach Silikon und so an, ja. Ich muss mal gucken, ich mache das jetzt mal übers Ohr rüber. Überleg du mal in der Zwischenzeit, wofür das gut sein könnte. Das erschließt sich mir nicht. Ist das jetzt überhaupt richtig rum? So, ja, die große Seite muss nach oben. Hält so halbwegs. Wahrscheinlich für Maskenbildnerei. Ja, gar nicht mal schlecht. Wenn du da irgendeine Perücke drüber machen aber musst oder irgendwie was anmodellieren musst oder so. Für Haare färben. Weiß ich nicht, Haare färben und Maskenbildnerei kann auch sein. Irgendwie sowas. Was haben sie geschrieben? Komme ich da jetzt irgendwie drauf auf die Seite hier? Ist nicht wahr. Was googelst du denn da für einen? Für die Dusche, Haare färben und baden. Döwin, zwei Pieces, Salon-Ohr-Abdeckung, Ear, Cover, Shield, Kunststoff, wasserdicht, Ear, Cover, Caps für die Dusche, Haare, Färben, Baden. Also leicht zu reinigende Ohrenschützer können leicht Flecken und Färbegewohnheiten entfernen und können für eine lange Zeit wiederverwendet werden. Die flexible der Kante der einseitigen Größe kann angepasst werden, um den meisten Menschen gerecht zu werden. Auto übersetzt wahrscheinlich. Schützen Sie Ihre Ohren und reduzieren Sie den Lärm, wenn Sie einen Lockenstab verwenden. Ideal für den persönlichen Gebrauch in einem Friseursalon, zu Hause oder in einem Geschäft. Hellere Farben sind attraktiver und lassen sich leicht in die Ohren stecken. Hellere Farben sind attraktiver und lassen, so müsste man eigentlich die Sendung nennen. Helle Farben sind attraktiver und lassen sich leicht in die Ohren stecken. Leicht zu spüren, nicht leicht zu finden. Also manchmal sind automatische Übersetzungen vom Chinesisch ins Deutsch auch nicht so erfolgreich. Bedecken Sie Ihre Ohren, um Ihre Ohren vor Haarfärbemitteln oder Wasser zu schützen. Ideal für den Einsatz zu Hause oder beim professionellen Friseur. Ist gut jetzt. Es reicht. Was du für einen Kram bestellst. Es gibt auch hier noch transparente Einweg-Ohrenschützer. Können wir. Ach, das sind so welche aus Papier. Jedenfalls, das wäre ja perfekt gewesen, um da unser schwarzes Ding drauf zu kleben, hätten wir uns die Knete gespart. Ja. Also, hätten wir mal besser recherchiert. Aber lustig. Die muss ich jetzt bestellen, einfach als Andenken. Die müssen wir auch aufheben. Die müssen wir direkt neben die Dings, das ist, die kommen ja in die Vitrine jetzt hier, an die Wand müssen wir die hängen, unsere Aeros, Aeroears sage ich immer noch. Aeroears war der Name, also der Working Title hier über die Jahre hinweg war Aeroears. Genau, und jetzt sind wir bei Aero. Aero, auch ein cooler Name. So, jetzt wollen wir jetzt hier noch ein bisschen die Kommentare vorlesen, aber wir haben ja unendlich viele Kommentare, das geht ja gar nicht. Du musst dir die besten aussuchen. Also ich habe gerade gestern noch eine E-Mail bekommen, ja, wir haben ja einen Vorteilspreis am 1. April nur gehabt. Und da ist tatsächlich die Frage, ob derjenige, der die E-Mail geschrieben hat, uns jetzt nochmal verarschen möchte. Oder ob er es ernst meint, weil ich habe tatsächlich auch eine E-Mail bekommen, so nach dem Motto, ja, ich habe den Vorzugspreis verpasst, ob ich den nachträglich noch kriegen könnte. Und ohne Smiley, ohne alles, ne, habe ich zurückgeschrieben, geht leider nicht, war jetzt so lustig gedacht, aber das ist natürlich, tut einem natürlich in dem Augenblick auch ein bisschen leid, wo man sagt, naja, man wollte ja zwar nicht so ganz offensichtlich veräppeln, aber dass die Leute es jetzt so hundertprozentig glauben, wollte man ja auch nicht. Also,
Na, ich habe mal so ein paar Kommentare raus. Du machst gesucht. Die Deutschen, ich mach die Englischen. Aber wirklich, das ist schon ganz schön viel Kommentare. Aber gut, was soll's? Ist unser Podcast, ihr trainiert weiter. Naja, also es gibt auch tatsächlich, auch das weiß ich nicht, ob das ernst gibt. Ganz ehrlich, ich fahre keine Geschwindigkeiten, bei denen ich so etwas bräuchte. Ja, ja, aber warum muss alles bei euch so teuer sein? Also so die typische Kommentar bei YouTube. Du findest immer einen, der aufwacht und sagt, ich muss jetzt erstmal bei YouTube gucken und irgendwo drunter schreiben, dass irgendwas zu teuer ist. 129 € für ein paar Ohrenwärmer ist schon ein gewagter Preis. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein Verkaufsrenner wird. Also es ist eigentlich schon mein liebster Kommentar. So. Lies du mal die Deutschen vor und dann. Wartet mal ab, der Chinamann schaut zu und in 2 Wochen gibt's die auf Alibaba oder Bangkok. Bangkok kenne ich gar nicht, ne? Aber so nach dem Motto AliExpress oder sonst wie, irgendwann gibt's die noch in echt. Kann man die auch auf die Brille kleben? Da die Brille ja direkt im Wind steht, müsste da ja noch viel mehr gehen. Auch gut. Gar nicht so eine doofe Idee, so Golfballprofil, also so ganz gewölbte Gläser zu machen. Ich habe noch eine Idee dazu. Was haltet ihr von einer ähnlichen Kappe für die Nase? Hier pfeift der Wind doch zuerst vorbei. Genau, machen hatten wir auch. Hatten wir 2-3 Mal. Einer hat geschrieben, auch ganz nett, ich habe mir das Video jetzt echt 7 Minuten komplett durchgesehen. Ja. Ach so, und dann einer schreibt, also ich verkürze das auch so ein bisschen ab, ne? Nächstes Jahr kommt die überarbeitete Version, die spart dann 14,22 Watt. Hat jemand kapiert, ne? Bin erstmal darauf reingefallen, da mich das Thema Reduzierung von Windgeräuschen sehr interessiert. Hatte mich gefreut, dass ihr das Thema Windgeräusche besprecht. Haha, geil gemacht. Und das zeigt ja, dass das, was wir eben schon besprochen haben, Windgeräusche ist ein ungelöstes Problem. Den finde ich auch gut. Für den Wettkampf ideal, aber wie sieht es denn mit der Geräuschwahrnehmung des Verkehrs aus? Der ist schon wieder gut, weil da steckt schon wieder. Sehr gut. Für die Amerikaner ist die Ersparnis natürlich höher, nämlich 41,21 Watt. Sonst verstehen sie den Witz nicht. Ja, aber zu den amerikanischen Kommentaren komme ich ja noch. Da ist auch ein schöner dabei. Ja, und weil man in Amerika natürlich das Datum andersrum liest, ne, sozusagen. Hätte ich die nur gestern auf der Enjoy Your Bike Gruppenausfahrt bei Zwift schon gehabt, wäre ich sicherlich Erster geworden. Habt ihr denn schon genau die Wattwerte für die Indoor-Fraktion? Verdoppelt sich die Einsparung, wenn ich 2 Ventilatoren nutze? Den genau. Finde ich auch gut. Der ist auch gut, taub und windschnittig. Sowas habe ich schon immer gesucht, direkt bestellt. Wir haben also auch wirklich viel Spaß mit euren Kommentaren. Es war schon da, bevor ich es bestellt habe. So schnell ist das Aero. Das ist auch sensationell. Der nächste, den kannst du immer machen. Den finde ich auch gut. Den hätte ich auch schreiben können. Bei jeder RTF macht es nicht nur schneller, sondern schützt auch vor dem, sondern schützt auch vor dem ganzen Gesabbel. Da habt ihr euch echt viel Mühe gegeben. Den finde ich gut. Einer hat nur geschrieben, unglaublich, keiner hat noch kommentiert, viel zu teuer. Ja, bis auf, den, bis einen. Auf den einen. Ja. Wie ich für eine Sekunde überlegt habe. Mit das ein paar Smileys hinterher. Ja. Und dann eine Frau hat geschrieben. Ja, ja. Der Mann auch gut. Eine Frau hat geschrieben, ich feiere euch, das Ding würde mein Mann sofort kaufen. Und der ist auch gut. Naja, bei den Segelohren von den ganzen Masken tragen, eher 20 Euro. Den nächsten 20 fand, Watt meint er wohl. 20, ja, kann sein. Der nächste finde ich auch richtig, solche Kommentare mag ich auch, so 3 Wörter nur. Ich kaufe 3. Ihr denkt, das ist lustig, aber wartet mal ab, was im Sommer so durch die Wechselzonen der Ironman-Wettbewerbe wandert. Also jeder, der da Drehdrucker hat, der kann sich was machen. Hoffentlich in verschiedenen Größen erhältlich, ist auch gut. Genau, könnte schwören, es gibt schon Anfragen zum Liefertermin. Ja, genau. Ah, das war auch nicht schlecht hier. Oh Mann, ich habe mir einen Aerobauch antrainiert und jetzt kommt sowas. Ehrlich, selten so gelacht, weil wir diese Geschichte ja auch schon hier erzählt haben mit den Leuten mit dem dicken Bauch bis zu aerodynamischer auf dem Rad. Das ist auch, der nächste ist auch gut.
Sag du mal. Ohren abschneiden ist ja noch besser. Dann spart man sich die 130 Euro. Ab in die Höhle der Löwen, da passt es auch rein, ne? Da kommen ja auch die Leute. Normalerweise müsste man das, leider ist das natürlich jetzt raus, aber theoretisch, du würdest dich bei dieser Sendung mal bewerben und würdest das mit geheimer, versteckter Kamera machen, ob die einfach denken, was sind das denn für Deppen? Also normaler, also jetzt ist es natürlich raus, ja. Aber theoretisch hätte man die auch hops nehmen müssen. So, dann würde ich jetzt sagen mal, mich interessiert am meisten, wie viele direkt bestellt haben. Ja, wie schon gesagt, 36 Vormerkungen haben wir immerhin. Dann machen wir mal die aus Amerika. Die habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht gelesen. Die hast du irgendwie rausgefischt über deren Instagram. Ja, also ne? Zip hat das auch. Die waren ja auch in dem Video zu sehen. Und dann haben sie die haben ja auch ein paar von uns per Post bekommen. Und dann haben sie das auch zum 1. April auf die Ohren gemacht und bei einer Ausfahrt fotografiert und haben das eben auf der Zip-Instagram-Seite auch gepostet. Und die besten kann ich ja hier auch mal raussuchen. Das ist auch schön. Also ich lese es jetzt auf Englisch vor. Ne? Ja. Das kriegt ja die meisten kriegen das ja mit. You don't want to hear people suffering trying to hold your wheel anymore. Das ist auch schön. Ne? Also dass man halt, wenn man hinter einem fährt, dann hört man die nicht mehr rumstöhnen. Ja, ja. die UCI Cycling hates this. Na, ist ja klar. Die UCI wird das natürlich schon wieder hassen. Und jetzt kommt einer meiner Lieblingskommentare. Ich muss ja aufpassen, dass ich nicht laut loslache. Ich lasse ihn mal unkommentiert, aber ich glaube, die meisten Leute verstehen es. Can they attach to your heart rate monitor straps to cover large nipples? Asking for a friend. Also, finde ich auch gut. Auch schön ist, after this, I can die happy. Also nach dieser Sache kann ich jetzt auch glücklich sterben. Ja, und dann natürlich wanted ultimate aero accessory for my Dumbo sized airbrakes, also für die riesigen Ohren. Und was auch einer geschrieben hat, more aero gains than an 808 wheelset, also noch aerodynamischer als mein 808 ja. Laufrad. Und dann, das hatten wir auch bei den Deutschen schon, will these save me watts on my indoor trainer? Also auch natürlich klar. Und der ist schwer vorzulesen, ich lese den trotzdem mal vor. Great technology. I'm the chief engineer at the U of M Jet Propulsion Laboratories Landing Research Wing on the advantages of heavy flatulence whilst riding. Also während man fährt, scharfes Pupsen. Das Entwicklungsinstitut. Research has concluded similar gains as your aerotech. We are basically geniuses. Also auch wirklich sehr aufwendig geschrieben und fand ich auch gut. Und dann hat einer geschrieben, is there a Gravel-specific version? Auch schön, ob es für Gravel-Fahrer was gibt. Ein interessanter Beitrag, der ist zwar lustig geschrieben, aber der macht natürlich auch tatsächlich Sinn, wenn es mal irgendwie so ein Produkt wirklich mal geben würde. They are great to keep your earbuds from falling out. Also ja. Leute, die diese Kopfhörer da drin haben und die dann auf die Straße purzeln mal, das ist ja auch schon mal dem einen oder anderen passiert, die würden dann eben nicht auf die Straße purzeln. Make a face mask too and save another 50 watts. Den Kommentar finde ich auch gut, wo tatsächlich einer geschrieben hat, is this a joke? Also auch wieder, wo jemand total unsicher war. Was haben wir denn noch? Ach, das sind so viele. Apple and Zip Collaboration on AirPods Bike. Ja. Fand ich auch gut. We love, but this probably actually works. 1 to 2 watts maybe. Also die Leute, das kann ich mir wirklich vorstellen. 1-2 watts kannst du wahrscheinlich in. Genau, also dass auch Leute sagen, naja, wir lachen jetzt, aber es könnte tatsächlich 1 oder 2 machen. Ja, ja. Und der allerliebste Kommentar war, wenn ich den jetzt noch hinkriege, hier ist er. Also einer hat geschrieben, 14.21 watts. Und dann, the first day, the fourth month, in the year 2021. Und jetzt kommt die entscheidende, also jemand hat verstanden mit dem Scherz 14,21 Watt und hat der Community auch gerne nochmal erklärt, was es mit den 14,21 Watt hat. Und die Antwort ist der Knaller. If I ever found myself participating in an escape room, I would definitely want you as a partner. Also wenn man mal bei so einer Escape Room Challenge macht, du musst dabei. Weil der hat es rausgefunden. Also, da sind noch unheimlich viele. Ja gut, weil die Amis einfach 1.4.21 nicht kennen. Ne? Das genau, die schreiben es halt umgekehrt. Ne? 4.1. Und wirklich, war ein schöner Erfolg von uns. Und
Jedenfalls haben wir herzlich gelacht bei den Kommentaren auch. Ja, ja, das ist schön, wenn man die so zurückkriegt und da auch nochmal, also es, ja, war dann am Ende doch, hat sich's gelohnt, einfach mal so ein Quatschvideo zu machen. Jetzt war ja ein bisschen zeitaufwendig. War ein bisschen aufwendig, muss man auch wirklich sagen. Jetzt müssten wir eigentlich so ein Quatschvideo aber irgendwann mal einbauen und nicht zum 1. April und mal sehen, ob das denn einer merkt. Ja, ja. Machen wir ja jedes Wochenende. Haben auch Leute kommentiert. Ist ja totaler Quatsch. Jetzt nehme ich, wie oft habt ihr schon über Produkte, jetzt bin ich in Zweifeln gekommen, wie viel habt ihr schon über Produkte geredet, wo ich jetzt zweifle, gibt's die überhaupt? Ob sie überhaupt gibt, weil ihr das so ernst präsentiert habt. Auch sehr schön, auch sehr schön. Gut, jetzt haben wir aber, ich glaube, so viel Spaß und so viel Gegackere hatten wir noch nie bei einem Podcast-Start. Ja. Na gut. Das, wie gesagt, hat viel, viel Spaß gemacht. Wer das Video noch nicht kennt, ich verlinke es unten nochmal, guckt da rein und kommentiert auch gerne nochmal. Also das ist wirklich die Kreativität beim Kommentieren. Am besten fand ich einfach Ohren abschneiden, ist noch besser. Spart 100 Watt. Ja. Na gut. Witzigerweise haben wir vor diesem Podcast einmal telefoniert, was wollen wir denn eigentlich so ins Thema reinnehmen? Und dann hatte ich mir gedacht, ich überrasche dich im Podcast mit dem Everesting-Weltrekord. Und als ich dich angerufen hast, hast du gesagt, denn das mit dem Everesting-Weltrekord hast du bestimmt nicht mitgekriegt, lass uns darüber reden. Dann sage ich, ja, Mensch, ja. Dem Ingo entgeht aber auch gar nichts. Ja, ich fange jetzt mal an, weil wir das Thema Self-Supported ist ja sozusagen das Motto der Sendung. Deswegen passt das Everesting auch gleich ganz gut dazu. Und würde jetzt, ich formuliere die ganze Zeit, ja, das muss ich auch blauen weglegen, Ding hier rum. Ja, das ist ja was so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, was es vorher schon gab, Self-Supported Rennen, also einfach für sich selber Rennen zu fahren, Strecken abzufahren und durch diese, in den letzten Jahren durch die Fahrradcomputer, die viel besser navigieren können, durch Komoot, was eine viel bessere Planung erlaubt und natürlich auch viele, viele andere Dienste, die super sind, die wir hier auch schon ab und zu angesprochen haben, hat sich das ja so ein bisschen und dann durch die Pandemie noch und Lockdowns hat sich das ja so ein bisschen jetzt ja, verselbstständigt, dass das ein Riesenerfolg wird, für sich selber einfach ja, Dinge zu fahren und trotzdem irgendwie in der Gruppe Sachen zu organisieren, die ja, wo viele Leute alleine das Gleiche fahren. Also bis hin zum, ich glaube, der Hannover-Marathon ist jeder für sich alleine gelaufen, ja. Also, weil das Thema Laufen fehlt uns hier komplett heute. Und da Frage an die Community, was gibt es eigentlich an self-supported Lauf-Events, wo man wirklich sagt, okay, da fahre ich am Tag, an dem Tag, wo ich Bock habe, laufe ich die Strecke, die ich Bock habe und lande trotzdem vielleicht in irgendeiner Bestenliste. So wie es jetzt ja beim Orbit, den wir später ansprechen und so weiter, auch so ist. Ich kann das ja fahren, wann ich will, über einen gewissen Zeitraum. Der ist halt nur festgesteckt. Oder bei diesem Komponent, wo wir später drauf kommen, ist es vielleicht ein Wochenende, wo ich eine Chance habe, da in Ranglisten reinzufahren. Und ja, und da ist halt letztendlich auch, wir sprechen heute zwei, drei Dinge an, also inklusive des Everestings sind es drei Dinge, aber eigentlich dann zwei Sachen mit dem Orbit und auch mit dem Komoment. Das eine gibt es schon länger, das andere ist ganz frisch jetzt gekommen. Beides, wo wir auch einen persönlichen Kontakt jetzt zu haben. Gerne natürlich an die Community auch nochmal, was habt ihr noch für Dinge, die man vielleicht so offensichtlich nicht kennt. Ich weiß, sowas wie den Taunustaler, den haben wir schon öfter mal angesprochen. Der ist aber meines Wissens ein Gruppenevent. Der ist nur self-supported jetzt wegen der Pandemie gewesen. Weiß ich gar nicht so ganz genau, aber die machen auch vieles in ihrer Strava-Gruppe. Es gibt auch viele kleine Strava-Gruppen, die auch so Events machen, die man gar nicht so kennt, die dann lokal einfach nur unterwegs sind. Gravel-Bikepacking-mäßig gibt es, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel, wo Leute sagen, okay, wir geben euch die Strecke, ihr macht was draus und mit Regeln, ohne Regeln, mit Rangliste, ja. Ohne Rangliste. Und eine ganz, ganz einfache Sache ist, ihr habt einen Komoot-Account und wollt halt tolle Strecken, die ihr gefahren halt nicht privat lassen, stellt die auf öffentlich und sagt mit einer guten Beschreibung oder halt teilt die einfach mit der Welt und sagt, hier, wer jetzt was weiß ich, in den Taunus kommt, an den Bodensee kommt, nach Mecklenburg-Vorpommern kommt oder bei mir in dem Fall, wer zum Deister kommt, ja, braucht er jetzt nur auf mein Komoot-Profil gehen und dann da sind die Strecken, macht was draus. Also ich brauche mich ja nicht drum kümmern. Die Strecken sind da, können ja selber machen. Genau, der Unterschied ist halt dann bei den Dingen, manche sind halt mit Rangliste, manche ohne Rangliste oder mit Teilnehmerliste, manchmal sogar mit Finisher-Medaillen, die man irgendwo bekommen kann. Habe ich jetzt irgendwas gesehen, habe ich mir aber nicht näher angeguckt. Das kam per Instagram-Werbung irgendwas rein, wo man auch Medaillen irgendwie bekommen kann, wenn man was abfährt.
Ich meine, es gibt in den Alpen auch sowas, wo so Mountainbike-Trails, die man abfahren kann und dann hin auch, da holt man sich morgens die Strecke ab und irgendwie, was weiß ich, das ist einmal von den Leuten geplant und dann kommt man abends zurück und wenn man dann seinen GPS-Track vorliegt, kriegt man auch so eine kleine Auszeichnung, dass man es geschafft hat. Also gibt's vieles. Vielleicht ist das ja auch ein ganz guter Podcast, wo man bei YouTube einfach in den Kommentaren wie so eine kleine Sammlung dann später hat, wo jeder so seine Sachen vielleicht mal reinschreibt und verlinkt, die er so kennt. Mal gucken, ob wir das dann gesammelt vielleicht im nächsten Podcast nochmal kurz erzählen können, was es noch so gibt oder vielleicht irgendwo eine Seite mal, eigentlich müsste man mal so eine Webseite, vielleicht gibt es auch eine Webseite, die das alles sammelt. Ja, aber eine Sache hatte ich ja schon mal gemacht und hatte ich im Podcast mal gesagt, den Mont Ventoux von allen drei Strecken hochfahren kann man eben auch an einem Tag machen, wenn man das möchte und dann kriegt man so eine Stempelkarte und das muss man ja gar nicht mit einer Stempelkarte machen, du könntest es auch einfach dein Strava-Ding hochladen und fertig. Ja. Ne? Nee, also das ist das. Und wir selber haben ja letztes Jahr auch automatisch, als das dann mit den Lockdowns war und sonst wie, sind wir ja selber auch, ohne es geplant zu haben, auch auf diesen Zug aufgesprungen, indem wir gesagt haben, hier, wir machen unseren Deister extrem, dann und dann fahren wir los, jeder muss für sich fahren, wir geben die Strecke vor und fertig. Also wir haben ja im Grunde ähnlich reagiert und so ist es vielen ergangen, ohne groß drüber nachzudenken, was wir da jetzt machen, haben wir so ein Ding auf die Beine gestellt. Und hatten eben auch dann den Everest-Ding. Genau. Und was ja auch, haben wir es einfach selber ausgesucht und das ist ja auch eine Sache, wir haben ja immer noch neue Hörer, die hier mal so einsteigen in unserem Podcast, ihr sucht euch einen Berg, den ihr hoch und runter fahrt und ihr fahrt ihn so lange hoch und runter, bis ihr 8848 Höhenmeter habt. Genau. Und der kann im Harz sein, der kann in Südtirol sein. In Dänemark wird er wahrscheinlich nicht zu finden sein, aber hier am Deister gibt es den auch. Ja, und das ist natürlich auch durch die Pandemie ziemlich durch die Decke gegangen, dass Leute da Rekorde gemacht haben, dass das viele, viele Leute in Angriff genommen haben, die sonst irgendwelche anderen Wettkämpfe gehabt hätten. Gibt keine anderen Wettkämpfe, dann fahre ich halt mal den Berg einfach hoch und runter, stundenlang. Und versuche es vielleicht auch nur erstmal. Also es ist nichts, was man sofort schaffen muss und kann vielleicht. Da muss man auch... Ist schon ein ganz schön relativ hartes Ding. Ist man schon lange unterwegs. Da kommen wir dann jetzt auch dazu, dass es Leute gibt, die sind nicht lange unterwegs, die sowas machen. Also das ist auch erstaunlich, dass letztes Jahr auch sehr viele wirklich aus der Profiliga, also wirklich sehr starke Radfahrer da auch aufgesprungen sind und gesagt haben, na, ich versuche mal, das in der schnellsten Zeit zu machen, also den Weltrekord von Alberto Contador zum Beispiel als Prominentester wohl, der es dann geschafft hat, auch den Weltrekord zu halten. Und der wird jetzt halt mittlerweile von vielen in Angriff genommen und jetzt hat einer die Zeit relativ pulverisiert, ja. Ronan McLaughlin, ein Ire. Und der hat jetzt ist das eine Woche her, ne, glaube ich. Anderthalb Woche her. In der Podcast ist anderthalb. Und hat relativ, und das ist das Interessante an dem Dank, relativ penibel geplant. Also unabhängig davon, dass er gute Beine hat, hat er relativ penibel geplant bis hin zum Rad, wie er das als Weltrekord fährt. Und das ist schon, finde ich, schon krass. Und die Streckenauswahl an sich ist schon krass, fand ich. Ja, also er hat es halt auf die Spitze getrieben mit dem Tuning von seinem Fahrrad und der Auswahl der Strecke. Also alles ist ja eine Sache, da können wir ja mal kurz drauf gehen. Du kannst ja einmal umblättern zu seinem Bike, das haben wir da. Also er hat halt einen ultraleichten Rahmen genommen, hat ultraleichte Laufräder genommen, aber dann geht's ja schon los. Er hat zwar eine elektronische Schaltung hinten gemacht, Shimano Dura Ace, aber natürlich hat er da nur 7 Gänge drauf geknallt. Also einfach, um Gewicht zu sparen. Ja, er braucht ja gar keine 11 oder was auch immer die Gänge. Er hat halt nur 7 Gänge installiert. Das ist schon mal ziemlich krass. Er hat vorne einfach, nicht zweifach. Ist ja auch klar, Aerodynamik verbessert. Er hat einen Nicht-Rennradlenker genommen, sondern hat so einen Bullbar genommen, so einen Unterlenker vom Triathlon. Und er hat sich halt echt viel Mühe gegeben, das Rad aerodynamisch aufs Maximum und auch beides, Aerodynamik und Leichtbau, diese Kombination ist ja relativ widersprüchlich. Wenn wir gerade vorher dein Cervelo-Rad gesehen haben, dein P5, das ist ja nicht Leichtbau, das ist pure Aerodynamik. Und hier geht es ja darum, ja, das muss ja auch leicht sein, weil du fährst da ja auch Steigungen von über 14% hoch. Ja, also das hat mich, also am meisten hat mich tatsächlich dieses Rad fasziniert. Er hat also auch ein Video gemacht, wo er das Rad vorgestellt hat. Und Mann, ist der Junge sympathisch. Ja. Also 100 Sympathiepunkte, 100%.
Ja, und das ist ja bei Radsportlern nicht immer der Fall. Ne? Du hast Alberto Contador gerade gesagt. Na gut. Ja, aber der ist halt einfach so ganz natürlich und quatscht so, wie er will. Und auch so ein bisschen zurückhaltender Typ, habe ich das Gefühl. Ja. Aber ganz penibel, was das angeht. Und ein 5,5 Kilo schweres Rad, aber mit Aero-Lenker vorne drauf. Ne? Also das ist schon... Ah, das ist schon eine Ansage. Bis hin zu den Bremsen, diese rosanen Bremsen, habe ich vergessen, was das für eine Marke war. II oder CI oder irgendwie so. Ja, irgendwie so Ultra-Leichtbaugrenzen. Vorne den Vorbau nochmal aerodynamisch eingepackt, die Bremse aerodynamisch eingepackt. Ja, das passt natürlich gar nicht richtig an das Rad. Das hat er dann so ein bisschen mit Duct Tape gemacht. Also ja, ja. Auch ganz, ganz improvisiert. Und das ist auch irgendwie ein Charme an der ganzen Sache, dass er... Also wirklich sehr viel improvisiert mit Bordmitteln. Also sehr, sehr stark, das Rad. Ja. Aber die Strecke, auch ein Highlight. Lass uns nur bei dem Rad zum Beispiel auch, ja? Hat er ja gar keinen Umwerfer gemacht. Habe ich gesagt, ja. Ach so, hast du gesagt, okay. Mhm. Und den Umwerfer weg, hat aber auch die Löcher zugeklebt. Ja, ne? Dass alles. Bloß nicht irgendwie noch was ist. Und er hatte aber auch ein technisches Problem. Er hat einen Reifenpanne gehabt. Mhm. Weil er die leichtmöglichsten Reifen gemacht hat. Die würde er wahrscheinlich heute so nicht mehr fahren. Er ist natürlich... Hat die aber auch ans Limit gebremst unten. Ne? Er musste ja um den Weltrekord, je später er bremst, desto mehr Sekunden fährt er in einer hohen Geschwindigkeit. Und wo wir bei dem Thema Technik, deswegen wollte ich beim Thema Technik nochmal bleiben. Kein Problem. Er fährt ja diese Speedplay, beziehungsweise jetzt Wahoo Nano Pedale. Und das ist diese Zero-Pedale, nur in ultraleicht. Da wiegt, ich glaube, das Paar wiegt 180 Gramm oder so, also ist auch gar nichts mehr. Sehr, sehr leicht. Die sind ja, glaube ich, nur für ein Rennen gedacht. Ne? Ich glaube, damals war das, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war das ja, wo gesagt wurde, naja, nach 1000 Kilometern sind die verbogen. Ja, also es gab so ein ganz leichtes Pedal. So ganz speziell, ich weiß nicht, wie es heute ist, ob man die heute länger fahren kann, aber damals die Speedplay-Version war halt tatsächlich, wo gesagt hat, nur beim Rennen, dann abschrauben und wieder die Trainingspedale drauf. Und ganz witzige Geschichte. Es gibt den Podcast Nerd Alert, da war er auch im Interview drin. Und das Ganze ist von Cycling Tipps gesponsert letztendlich. Ne? Also Cycling Tipps hat ja auch die Videos veröffentlicht dazu. Zwei Videos, einmal das Everesting selbst und das über sein Rad. Können wir ja verlinken. Und der Nerd Alert ist, glaube ich, auch im weitesten Sinne, gehört auch zu Cycling Tipps. Und da ist eine Anekdote, ist der Knaller. Und da sind wir wieder im Thema einhändig Radfahren bei 70 km/h. Ah ja. Der hat seine Cleats und das ist ja das Schöne bei Speedplay, da kann man den Float einstellen. Man kann also Millimeter genau einstellen oder noch weniger als Millimeter genau einstellen, wie viel bewegt sich denn mein Fuß auf der Pedale seitlich. Das war ein bisschen viel. Er ist losgefahren, hat gesagt, oh, der Float ist nicht richtig eingestellt. Dann ist er durfte ja nicht anhalten, er will ja seinen Weltrekord fahren, hat er sich so einen Imbusschlüssel geben lassen. Und da reden wir von einem 2 Millimeter in Sechskant. Und hat auf der Abfahrt seine Cleats eingestellt. Da habe ich so gedacht, na gut, hat er wahrscheinlich drauf, hat an seinem Fuß, hat hinten den Fuß ein bisschen hochgenommen, dran rumgeschraubt. Nee, er hat seinen Fuß aufs Oberrohr gelegt und da dran rumgeschraubt. Es gibt keine Bilder davon, aber er hat das erzählt und ist das krass. Wollen wir mal so sagen, dann musst du es einfach drauf haben, wenn du so eine Aktion bringst. Also ein Fuß auf dem Oberrohr und nur eine Hand am Lenker. Das ist krass. Also. Und das bei der Abfahrt, wo wir ja gleich auf die Strecke kommen, die nicht langsam ist. Also ich habe gesehen, Höchstgeschwindigkeit war immer so um die 70 km/h darunter. Und also unvorstellbar. Also ist sicherlich genauso wie der Supertuck und so weiter, wird das von der UCI verboten, sowas zu machen. Aber da musst du natürlich auch echt Radskills haben. Die scheint er auch zu haben, ne? Also, ja, ja, also ist ja auch. Wieso steht eigentlich dieser Breaking Bad-Typ da hinten? Das wollte ich dir, den habe ich um die Ecke geschummelt. Wo kommt der denn her? Da habe ich mich schon die ganze Zeit, jetzt wisst ihr, habe ich den Ingo geprankt. Da habe ich gedacht, wann merkt Ingo, dass ich der... Ich habe das eben schon gemerkt, wusste nicht, wann ich das mal ansprechen sollte. Kann er ja auch wieder um die Ecke gucken. Ich wollte dich richtig reinlegen, habe ich mir die ganze Zeit schon gewünscht. Na, irgendwann stelle ich den mal ins Bild und nachher erkläre ich auch, warum er da steht. Ja, okay. Lustig. Der guckt einen auch so finster an. Immer wenn ich auf den Bildschirm gucke, guckt er in meine Richtung. Da habe ich mich schon die ganze Zeit gefreut. Sonst gib ihm doch ein Mikrofon, vielleicht hat er auch noch was zu sagen. Jetzt schweifen wir ab, das geht jetzt nur für Leute, die zugucken. Hier, das ist jetzt unser neuer Begleiter im Podcast-Studio. So eine Breaking Bad-Puppe. Genau. 20 Zentimeter groß. Walter White. Ja, ja.
Und den habe ich jetzt einfach mal hier reingemacht, weil ich einfach eine Ablenkung wollte. Und ich wollte einfach mal sehen, wann merkt er das, dass er da steht. Ja, jetzt hast du es gemerkt. Kommen wir ganz zum Schluss des Podcasts, kommen wir zu ihm. Sehr gut. Okay, dann habe ich dich voll verwirrt. Kommen wir mal zur Strecke. Also er ist in Irland gefahren, was krass ist, weil die haben jetzt auch ein Aprilwetter und meistens kälter als hier, würde ich sagen. Die liegen ja noch weiter im Norden. Und hat halt, so wie es viele beim Weltrekordversuch machen, auf den perfekten Tag gewartet. Und hatte einen Tag mit leichten, also eine Strecke ausgewählt, wo oft Wind, also Schiebewind drauf ist oder zumindest so seitlicher, also, dass Schiebewind, ne, dass er Rückenwind hat sozusagen. Und hat eine Steigung gefunden und das finde ich krass. Also erstmal musst du, wenn du Weltrekord fahren willst, geradeaus fahren. Also unser Everesting, was wir im Deister gemacht haben, ist halt totaler Quatsch. Mit Gravel und Kurven und vorsichtig fahren und noch Strecke in den Kurven am besten, dass du nicht voll in die Kurve reingehen kannst. Das heißt, als Weltrekordler, möglichst schnelles Everesting muss steil sein. Also roundabout 15% sollte es im Schnitt haben. Und wenn möglich, geradeaus, damit du einfach die Abfahrt volle Pulle runterfahren kannst. Das heißt, das sparst du pro Abfahrt wahrscheinlich 1-2 Minuten schon, weil du keine Kurven fahren musst. Und dann finde ich es aber total krass, dass die Strecke so perfekt ist, dass du das ganz steile Stück mit 23%, überhaupt erstmal 23% zu finden und die dann direkt oben an der Kuppe zu haben, ist natürlich der Knaller, weil das ja wie so eine Rampe ist, wie im Schwimmbad bei so einer Bei einer Skiabfahrt, dass du nach dem Startgate, du kriegst hier halt bei der Streif richtig Speed drauf und danach wird es ein bisschen flacher. Und das ist natürlich von der Strecke perfekt. Also. Ja, also das Fahrrad perfekt vorbereitet und die Streckeauswahl perfekt. Und er hat den Rekord um 20 Minuten pulverisiert von knapp unter 7 Stunden. 6,59 war der vorherige, jetzt auf 6 Stunden 40. Und hat gemeint, also ich habe auch in einem Interview von ihm gehört, er hat jetzt getippt, naja, wahrscheinlich wird es ihm eine Minute gekostet haben, das Hinterrad zu wechseln wegen den Platten. Genau, er hat das ganze Fahrrad gewechselt. Und zweimal? Zweimal das ganze Fahrrad gewechselt. Das ist eine Minute, die er verloren hat. Vielleicht die Cleats nochmal 30 Sekunden, weil er doch ein bisschen, er wird ja nicht Vollgas runtergefahren sein, während er seinen Fuß auf dem Oberrohr gehabt hat. Ich habe auch jetzt gehört in einem Interview, wo er mit jemandem anders, mit Phil Gaiman. Phil Gaiman ist auch so ein cooler Typ, der worst retirement ever. Dessen Buch habe ich mal gelesen. Phil Gaiman ist eigentlich, der kann lustig schreiben, finde ich. Also die Bücher sind wirklich ganz cool von ihm. Und die haben auch, der übrigens auch einen Everesting-Versuch, Weltrekordversuch versucht hatte, aber bei ihm war das Wetter dann zu heiß. Der musste abbrechen. Das hatten wir ja auch schon mal, zu heißes Wetter. Ja, beim ja. Everesting. Und der ist dann, und die beiden haben gesprochen und realistisch ist wohl, dass man, wenn einer es nochmal drauf anlegt, vielleicht mal 6,30 knacken könnte. Aber dann ist wohl auch schon, wir sind jetzt relativ nah, glaube ich, an der Schallmauer dessen, wo man hinkommen kann. Und da muss es wohl schon wirklich ein Profi sein, der voll im Saft noch steht und voll im Rennbetrieb steht. Naja, ist immerhin auch, ich weiß nicht, ob du die Wattwerte in Erinnerung hast, er ist auch schon mit 340 Watt den Berg hochgefahren. Ja, ja. Er hat im Schnitt 260 Watt mit Berg hoch und Berg runter. So ja, ja, aber wie gesagt, runter trittst du 0 Watt. Ja, ja. Nee, also hochinteressant, insbesondere wegen dieser Fahrradtechnik. Also das Video mit dem Fahrrad müsst ihr euch in jedem Fall angucken und die Doku über sein Everesting selber mit der Frau im Interview und den Eltern im Interview und so, das war eigentlich auch, ist auch sehr sehenswert wert, fand ich. Die Familie ist der Knaller, das Büro von dem Vater. Mit diesem Schreibtisch, wo man nichts sehen kann. Also ich will dem jetzt nicht vorgreifen, aber das ist der Hammer. Also richtig, wirklich zwei Videos, die wir euch beide richtig ans Herz legen und die werden wir hier verlinken. Coole Sache. Genau, und passt auch eigentlich ganz gut zum Thema. Und ich kann mir vorstellen, auch nach unserem Everesting, also auch vielleicht für die, die noch erst seit einem halben Jahr bei uns dabei sind, gerne auch mal unser Video angucken zu unserem Everesting, was wir gemacht haben. Das war auch schon eine ganz coole Aktion und auch ist auch ein lustiges Video geworden, glaube ich, bis hin dazu, dass ich am Ende dann doch man mich gesehen hat, wie ich ein bisschen gequält im Auto saß und mich wieder aufgerafft habe. Also vielleicht ist das ja die eine oder andere, inspiriert das den einen oder anderen, das da vielleicht auch zu machen, weil tatsächlich sehe ich das Everesting von der Grundidee, so wie es mal erfunden wurde. Diese Weltrekorde, die kamen ja erst seit letztem Jahr. Ja. Ne, seitdem die Pandemie war, keine Radrennen. Das Everesting machst du mit dir selber aus. Die Radprofis hatten nichts zu tun, haben sie ein Everesting gemacht. Und das war ja so relativ neu, weil normal war das so ein Ding für the rest of us. Also für die Leute, die eben nicht
die eben nicht irgendwie im Rennbetrieb unterwegs sind. Habe ich zwei gute Kommentare zu. Erzähl bitte zu Ende. Und da ist es wirklich so, dass das ein Ding ist und dann fängt man erstmal an, vielleicht ein halbes Everesting zu machen oder vielleicht überhaupt erstmal 2000 Höhenmeter zu fahren und so weiter. Erinnern wir uns an Aline, die hier auch schon mal zu Gast war, die letztes Jahr aus der kalten Hose einfach mitgefahren ist. Ich glaube, aus dem Stand 4000 voll oder gemacht auch 5000 hat. Kann auch sein. Oder 4 oder 5000 und hat ihr Rekord waren 2500 Höhenmeter überhaupt mal am Stück zu fahren vorher. Und die dann ein, zwei Monate später hat sie es dann selber geschafft. Ja. Ne, und das ist vielleicht ein kleiner Anreiz zu sagen, so einen Quatsch mache ich vielleicht mal mit. Und muss man natürlich auch Bock drauf haben. Viele sagen auch, wie bescheuert kann man sein, immer die gleiche Steigung hochzufahren. Also, der Ronan McLaughlin, den du hier im Hintergrund siehst. Laughlin nennt man das. Ja, da gibt es auch so eine Musikerin, Sarah McLaughlin. Nicht Laughlin. Okay. Ja. Ist ja auch egal, wie du es pronunzierst. Laughlin. Der hat im Interview gesagt, als er sich mit dem Gedanken angefreundet hat, dann hat er erst gesagt, nee, Everesting, das mache ich doch nicht. Dann müsste ich ja über 10 Stunden mit dem Fahrrad fahren. Also länger als 10 Stunden Fahrrad fahren ist ja, da merkst du mal, welchen Profi-Status die haben, ne? Ich fahre doch nicht länger als 10 Stunden Fahrrad. Was wir im Urlaub natürlich schon mal machen, 10 Stunden fahren und bei unseren Fahrten durch den Deister, ist das für eine relativ ambitionierte Fahrerschaft und sicherlich auch viele Hörer von uns hier völlig absurd, 8 Stunden am Stück Fahrrad zu fahren. Das war seine erste Sorge. Ja, ja. Aber wenn man es mit 7 Stunden macht, das wäre ja schon mal eine Zeit, da könnte er 7 Stunden Fahrrad fahren, könnte er sich vorstellen. Okay. Krass. Ja, gut, die Beine musst du erstmal haben, das in 7 Stunden zu schaffen. Das ist ja das. Also muss man bedenken, ich habe 24 Stunden gebraucht. Ja, ja. Oder noch länger. Das hörst du ja von vielen Ironman-Profis und auch vor denen hat das ja auch schon mal gesagt. Ja, die sind halt nach 8 bis 8,5 Stunden im Ziel beim Ironman und haben auch oft Respekt vor den Leuten, die sich 15 Stunden über die Strecke quälen, weil die sind ja doppelt so lange im Wettkampf. Ja, ja. Also, das finde ich auch nett. Ja. Naja, interessanter Typ. Wie gesagt, von mir kriegt er mal 100 Punkte von 100 für Sympathie. Was, also erfrischend auch mal solche Leute wieder irgendwo zu sehen und nicht so hätte ich fast das falsche Wort gesagt, aber abgehobene, nehme ich jetzt mal das höfliche Wort. Ja, cooler Typ. Hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Hattest du jetzt nicht noch irgendwie zwei Sachen, die du sagen wolltest eben? Das wollte ich tatsächlich eben sagen. Ne, das wollte ich eben sagen, dass er halt diese 10 Stunden sich nicht vorstellen kann. Ach so, okay, ja. Das war der Punkt. Alles klar. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema. Auch self-supported. Auch self-supported und zwar auch reglementiert selbst self-supported. Also da auch mit einem Regelwerk, was man beachten sollte. Das ist was anderes, als jetzt zu sagen, ich mache mal ein Everesting und ich überlege mir selber, wie ich mich supporte. Ja, da gibt es auch ein bisschen was im Regelwerk, aber zum Beispiel nicht, was Ernährung angeht und so. Da kannst du auch deine Frau bitten, dir einen Kaffee zu bringen oder deinen Freund bitten, dir ein paar Pommes zu holen oder was auch immer. Wir gehen jetzt rüber zum Orbit 360 und zwar ist jetzt aktuell... Das ist jetzt die Info ist für euch, wenn ihr das jetzt hört, je nachdem, wann ihr es hört. Aber wenn ihr es ganz frisch hört, an dem Tag, wo wir es veröffentlichen, 2 Tage alt, gibt es die Deister Delta Eisze. Mhm. Unsere, beziehungsweise hauptsächlich von Dan geplante und gescoutete Orbit-Strecke. Jawohl. Orbit 360 Strecke. Genau, dieses Jahr gibt es mehr Strecken, als es letztes Jahr gibt. Letztes Jahr gab es pro Bundesland eine Strecke und dieses Jahr gibt es mehrere. Pro Bundesland. Nee, insgesamt gibt es mehrere Strecken, nicht nur pro Bundesland. Nee, und Orbit 360, da werden wir gleich Raphael nochmal zu anrufen, der Gründer oder der Kopf, der dahinter steht. Mhm. Raphael Albrecht. Genau, und ja, bevor wir das machen, können wir jetzt ja nochmal kurz resümieren. Erstmal, da werden wir ihn auch gleich nochmal fragen. Orbit 360 ist halt auch letztes Jahr ins Leben gerufen worden. Letztes Jahr gab es pro Bundesland eine Strecke, roundabout 200 Kilometer, immer Gravel hauptsächlich. Es gab auch Strecken 300, es gab auch wirklich heftige Ausreißer letztes Jahr. Okay. Die gibt es, glaube ich, dieses Jahr nicht mehr. Ich glaube, so länger als 200 ist keiner dabei. Okay. Mhm. Und da gibt es halt Strecken, die man muss bei Komoot angemeldet sein, kann die Strecke dann nachfahren, hochladen und so weiter. Kann auch in Ranglisten reinfahren, dazu später mehr.
Ja, und wie ist es jetzt dazu gekommen, dass wir auch eine Strecke mit angeboten oder mit anbieten? Also wir haben ja damals schon gedacht, die Niedersachsen-Strecke, eigentlich müsste die ja durch den Deister gehen. Ja, unser Podcast scheint ja doch eine minimale Reichweite zu haben. Ich habe auch letztes Jahr schon gesagt, wie grandios ich diese Idee finde. Also das auch, das ist mein Hauptantrieb auch hier, da nochmal von zu reden und das auch dann auch als Scouter durchzuziehen. Ich finde diese Idee absolut spitze. Gerade wenn man keine Möglichkeit hat, irgendwelche Wettkämpfe mitzumachen und man hat auch wirklich das Gefühl, man ist Teil einer Community. Und letztes Jahr die Idee zu haben, es gibt einen Orbit in Bayern, es gibt einen in jedem Bundesland, da war ich ja schon fast drauf und dran zu sagen, Mensch, ich fahre auch mal nach Bayern und fahre den Orbit da unten, weil der haben auch viele geschrieben, wie anstrengend er ist und so und so und so. Letztes Jahr hat es zeitlich dann doch am Ende des Tages nicht geklappt, dass ich es hingekriegt habe. Und das fand ich auch sehr schade. Und dann habe ich aber gesagt, naja, haben wir im Podcast drüber geredet, aber ich kenne ja unser Revier hier auch ganz, ganz gut. Und vielleicht wäre ja mal irgendwann die Möglichkeit, dass ich helfe, in welcher Form auch immer mal helfe. Und wenn ich nur einfach ein stiller Supporter bin, bei was auch immer, und Streckentipps gebe. Ja, ja, und dann war ich in Dänemark tatsächlich selber Bikepacking, war nur ein verlängertes Wochenende. Und wie das so ist, während ich mit dem Fahrrad in Dänemark bin, hat der Raphael mich angerufen und dann habe ich gesagt, Mensch Raphael, mach's kurz, ich bin gerade auf dem Rad und mache selber mal Bikepacking. Bin mal froh, dass ich selber fahre. Ja, ich wollte dich einfach nur fragen, ob du Lust hast, auch eine Strecke für uns zu scouten. Und Mann, habe ich mich gefreut. Also habe ich mich wirklich gefreut. Also Punkt. Einfach, das ist erinnert, ob ich mich wirklich gefreut, dass ich eine Strecke hier in meinem Heimatrevier planen kann. Und habe dann dir gesagt, Mensch, Ingo, wir müssen jetzt also die nächsten paar Monate öfters mal im Deister und im Sündel unterwegs sein, weil wir auch mal ein paar neue Strecken den Leuten anbieten müssen und nicht nur Deister. Genau. Weil Orbit bedeutet in dem Sinne, wer das jetzt nicht weiß, ist es ein Rundkurs und nicht so ein wilder Zickzackkurs, sondern wirklich eine Schleife, eine Runde, eine große Runde. Und wo du dann startest, ist egal, weil es ja eh ein Rundkurs ist. Tja, und dann habe ich Wohnen in Basinghausen und Start und Ziel habe ich dann Basinghausen gewählt, da gibt es auch einen Bahnhof und dann haben wir tatsächlich zusammen, du warst oft dabei, Teilstücke gefahren, ist gar nicht, ist ganz schönes Zungenbrecher hier, also Teilstücke gefahren, um daraus eine große Strecke zu machen und mussten das natürlich immer verheimlichen, also bei Strava, dass man das nicht offensichtlich sieht, dass wir da irgendwas scouten. Genau, ja, also wir sind, ich glaube, das ging so im Oktober, November, Dezember sind wir viel solche Strecken gefahren und manche auch 2-3 Mal gefahren, weil wir dann doch wieder noch was, wo du noch was geändert hast, wo du gesagt hast, nehmen wir das noch raus, das noch rein. Und das Schwierigste war ja auch oft die Überführung von einem kleinen Gebirgszug in den nächsten rein und solche Sachen. Und jetzt ist es insgesamt, glaube ich, ein ziemlich stimmiges Ding geworden. Genau, also die Strecke ist ja, während der Podcast hier veröffentlicht ist die ja live. Sie ist 200 Kilometer und Komoot sagt, es sind 4200 Höhenmeter. Und wie man das so kennt bei Komoot, am Ende des Tages, ich bin die Strecke in einem Stück noch nicht gefahren, also wirklich nur in Teilstücken gefahren. Wahrscheinlich kommen dann irgendwie 4400, 4500 Meter vielleicht raus. Ja, hier kann man die Strecke nochmal sehen. Im Hintergrund, genau. Für Leute, die hier aus der Region sind, kann ich es ja nochmal erklären. Also idealerweise startet ihr wirklich in Basinghausen. Muss man denn in Basinghausen starten oder kann man jeder überall drauf gehen? Genau, du könntest auch in Springe starten oder in Bückeburg starten. Okay. Das ist ja ein Rundkurs, du kannst überall auf die Strecke gehen und finishst sie da auch wieder. Aber und da kommen wir zu den Wohnmobilen mit Übernachten. Die Strecke in Basinghausen, wo sie startet an der Deister Freilichtbühne, da ist unheimlich viel Parkfläche. Also für Autos und natürlich auch für Wohnmobile. Und ich kenne die Gesetzeslage in Deutschland nicht und ich sage das, deswegen rufe ich hier auch nicht auf. Also Platz, um ein Wohnmobil hinzustellen, ist gar kein Problem oder ein Wohnwagen. Aber es ist ja gar kein öffentlicher Campingplatz. Es ist ja einfach nur ein großer Parkplatz und Parkmöglichkeiten. Und ich kann dir das wirklich nicht bearbeiten. Ja, das habe ich letztes Jahr mal recherchiert. Du darfst für eine Nacht als Ruhepause auf jedem Parkplatz mit deinem Wohnmobil stehen und schlafen. Ah ja. Das ist so, wie ein Lkw-Fahrer auch ja irgendwie in seinem Ding schläft. Also so ist die Gesetzeslage, dass du darfst aber nicht irgendwie jetzt ein Zelt noch davor aufbauen, Vorzelt und sonst wie, aber du darfst als Ruhepause für eine Nacht da drin schlafen. Okay, das, wie gesagt, da möchte ich nichts Falsches, Rechtsunsicheres rausgeben. Ich kann nur sagen, da gibt es halt auch wirklich genug Platz, um das Wohnmobil, wenn man denn mit dem Wohnmobil anreist oder mit so einem Campingbus oder wie sie dann alle heißen, solche Sachen.
Da gäbe es dann genug Platz. Ja, und dann geht die Fahrt durch den Deister Richtung Springe. Da gibt es dann auch so ein paar Anstiege, jeweils von 20%, schon so zwei Stück. Dann kommt man durch Springe durch, durch den Ort Springe. Da könnte man, da fährt man direkt an Supermärkten und Tankstellen vorbei. Das hast du ja extra so geplant, ne? Genau. Wobei das theoretisch nicht notwendig ist, weil das ist dann ungefähr nach 30, 40 Kilometern da schon aufzutanken. Man hat in der Regel nicht nach 40 Kilometern zwei oder drei Flaschen. Naja, nach 40 Kilometern durch den Deister vielleicht schon. Naja. Wenn es heiß genug ist. Ja, das stimmt. Das ist ja auch eine Sache vom Wetter. Genau, ja, die sind ja immer bei kalten Temperaturen gefahren. Ja. Aber da hätte man eine Möglichkeit. Dann geht es durch den Saupark, was ziemlich spannend für viele Leute ist, denn der Saupark ist, da ist Wild, also Rehe und auch tatsächlich auch Wildschwein und sowas sind da eingezäunt. Die können also nirgendwo hin. Und da fahrt ihr auch tatsächlich durch. Das heißt, ihr müsst so ein Gatter aufmachen und hinter euch das Gatter wieder zumachen. Von dem Saupark geht es dann in den kleinen Deister. Auch da gibt es wieder ein paar Steigungen zwischen 15% und 20%. Dann verlässt man den kleinen Deister und fährt rüber in den Sündel. Und da gibt es das erste Mal richtig auf die Mütze. Da gibt es eine Steigung, die deutlich über 20% hat, so eine Rampe. Da muss man also auch wirklich eine leichte Untersetzung am Rad haben. Oder für Leute, die meinen, das kostet mir viel zu viel Körner in den Oberschenkeln, vielleicht schiebt man diese 200-300 Meter mal diese Rampe hoch. Ja, der Sündel, bekannt auch, weil da viele, da war so ein Stützpunkt der Amerikaner auch obendrauf. Im Deister selber war der Stützpunkt der Engländer und im Sündel waren die Amis. Da fährt man direkt an diesem Militärgelände vorbei, fährt aus dem Sündel wieder raus. Genau, richtig viele Punkte, die man jetzt da sieht. Fährt aus dem Sündel wieder raus und fährt dann durch das Weserbergland. Also da kommt man klassischerweise hier, Leute aus der Umgebung kennen das, da kommt man direkt an der berühmten Schaumburg vorbei, also direkt dran vorbei an der Schaumburg. Und wenn man das Weserbergland, was wirklich eine sehr schöne Durchquerung ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine der schönsten Strecken. Wenn man aus dem Weserbergland rauskommt, dann kommt man nach Bückeburg rein. Und Bückeburg bietet dann auch wieder eine sehr gute Möglichkeit, alle Trinkflaschen aufzufüllen, was zu essen zu kaufen, weil man durch die Fußgängerzone fährt und auch am Schloss vorbeikommt. Wieder, wer Fotos machen will, die Landschaft genießen will, man kommt dann am Schloss Bückeburg vorbei. Ja, und der Name ist Programm. Nach dem Schloss Bückeburg und nach dem Ort Bückeburg kommt man in den Bückeberg rein. Den durchquert man auch, kommt dann an so Dinosaurierspuren vorbei. Das mal am Rande gesagt, wenn man da mal mit der Familie hinfährt, da gibt es tatsächlich noch so eine Gegend, wo Dinosaurierspuren sind. Und ist auch ganz bekannt, der Bückeberg hat auch einen Abbau von Sandstein und ist irgendwie auch in der ganzen Welt vertreten. Hier die Siegessäule in Berlin ist aus dem Sandstein gebaut, etc. etc. Tja, dann ist man durch den Bückeberg durch, dann kommt man in den Ort Rodenberg rein. Und im Rodenberg ist wieder ein Ort, wo man auftanken kann. Und dann gibt es nur noch zwei, drei kleine Steigungen. Ja, Rodenberger Höhe. Alle, die den Deister extrem mitgefahren sind, wissen, welche das ist. Genau, und dann wartet so bei Kilometer 175 nochmal diese Überraschung mit der Rodenberger Höhe, auch nochmal mit über 20%. Das kommt dann nochmal, aber dann hat man es ja auch gleich geschafft. Bei 200 Kilometer ist die Runde schon zu Ende. Da also freue ich mich richtig drauf. Man sieht jetzt hier, alle, die bei YouTube gucken, man sieht ja, dass das hier nur so kleine Zacken sind. Also es geht ja nicht höher als 440 Meter hoch, ne? Ja, das muss man eben auch sagen. Wir haben ja keine höheren Punkte als weit über 400 Meter. Das muss man ja sagen. Und ihr startet auf knapp 140 Meter in Basinghausen. Aber die Menge macht's, der Anstiege. Also ich glaube, wir brauchen uns mit dem nicht verstecken. 16 Stunden 15, sagt Komoot, braucht man ungefähr. Sehr gute Kondition erforderlich, steht da auch. Naja, gut. Ja, dann können wir den Raphael gerne, glaube ich, jetzt anrufen. Ich glaube, der ist heute erreichbar. Genau. Also das war jetzt das einmal die Vorbereitung von uns, dass ihr mal die Strecke gesehen habt. Ich glaube, das ist ein Highlight. Und ich glaube, das ist ja das Gute an dem Orbit. Es ist ja auch nicht verboten zu sagen, ich fahre die einfach in Etappen und gehe da nicht auf Rangliste oder irgendwas. Und die Strecke ist einsehbar. Ja. Also sie ist sowohl auf meinem Komoot-Profil einfach freigegeben, aber eben auch auf der Orbit-Seite. Genau, und wir werden die jedes Wochenende fahren. Ihr seht uns dann auf der Strecke. Nein, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ich irgendwie mitkriegen könnte, dass jemand versucht, diese Strecke anzugehen, weil ich ja auch nicht weit weg vom Start und Ziel entfernt wohne. Und tatsächlich habe ich das nicht vorbereitet, Ingo. Aber
wenn ich irgendein YouTube-Video drehen würde, würde ich ja einfach sagen, hey Leute, gebt mir irgendwie eine Nachricht per E-Mail an podcast@enjoyyourbike.com, dass ihr da startet. Vielleicht hinterlasst ihr eure Telefonnummer und ich rufe euch mal an, damit man sich mal abspricht, wann kommt ihr ungefähr an. Dann könnte ich kann es nicht versprechen, aber dann könnte ich zumindest versuchen, mal Leute einzufangen, die gerade diesen Orbit hinter sich haben und so ein paar Wörter in die Kamera sprechen wollen, die sich das trauen oder eben auch nicht oder einfach nur so treffen, auch mit Abstand, alles nicht das Problem, um einfach ja mal ein YouTube-Video über 2 Monate zu produzieren. Ja, ja, stimmt. Um die O-Töne reinzuholen. Originaltöne, genau, das ist es eigentlich. Ja. Gut, dann rufe ich jetzt mal den Raphael an und hoffe, dass das jetzt alles technisch hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, das Anrufen von unserer Podcast-Anlage ist immer das Coolste. Also ist halt einfach. Ja. Zumindest tut es schon mal. Zumindest in meinem Kopfhörer tut es. Hallo Ingo. Ja, hallo Raphael. Und hey Raphael, grüß dich. Hallo. Du hast die Nummer abgespeichert. Du weißt, wer anruft. Genau. Hat jetzt doch länger gedauert als gedacht. Wahrscheinlich sitzt du da schon. Wann rufen die jetzt endlich an? Ja, alles gut. Ich kenne auch eure Podcasts. Die sind länger. Ja, ja. Ja, immer kein Limit. Genau, 1,5 Stunden haben wir jetzt schon durch. Ja, wir haben jetzt gerade schon über den Orbit 360 hier im Deister gesprochen, haben die Strecke uns mal hier gemeinsam schon angeguckt und so, wie ich das verstanden habe, hast du die gestern freigeschaltet, ne? Heute. Ach, heute. Punkt heute. Ach ja, stimmt, heute ist ja Mittwoch. Ja. Okay. Ja. In quasi 1 Stunde 10 Minuten können wir fast live machen. Ach, in einer Stunde, also es ist noch gar nicht live. Stimmt. Also für die zuhören, vorgestern. Ja. Wir nehmen den Podcast am Mittwoch auf und schalten ihn am Freitag live. Das heißt, für die meisten Leute ist es jetzt schon live gegangen. Genau. Ja, das hat tatsächlich einen Grund, weil wir hier die ganze Zeit das rendern und von diesen langen Sendungen, wenn da irgendwas schief geht, habe ich jetzt gesagt, wir veröffentlichen lieber immer erst am Freitag, weil ich doch relativ große Videomengen hier schneiden muss. Ja, danke, dass wir dich mal hier anrufen durften und du uns ein bisschen Einblick in den, ich sag mal, in die Idee Orbit 360 gibst und da vielen Dank, dass du da mal kurz zur Verfügung stehst. Sehr gerne. Ja, jetzt ist ja bei dir gerade, jetzt mal unabhängig vom Orbit, das Ride for a Reason, also Hashtag RideFar war es, zu Ende gegangen. Und ich glaube auch Stichtag heute oder gestern, ne? Genau, vorgestern. Vorgestern. Ich hatte es am Anfang bis zum 31.03. und dann kam ich aber selbst gar nicht mehr hinterher mit dem Fahrten nachbearbeiten, dachte, naja, das Ranking wird jetzt sowieso noch ein bisschen dauern, bis ich das eingetragen habe. Und da ja, ganz kurz das Wetter mal so schön war und so viele Leute mir geschrieben hatten und gefragt hatten, ob ich nicht nochmal über Ostern verlängern könnte, weil dann die Feiertage sind und die gerne nochmal raus wollten, hatte ich dann verlängert, nochmal um 5 Tage. Ja, das Wetter dann leider aber doch nochmal schlecht wurde. Aber gut. Wie viele Leute haben das mitgemacht? 850 Fahrten hatte ich jetzt am Ende gehabt. Es kommen immer wieder Verlinkungen rein von den Experten, die es noch nicht so ganz verstanden haben, wie es funktioniert. Ist ja auch nicht ganz so einfach. Also ich denke, am Ende werden es so knapp 900 werden. Krass. Und na, 900 Fahrten, es gab ja 2 Distanzen, eine 180er und eine 360er Distanz. 360? Genau, 360 gab es auch. Also das war eigentlich die Idee, wegen Orbit 360 da die 360 Kilometer zu machen. Ich dachte, am Anfang, das ist ja auch die Festive 500, gibt es ja auch immer ein paar Verrückte, die das in eins fahren. Einmal fahren. Oh, genau. Respekt. Und von Weihnachten, ne, ich meine, das war vom Wetter her noch härter und dann war ja eigentlich RideFar als Jahresstart geplant. Ich wollte ja am 1. Januar damit beginnen und das dann einen Monat freischalten. Mhm. Und dann dachte ich, ja gut, wenn die Leute 500 Kilometer im Dezember fahren, dann können sie auch 360 im Januar fahren. Aber habe dann die Strecke nochmal halbiert, weil es wäre, glaube ich, wieder so ein riesen Ding gewesen. 360 Kilometer im Januar zu fahren, ist schon nicht ganz einfach. Das stimmt, deshalb hatte ich da nochmal auf 180 halbiert. Und was ja auch ganz witzig ist, 180 ist die Ironman, das ist die Distanz vom Radfahren. Deshalb habe ich vielleicht doch gerechnet, dass noch ein paar Triathleten sogar mit draufkommen.
Ja, aber ich glaube, das war jetzt alles zu kurzfristig so von den Bildern, die ich gesehen habe. Viele Triathleten sind nicht dabei gewesen. Und, also 900 ja. Teilnehmer ist ja schon ein Erfolg, also muss man ja sagen. Ja, das ist ja 900 Teilnehmer, fast 30 Länder. Ich hatte jetzt mal durchgezählt, ich glaube, ich kam auf 28, bin mir aber gar nicht sicher, ob ich da schon alle jetzt mit drin hatte. Mhm. Also ja, von Kasachstan über Iran, in Afrika, in USA, Europa halt sowieso überall. Ja, ist verrückt. Ja, hat gute Wellen geschlagen. Wohingegen, da kommen wir ja zu, diese Orbit 360 Serie, wo ich auch eine Strecke jetzt geplant habe, das sind ja alle Strecken, die nur in Deutschland sind, richtig? Genau. Das ist jetzt Deutschland bekannt. Ich würde seit in Zukunft, möchte ich es auch europaweit auslagern, aber jetzt für 2021 wird es nur in Deutschland sein, wie im letzten Jahr. Ja, wunderbar. Aber bevor wir zum Orbit 360 gehen, wir kennen dich gar nicht so gut und unsere Hörer kennen dich vielleicht auch gar nicht so gut. Und da vielleicht ein bisschen zurückgehen, dass du dich vielleicht hier nochmal ein bisschen vorstellst im Podcast. Wie kommt es dazu, dass du diese Serie als Idee hattest und ins Leben gerufen hast? Was ist das, dein Beruf oder ist das deine Berufung? Weil du sagst, das macht mir so viel Spaß, deswegen habe ich das ins Leben gerufen. Und den Hintergrund wissen wir tatsächlich gar nicht, der Ingo und ich, ob das eigentlich dein Job ist. Oder Ingo, weißt du das? Nee, erstmal das nicht. Und auch, ob es da einen sportlichen Hintergrund gibt, ob du selber Rennfahrer oder Ultra-Cyclist oder so, wie auch immer du dich nennst. Ne? Also weiß ich auch nicht. Also ja, mittlerweile kann ich sagen, dass ich dann tatsächlich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ich hatte 4 Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, direkt nach der Uni quasi da eingestiegen. Ne? Ganz klassisch, erst Praktikant, dann Werkstudent und dann eingestiegen. Und hatte da nie viel Spaß dran. Also ich habe das eigentlich nach einem halben Jahr schon gewusst, dass das nicht mein Ding ist, hat aber irgendwie nie so richtige Alternativen, die sich mir ergeben haben. Oder ich wusste halt nicht, was es alles dazu gibt. Und habe dann 2018 bin ich mit meinem kleinen Bruder, der war damals 10, bin ich mal über die Alpen gefahren. Also mit dem 10-jährigen Bruder? Ja, mit dem 10-jährigen Bruder. Das ist ja krass. Ein ganz krasser Nachzügler und ich bin halt seitdem mein kleiner Bruder auf der Welt ist. Ich war früher auf dem Sportinternat, dann bin ich zum Studieren nach Berlin gegangen. Also ich kenne meinen Bruder, aber ich hatte nie zur Zeit ein brüderliches Verhältnis mit ihm aufzubauen, im Sinne von, wir sind beide zu Hause und neben uns im Elternhaus. Und dann, der ist auch super, super sportlich. Und dann habe ich meine Mutter einfach mal gefragt, ob ich mir den Kleinen nicht mal schnappen kann. Und wir über die Alpen, ich wusste nicht, was man machen kann, sonst ich war mal auf der ganzen Welt umherreisen. Das ging mit dem 10-Jährigen natürlich nicht. Und dann dachte ich, naja, Alpen war ich auch noch nicht so oft. Und Fahrradfahren habe ich auch noch nicht gemacht. Der hat halt ein Fahrrad. Und dachte ich, ja, das ist doch eine coole Sache, wenn wir das irgendwie zu zweit machen. Dann hatte ich mir von einem Kumpel ein Rad geliehen. Ich glaube, das war so ein Scott Touren City Rad. Das war, ne, mit Ortlieb Penny ist dann dran geschnallt und gefühlt 45 Kilo sind wir dann in die Alpen gefahren. Es war super witzig, also es war wirklich total verrückt. Und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen ins Radfahren verliebt und bin dann im Folgejahr im Sommer mit einem damaligen Kollegen durch Armenien, Georgien und Iran gefahren. Und das war so quasi dann der Start. Ich hatte mir dann zu dem Zeitpunkt schon ein neues Fahrrad geholt, ein eigenes. Das war so ein Cube Crosser, so ein Einstiegsfahrrad. Und dann sind wir da eben in so richtigen Tourenmodus einfach Urlaub 5 Wochen und sind da rumgefahren. Und auf dem Urlaub hatte ich dann den Instagram-Account vom Silk Road Mountain Race in Kyrgyzstan entdeckt. Und das war so mein erster, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, also kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Aber als ich das gesehen habe, und da lief es ja gerade parallel, also es war quasi, ich konnte das live verfolgen. Und ich habe es am Anfang gar nicht verstanden, wie das möglich ist, dass da Leute sich treffen und 1700 Kilometer ohne fremde Hilfe über 4000 Meter Berge fahren. Und wirklich? Oder wenn fahren, ist auch schon drehen, tragen. Abseits und, der Zivilisation, muss man ja irgendwie auch genau, mal so sagen. Ja? Genau, genau, bei Temperatur von minus 15 bis 40 Grad, das war nur 55 Grad Temperaturunterschied, was ich gelesen hatte. Und dann habe ich das mal Kumpel gezeigt und meinte sofort, das mache ich nichts, das sieht alles wieder richtig geil aus, will ich auch machen. Und 3 Tage später wurde ich vom Auto
umgehauen und habe mir das Kreuzband gerissen. Da lag ich dann im Iran auf der Straße und das Kreuzband war erstmal durch. Oh. Das war erstmal nicht so schön, weil es konnte da natürlich nicht festgestellt werden. Dann waren wir noch 2 Wochen im Iran und ich bin dann immer so ein bisschen rumgehumpelt. Und dann, bis ich einen MRT-Termin in Deutschland hatte, sind auch nochmal ein paar Wochen vergangen. Und bis die Operation dann tatsächlich war, sind auch nochmal ein paar Wochen vergangen. Und dann bin ich quasi aus dem Winter rausgegangen und hatte eigentlich ein Bein, was nur noch halb so dick war wie davor, weil ich alles an Muskeln verloren habe, was dann auch der Rest vom Körper. Ich hatte einfach 6 Wochen im Bett und konnte mich nicht bewegen. Und dann habe ich voll angefangen. Dann ging es quasi für mich, da wusste ich, ich habe jetzt noch 3-4 Monate Zeit. Und dann ist das Rennen und dann war davor Italy Divide, das war mein erstes Rennen, Bikepacking Trans Germany, bin ich dann auch davor noch gefahren. Hab die beide gescratcht und bin dann quasi in Kirgistan, ist es mein erstes Rennen gewesen, was ich dann gefinisht habe. Und seitdem habe ich nicht viel anderes gemacht. Also ich hatte dann halt da meinen Job gekündigt auch und hatte mir so ein Jahr Auszeit selbst genommen, um halt zu überlegen, wo ich eigentlich hin will. Und bin halt viel reisen gewesen, alles mit dem Rad auch, war immer mit dem Rad unterwegs. Und ja, da kam letztes Jahr Corona, ziemlich genau nachdem ich noch das Atlas Mountain Race in Marokko gefahren war im Februar. Und das ging gerade so noch durch. Und da haben, glaube ich, alle Leute das noch unterschätzt und haben sie also ein bisschen belächelt. Und haben gesagt, Corona, hat sich wieder jemand was Witziges ausgedacht. Und als wir zurückkamen, war, glaube ich, eine Woche später Lockdown. Und da, das ging ja dann noch relativ schnell, dass alle Rennen abgesagt wurden. Ich hätte letztes Jahr das Continental Race, wäre ich gefahren. Die hatten relativ schnell das verschoben auf 2021, weil da fährt man ja durch 13, 14 Länder und die Wahrscheinlichkeit war eben sehr hoch, dass ein Land davon definitiv die Grenzen dicht macht. Und ja, dann war ich hier in Berlin, hatte eine eigene Route schon mal gescoutet. Das war quasi eine Offroad-Berlin-Umrundung. Die war 300 Kilometer lang, 305 Kilometer. Und das ist am Ende jetzt die Brandenburg-Route letztes Jahr gewesen in der Orbit-Serie. Und dann kam die Idee, wenn ich jetzt hier eine Route gescoutet habe, ich kann ja mal rumfragen, alle Leute, die ich so kenne, ob die nicht Lust haben, bei sich vor Ort Routen zu scouten. Und am Ende sind es dann irgendwie halt 16 Routen in 16 Bundesländern geworden. Und das war dann sozusagen der Startschuss der Orbit 360-Serie. Cool. Warst du denn auch ambitionierter Rennfahrer oder war das eher so ergebnisorientiert oder war es eher so, dass du zum Spaß damit gefahren bist? Ich war früher Leistungssport-Tischtennis, war auch auf dem Sportinternat. Die Leute lachen immer, wenn sie Tischtennis hören. Ich lache im Nachhinein auch und ich ärgere mich, dass ich nicht erst schon mit Radsport angefangen habe. Also eigentlich alles, was ich mache, will ich immer schon ambitioniert machen. Ich wünschte, ich hätte eher angefangen und könnte tatsächlich da vorne noch mitfahren. Ich glaube, die Zeit ist jetzt vorbei. Ich weiß nicht, ob ich da mal noch hinkomme, aber es ist immer ein wilder Mix bei mir. Also ich war jetzt im Februar mit Nils Lengner, einem Kumpel in Ruanda, und hab da auch wieder genervt, dass wir einfach eine neue Route da gescoutet, 1200 Kilometer. Und da hatten wir einfach Spaß, da haben wir das Land und die Leute kennengelernt. Das macht mir unterm Strich, wenn ich mich entscheiden müsste, ob Touren oder Rennen, würde ich mich schon fürs Touren entscheiden. Okay. Aber hin und wieder macht es mir auch Spaß, mal an die Grenzen zu gehen und zu schauen, was geht denn eigentlich da. Okay. Aber du bist ja trotzdem von null auf, also in meiner Welt 2018 die Alpen mit dem kleinen Bruder überqueren und jetzt, wo stehst du heute? Atlas Mountain Race und Silk Road Mountain Race, das ist ja unvorstellbar. Also das wäre ja, in meiner Welt wäre das ja ein Traum, wenn ich das überhaupt in Erwägung ziehen dürfte. Krass. Also. Ja, ich glaube, bei den ganzen Rennen muss man ja schon tough sein. Also ich auf der Straße würde es mir, glaube ich, zu Verhängnis werden, weil ich da einfach nicht genug Watt treten kann. Aber bei den ganzen Offroad-Rennen, da kommen ja so viele Punkte mit rein, die wichtig sind, um da gut abzuschließen oder überhaupt abzuschließen. Und
die ganze mentale Sache. Ich glaube, da war ich schon immer gut. Auch so die äußeren Umstände, mir macht es relativ wenig aus, wenn es schlechtes Wetter draußen ist oder wenn es regnet oder wenn es eisig ist. Das kann ich alles relativ gut. Mit der Ernährung habe ich mir das relativ schnell angeeignet. Und dann konnte ich, glaube ich, diese Rennen relativ gut mitfahren. Und jetzt der Sprung nach oben, das ist nochmal ein Riesensprung. Da, ja, also ich fahre weiter, ich trainiere auch weiter, aber da sehe ich mich auch ehrlich gesagt nicht. Ich würde gern, aber das ist nochmal ein Riesensprung. Ja. Okay, aber das heißt Entschuldigung. Also wollte ich nur sagen, denn wenn du sagst, das sind große Sprünge, ich habe jetzt bei der Ride Far Challenge hat mich einer angeschrieben, Marius Kartäusch heißt, der hat mich irgendwie auf Instagram gefunden vor 2 Jahren und hat sich jetzt so bedankt und hat gesagt, ey, ich hatte damals einen Motorradunfall, ich war Kanu, Elite-Sportler, konnte das dann nicht mehr ausüben und bin dann einfach aufs Rad gefahren. Er meinte irgendwie, er hat sich das immer angeguckt, was ich gemacht habe und dann ist er halt, hat er das alles kennengelernt, fand das ganz cool. Und der ist jetzt bei der Ride Far Challenge insgesamt Dritter geworden und hat, ich glaube, die 180 Kilometer mit einem 37er Schnitt und die 360 Kilometer mit einem 35er Schnitt. Und er fährt seit 1,5 Jahren Rad. Das ist mir ein Rätsel. Nee, ich auch. Ich weiß Elite nicht, ich habe ihn auch gesagt. Ja. Aber trotzdem, einfach so aufs Rad steigen und dann 360 Kilometer mit einem 35er Schnitt und 0 Minuten Pause dann halt dabei. Das auch. Also der hat nicht 3 Stunden Pause gemacht, der fährt das Ding durch. Das ist genau der Punkt. Also, Ingo und ich haben unser beides größtes Erlebnis, würde ich jetzt für Ingo und mich sagen, mit 550 Kilometer Trondheim Oslo. Da sind wir für uns in unserer kleinen Welt einen stolzen 30er Schnitt gefahren, aber haben auch Pausen gemacht. Ja. Und zwar nicht wenig. Naja, die unvorstellbar, die Leistung. Es gibt ja auch bei Zwift, dieser Weltmeister, bei Zwift ist ja ein Ruderer auch, ne? Das heißt, diese Fraktion vom Wasser, die da kommt, die haben es mal richtig drauf. Ja, Respekt. oder der Skispringer, Skiabfahrt, gibt doch jetzt den neuen, der jetzt ins Bora-Team gewechselt ist. Das weiß ich nicht. Der hat irgendwie über ganz, ganz langen Zeitraum über 400 Watt ist der die ganze Zeit gefahren, aber über richtig, also keine Ahnung, habe ich jetzt nur irgendwie gesehen. Und die wiegen auch alle nichts, ne? Diese Skispringer wiegen auch mal gar nichts. Genau, ja. Ja, das ist krass. Krass, ja. Aber dann bist du im Prinzip, muss man sagen, die Idee von dem Orbit letztes Jahr war dann, so blöd man es beschreiben mag, auch die Pandemielage, ne? Ja, voll. Also ich wollte immer ein eigenes Rennen machen. Die Rennen, die ich dran teilgenommen habe, ich fand die Leute einfach so cool. Ich fand die Erfahrungen cool. Das waren immer verrückte Länder, andere Kulturen und eben aber auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Das war so eine coolen Vibes, wenn man dann am Finish war und alle haben sich getroffen, haben Erfahrungen, Geschichten ausgetauscht. Und also bei Kirgistan, das waren 1700 Kilometer. Jeder wusste sofort auf den Meter genau, welche Punkte man meinte, wenn man über irgendwas gesprochen hat, weil eben jeder durch diese gleiche Scheiße musste. Und ich fand, das ist so eine coole Community dahinter gewesen. Und ich war fast schockiert, dass es so viele coole Menschen auf einen Haufen gab, die irgendwie alle super nachhaltig sind, sich auch ein bisschen mehr scheren als nur um sich selbst. Das fand ich super cool und habe dann lange überlegt, ob es nicht mal eine Reihe wäre, auch ein eigenes Rennen zu machen. Und ich glaube, vor 2 Jahren war das noch ein Riesending, ein eigenes Rennen zu machen. Jetzt sind die Rennen ja wirklich an jeder Ecke rausgekommen. Also es hat ja so einen Boom gegeben. Ja. Und das war dann irgendwie, die Pandemie hat tatsächlich dann dafür gesorgt, dass ich mich hingesetzt habe und überlegt habe, naja, ich bin jetzt in Deutschland, ich weiß nicht, ob wir in Deutschland ein neues Ultrarennen brauchen. Da gab es schon die Bikepacking Trans Germany und ich finde auch, Deutschland ist cool, aber mich hat halt immer eher so die weite Ferne gereizt. Und eine Serie wiederum in Deutschland zu machen, die eben super flexibel ist, und das war dann auch der Gedanke dahinter, dass nicht alle Leute 3 bis 4 Wochen Urlaub kriegen und auch Familie haben und Job haben und eben nicht um die ganze Welt reisen können und auch gar nicht wollen. Das ist ja auch immer noch ein Punkt, wenn dann sagt man, klar, wir sind super nachhaltig gefahren mit dem Rad, aber auf der anderen Seite fliegen wir mit dem Flugzeug einmal um die Welt und da halt im Todesmodus, im Zombie-Modus einmal durch das Land zu brettern und fahren wieder zurück. Was ich übrigens auch nie mache. Ich nehme mir immer Zeit und bleibe auch da
und möchte das Land kennenlernen, aber das kann halt nicht jeder. Also müssen wir schauen, wie es passt. Und das war eben auch noch der Gedanke ein bisschen dahinter, dass man mal ein Wettkampfformat schaffen kann, wo man eben auch die abholt, die vielleicht noch nicht direkt die 1000 Kilometer fahren können, aber eben trotzdem auch mehr als 100 und das vor ihrer Haustür im besten Fall. Und dann kann man da ganz langsam sich mal rantasten. Ja. Und ja, also das hat auch funktioniert. Viele Leute haben mir geschrieben, die letztes Jahr Orbitz gefahren sind, die dann jetzt gesagt haben, cool, das war der Zwischenschritt, den wir brauchten zwischen da ist Instagram und YouTube und wir sehen das immer auf dem Fernsehen und das ist ja toll, wie ihr das alle macht und es sieht ja so verrückt aus, aber ich komme halt noch nicht dahin. Und dann gab es den Orbit, der Zwischenschritt, und jetzt haben sie sich teilweise sogar auch schon für ein paar Ultrarennen angemeldet, weil sie jetzt sagen, naja, ich traue mich jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Sicherheit irgendwie dabei. Und du bist aus deinem Sabbatjahr jetzt direkt da reingeschlittert in die Orbit-Geschichte oder hattest du denn in Deutschland noch einen Job, wo du normal arbeiten musstest? Nee, das war dann letztes Jahr. Also Orbit war quasi auch, konnte nur so gemacht werden, weil ich eben zu dem Zeitpunkt noch keinen Job hatte und die Zeit ansonsten wäre unmöglich gewesen. Und dann im September stand ich dann eben vor der Entscheidung, entweder mir jetzt wieder einen Job zu suchen, aber dann hätte man auch ganz ehrlich, dann hätte es kein Orbit mehr gegeben, weil das mit so halbherzig machen, das wäre nie was geworden. Wahrscheinlich hätte ich es trotzdem probiert und es wäre aber nach hinten losgegangen, weil das ist so viel Arbeit, dass man es gar nicht händeln hätte können. Und dann habe ich ja die Entscheidung irgendwie getroffen, meinte so, ich habe jetzt hier was Cooles gemacht, dann gehe ich jetzt auch richtig an. Und das, was wir letztes Jahr quasi, es waren ja nur 2-3 Monate Vorlaufzeit, von der Idee bis zur Umsetzung. Ja, und jetzt habe ich halt ein bisschen mehr Zeit und kann es auch ein bisschen größer aufziehen. Das heißt, du hast letztes Jahr im Herbst, hattest ja schon im Sommer, glaube ich, einen großen Erfolg. Also ich habe, Orbit hat man überall gesehen, gehört. Wir haben im Podcast gesprochen, auch darüber berichtet, wie toll wir die Idee fanden. Ja, also. Ja, und das, dann hast du im Herbst entschieden, okay, ich probiere das jetzt mal, ob ich davon leben kann, sozusagen. Genau. Okay. Ja. Und mit der Bedingung, dass ich wusste, mit der Gravel-Serie alleine kann ich nicht überleben. Das wird nie in dem reichen. Und da hatte ich dann eben die Idee auch, das war gerade im gleichen Moment, als ich die Statistik für die Gravel-Serie gemacht habe. Wir hatten da letztes Jahr 176.000 Kilometer, 1,7 Millionen Höhenmeter und fast 12.000 Stunden, die quasi alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in diesen 10 Wochen gefahren sind. Und da kam dann so, ey, wenn wir so viel, ne, das sind so verrückte Zahlen, ich habe das dreimal mit dem Taschenrechner nachgerechnet, ey, 1,7 Millionen Höhenmeter, das klingt erstmal so unwirklich, aber es ist wahr. Und dann wollte ich da irgendwie noch einen guten Zweck mit reinbringen, was ja jetzt Ride for Reason geworden ist. Das war quasi ein bisschen, dass wir fahren, also es ist da so gewesen, dass 50% gehen ins Orbit-Projekt, dass ich irgendwie erstmal auch über die Runden komme bis zum Mai und die anderen 50% werden an zwei Gemeinden Organisation gespendet. Und dann habe ich irgendwie versucht, da noch, jetzt kommt noch ein Festival, da können wir nachher nochmal kurz drüber reden. Und also ich hoffe, dass ich eben mit diesen drei Punkten, naja, zumindest so viel Geld einnehme, dass ich im ersten Jahr jetzt irgendwie über die Runden komme. Okay. Ja, gut, das ist ja ein Hut ab. Es ist ja, gehört ja auch ein bisschen Mut dazu und ein bisschen Sprung ins Ungewisse. Und es ist ja nicht so, man sieht natürlich nach außen hin, jetzt sieht es aus, na gut, jeder spricht über Orbit 360, du bist auch schon in anderen Podcasts gewesen und überall, die Leute fahren das, sprechen drüber und so weiter, die Kilometeranzahl hast du ja eben genannt und die Höhenmeter, das sind ja richtig viele Teilnehmer, die da unterwegs sind, auch jetzt mit dem Ride Far oder Ride for a Reason. Aber es sprudelt ja nicht immer gleich so nach dem Motto, das Geld so in die Kassen, wie man es gerne hätte. Und einen Kostenapparat wirst du ja sicherlich auch haben, ne? Inklusive deiner eigenen Arbeit. Ja, eben. Ja, das. Also ja, man denkt immer erst mal an Supporte drin. Das habe ich damals in Kirgisistan zum Beispiel. Ne? Dann habe ich, da ist, glaube ich, 450 Euro Teilnahmegebühr. Dann rechnet man das hoch und denkt, ja, 450 Euro, 100 Leute nehmen dann teil, dann hat er 45.000 Euro. Passt doch, damit kommt auch easy hin. Ja, ja. Aber ist doch ein Anzipole drin, da steckt keine Arbeit dahinter, denkt man erstmal. Ja, ja. Aber naja, also ich kann sagen, ich habe in den letzten Wochen viele, viele schlaflose Nächte gehabt. Ja, das ist klar, nach außen ist es super gut und ich weiß, dass Orbit tatsächlich auch gut ankommt. Aber intern steckt da nochmal sehr, sehr viel mehr dahinter und glaube ich, wie jede
wie jede Gründung bin ich auch nicht davon ausgegangen, dass ich jetzt im ersten Jahr alles super easy läuft und dass es passt. Aber ja, es ist eine Herausforderung und ja, es war auf jeden Fall ein Sprung ins kalte Wasser und ins Ungewisse. Ins kalte Wasser nicht, aber ins Ungewisse. Mhm. Und ja, ich bin aber gute Dinge, dass es trotzdem passt. Also mir hast du persönlich eine richtige Freude gemacht, auch wenn das jetzt nicht in Geld messbar ist, aber dass du mich angerufen hast und gefragt hast, ob ich eine Runde hier um den Dice darum planen will. Ich glaube, ich habe auch nur 2 Sekunden überlegt, ob ich es will. Aber geil. Da hast du mir eine wirklich persönliche Freude gemacht, weil ich auch wirklich denke, unsere Region hier um Hannover rum, die wird ja auch komplett unterschätzt. Und irgendwie hat man dann doch so irgendwie Nationalpatriotismus oder wie man das nennen will, wo man sagt, ja, das ist ja meine Heimat, die lasse ich auch wirklich gut aussehen mit der Streckenplanung. Da habe ich mich richtig gefreut. Und ich denke, das gilt für alle Scouter, nicht nur für mich, sondern jeder ist natürlich gewillt, in seinem Revier die coolste Strecke rauszusuchen. Und irgendwie macht es das ja auch aus. Ne? Ich kann mich ja auch wirklich auf die anderen Scouter verlassen, dass die was Cooles raussuchen. Das war eben, das ist auch wirklich, da ist so ein bisschen regionales Bewusstsein dahinter, ne? dass jeder wie schaut, oh, ich will da eine coole Route rausbauen und das ist super cool gewesen, auch letztes Jahr schon. Mhm. Und wir hatten ja jetzt schon, Jan, ein guter Freund, ist ja schon über die Deichter-Route gefahren. Nein, und hast du mir gar nicht gesagt. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Vorgestern ist der gefahren und kam aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Er ist vorgestern gefahren. Vorgestern. Also ich glaube, er ist sie nicht komplett gefahren, aber das hat er nicht geschafft. Aber er wird auf jeden Fall dann, wenn das Zeitfenster auf ist, wird er die fahren. Und ja, also die Route habe ich mir auf jeden Fall auch schon rausgepickt, weil meine Rennen wurden jetzt, ich wäre jetzt noch Race to Poland gefahren, Maurice Brocco, die sind alle abgesagt. Und ich muss jetzt auch gerade ein bisschen, ich habe eigentlich Lust zu fahren. Und ich würde auch gerne mal wieder was fahren aus meinen eigenen Rennen, aber ich werde dieses Jahr dann auch einfach auf den Orbits attackieren und habe mir die Deister Route auf jeden Fall auch schon rausgesucht. Ja, muss ich natürlich unbedingt wissen, du bist eingeladen, ist ja sonnenklar, ich wohne in Basinghausen, da finden wir schon Lösungen für dich, dass du da untergebracht wirst, das ist ja gar kein Problem. Aber da freue ich mich. Danke. Und der ist als Testfahrer vorab geschickt worden von der Deister Route. Ja, quasi wir wollten ja 5 Routen stellen wir jetzt bei Social Media, bei Instagram stellen wir so ein bisschen vor. Mhm. Einfach weil wir es cool fanden und lustig fanden. Die wären jetzt quasi, aber das ist, da entsteht jetzt kein Kinofilm draus. Es ist quasi mit dem Handy ein bisschen gefilmt, ein bisschen was erzählt. Okay. Und die Unterlagen habe ich gestern per Mail bekommen, ich habe aber noch nicht reingeguckt. Also die Unterlagen sind Videos. Und die schneiden wir jetzt nochmal ein bisschen zusammen und dann posten wir das bei Instagram, dass die Leute da schon mal irgendwie reingucken können und so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie sind die Routen eigentlich aufgebaut. Weil letztes Jahr haben wir, glaube ich, so ein paar Leuten vom Kopf gestoßen. Weil sie zu lang und zu schwer waren. Ja gut, ich meine, Länge und Höhenmeter, das sind 2 Zahlen, die kann sich jeder anschauen und da muss jeder selbst wissen, ob er es schafft oder nicht. Mhm. Aber die Untergründe waren eben teilweise schon Mountainbike-lastig. Aber das hatte ich ja letztes Jahr, da muss ich mich oft nicht erklären für, aber wurde ich gefragt, ja, Raphael, was ist für dich eigentlich Gravel? Und ja, ich wusste das, also für mich ist nicht nur Gravel 33 oder 35 Millimeter und, sondern auch 55 Millimeter. Ja, keine Ahnung. Also ich bin ja alles immer mit meinem Gravelbike gefahren, ob das jetzt Kirgisistan oder Marokko war. Da ist man über Felsbrocken und Steine gefahren. Ja, hab ich mir dann gehört, nie so richtig, ich habe mir dann nie so richtig viel Gedanken gemacht, weil das ist das, was ich kennengelernt habe. Weil auch einfach, weil ich noch nicht so lange fahre und gar nicht die ganzen Unterscheidungen so kannte. Von dem her dachte ich, ach, das ist alles Gravel. Und ich glaube, da hat man aber auf jeden Fall den Leuten, die von der Straße kamen, und jetzt achten sie, legen da irgendwie einen 30er Schnitt vor, weil es perfekte Schotterstraßen sind, den hat man so ein bisschen vom Kopf gestoßen. Aber das ist auch, also es ist nicht die Idee, Leute vom Kopf zu stoßen, aber ein Orbit soll halt auch schon irgendwie was Besonderes sein, was, wenn man den geschafft hat, soll man auch sagen, okay, es gab ein paar Stellen, da habe ich den Scout verflucht und wenn der neben mir gestanden hätte, dann hätte es meinen Dritt gegeben, aber ich habe es geschafft und ich bin super glücklich und es ist geil, genauso wie es war. Ja, ja.
Ja, was uns jetzt nochmal interessiert ist, was muss ein Fahrer, jetzt mal ein bisschen, dass du kurz das vielleicht in knappen Worten machst, was braucht man, um einen Orbit zu fahren und was sind die wichtigsten Regeln? Wie funktioniert es einfach, einen Orbit zu fahren? Ansonsten fährt man ja einfach eine Strecke runter, die irgendjemand zur Verfügung gestellt hat. Das kann ja jeder sowieso machen in seinem Leben, eine Strecke nachfahren, die irgendjemand zur Verfügung stellt. Wie sieht es jetzt genau aus, wenn man in diese, in Anführungsstrichen, Wertung reinkommen will oder halt sowas irgendwie offiziell, in Anführungsstrichen schon gesagt, offiziell machen will? Da willst du vielleicht noch mal ein bisschen den Leuten noch mal hier die Chance geben, zu sagen, pass mal auf, so funktioniert es und so ist die Idee? Ja, genau, fangen wir mal ganz vorne an. Da entscheidet sich jetzt jemand hört den Podcast, hört zu und findet das eine coole Sache, möchte er mitfahren, dann kann er sich auf unserer Seite anmelden. Die Seite, die Information ist letzte Woche online gegangen. Da steht alles da, da steht auch viel da, da gibt es ein Race Menu, das ist zum Teil echt viel zu lesen, aber es ist auch alles relativ, nicht relativ, es ist alles wichtig. Die Registrierung ist aktuell noch nicht freigeschaltet, die wird in der nächsten Woche dann freigeschaltet werden. Und da meldet man sich an, Teilnehmergebühr sind dieses Jahr 49 Euro und dann kann man so viel fahren, wie man möchte. Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass man irgendwie einen Komoot-Account hat, weil das ist die Plattform, über die wir die Routen bereitstellen. Und man bekommt aber mit jeder Anmeldung auch einen Komoot-Gutschein dazu, zumindest für drei Strecken. Also, dass man, wenn man fahren will, muss man da jetzt keine zusätzlichen versteckten Kosten. Okay, das kann man dann einlösen, macht einen Account. Ich gehe aber auch davon aus, dass sehr, sehr viele sogar schon einen Komoot-Account haben. Und drei Regionen kann man eben freischalten. Das heißt, man kann easy drei Orbits fahren und hat die alle drauf. Wenn man mehr fahren möchte, müsste man dann eben bei Komoot, ich glaube, 10 Euro kostet das, ein Deutschlandpaket oder ein Weltpaket, das ist jetzt auch nicht die Welt. Und dann geht man auf unsere Webseite oder direkt auf die Kollektion von Komoot von uns. Da wird dann überall hin und her verlinkt, also das findet man. Und dann kann man sich die Route runterladen und fährt die einfach ab. Der Startpunkt, also ne, ab dem 1.5. Am 1.5. öffnet das Zeitfenster und es schließt am 11.7. Also innerhalb dieser 10 Wochen stehen quasi alle Routen frei zur Verfügung und die können in dem Zeitraum gefahren werden. Die können natürlich auch davor oder danach gefahren werden. Ihr könnt die fahren, wann immer ihr wollt, aber für das Ranking sind nur diese 10 Wochen übrig. Bei der Registrierung muss man noch angeben, ob man Solo oder also Duo fährt. Wir haben jetzt letztes Jahr gab es nur die Solo-Challenge. Jetzt haben wir auch noch Zweier-Team mit reingenommen, weil das war letztes Jahr technisch so schnell nicht umsetzbar. Jetzt haben wir einen Weg gefunden, wie wir das hinkriegen. Da aber bitte wichtig, wenn man sich als Team anmeldet, müssen alle Touren, alle Routen mit dem gleichen Team gefahren sein. Ah, also man kann nicht jetzt nicht Partner. Man kann jetzt nicht man kann jetzt nicht die eine Route, weil das würde irgendwann zu so einem Tabellenfriedhof führen. Und so ergibt sich keine Rangliste. Das ist ja eine Serie und eine Serie nimmt man eigentlich immer mit dem gleichen Partner oder Partnerin teil. Wenn jetzt da wild hin und her gewechselt wird, würde es einfach ein Riesenchaos geben. Und auch mit der Startgebühr und so könnte man das gar nicht regeln. Anfängerfrage. Ja. Team bedeutet ja trotzdem, angenommen, Ingo und ich würden als Team den Deister Gravel fahren wollen, dann würden wir beide die ganze Strecke fahren und ich die erste Hälfte und Ingo die zweite Hälfte, damit es auch nochmal klar ist. Beide fahren das ganze Ding. Gut, dass du das fragst. Die Frage habe ich nämlich auch jetzt oft bei RidePar bekommen. Genau. Team bedeutet, beide fahren zusammen die ganze Strecke durch. Ja, das ist ja dann letztendlich gegenüber dem Solo dann ein Windschattenvorteil und dass man sich gegenseitig dann ein bisschen sehen kann. Und der Solofahrer, der darf halt keinen Windschatten fahren und sonst wie, der muss halt wirklich alleine fahren, ne? Genau. Wie ein Einzelzeit fahren im Gravel. Ja. Genau. Mentale Unterstützung noch nicht. Ich glaube, wenn man gerade bei anderen Rennen, bei Mehrtagesrennen, spielt diese mentale Komponente noch eine viel wichtigere Rolle. Aber ich persönlich fahre Orbit auch lieber alleine, weil bei einem Zweierteam muss man sich halt gut verstehen, man braucht immer so grob die gleiche Geschwindigkeit, also zumindest wenn man es auf Zeit fährt, ne? Die Pinkelpausen, die sind wahrscheinlich auch nicht immer im gleichen Moment, dann wird der eine müde, der andere kann da gerade nicht, also wenn man auf Spaß fährt, fahre ich immer lieber im Team oder mit mehreren Leuten, aber wenn ich alleine auf Schnelligkeit fahre, gibt es jetzt beim Orbit, glaube ich, nicht unbedingt zeitliche Vorteile, wenn man im Team startet. Aber eben, das ist
das muss jeder für sich selbst. Ja, die Windschattenpassagen im Gravel und in profilierten Gesellengelände sind ja wirklich wenig, ja. Und witzigerweise hatten Ingo, ohne da jetzt drüber zu reden, hatten Ingo und ich letztes Jahr schon gesagt, dass wir beide mal Interesse haben, den wir jetzt selber durchgeplant haben, den eigenen, vielleicht auch wirklich mal, also im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten, auf Zeit zu fahren, um mal zu wissen, wo man mal so steht. Wie schnell kann ich denn jetzt, der Orbit am Deister ist jetzt 200 Kilometer mit 4200 Höhenmeter. Ja, wenn ich da jetzt mal mich wirklich kurz halte mit Pinkelpause und Essen nachfüllen, haben wir beide schon gesagt, wir müssen getrennt fahren. Haben wir wirklich letztes Jahr schon gesagt. Jetzt noch mal eine kurze Verständnisnachfrage für mich. Für diese 49 Euro kann ich 3 Orbits fahren in die Rangliste oder alle? So viel, wie du willst. Alle. Also die 3 Strecken waren jetzt ein Komoot-Limit, wenn man nur 10 Euro ausgibt, glaube ich, ne? Genau. Wir geben quasi einen Gutschein dazu bei der Anmeldung. Die bekommt man dann einfach, wenn man sich angemeldet hat, bekommt man eine Bestätigungs-E-Mail und da sind Gutscheincodes drin. Aber da kommen auch noch andere coole Codes rein von Continental und Votech. Aber Komoot ist eben einer davon. Aber Komoot, wenn ich Komoot für 30 Euro das komplette Kartenpaket klicke, bin ich da ja auch frei, alle. Dann bist du dann bist du halt aus der Erde. Ja. Okay. Da geht es dann auch nochmal darum, mit den Paketen kann man sich eben auch die Routen extern runterladen und braucht kein Internet während der Navigation. Ja. Und die für die 50 Euro sozusagen kriegt man jetzt, das ist jetzt wahrscheinlich für jedes Jahr, muss man das wahrscheinlich wieder neu machen, aber für 50 Euro kriege ich jetzt sozusagen für einmal bezahlen alles, was in diesem Jahr mit Orbit zu tun hat, von eurer Webseite, jede Rangliste, wo ich mitfahren kann, jeden Orbit mitfahren, egal ob Solo oder Team, ich kann wahrscheinlich sogar beides machen. Ne? Ich kann ja auch einen Tag Solo fahren und nächsten Tag nochmal ein Team mit einem Kumpel sozusagen. Und Da muss ich auch, da sind wir jetzt gerade noch, das ist gar nicht so einfach, IT-technisch abzubilden. Ach so, weil ein und dieselbe Person dann zweimal in der Datenbank steht. Ja, genau, ne? Das ist dann wieder Datenbanksystem, und wo werden die Zahlen übertragen und wo haue ich das ins Backend rein und wo landet das dann im Ranking tatsächlich dann im Frontend. Nee, ich glaube, da muss man tatsächlich wirklich trennen. Okay. Solo oder Team. Ja. Okay, verstanden. Ja. Also genau, Komoot ist ein Teil, ne? Komoot, das hätten wir jetzt ausgearbeitet, müsste man schon haben, damit man das fahren kann. Ja. Ja. Regelwerk noch so ein bisschen und Upload. Genau. Ja. Wenn man dann auf die Strecke geht, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, man kann auf die Strecke gehen, wo auch immer man möchte. Also das war letztes Jahr, es gibt quasi keinen Startpunkt und keinen Zielpunkt, sondern den setzt man sich einfach selbst. Mhm. Wir haben die Routen meistens, die starten am nördlichsten Punkt, einfach, dass es einheitlich ist für die Routenbeschreibung, die immer auf der Website und bei Komoot stehen. Aber jeder Fahrer und jede Fahrerin können einfach an irgendeinem beliebigen Punkt, der ist wahrscheinlich der Punkt, wo sie das Auto gut parken können oder wo sie mit dem Zug gut hinkommen, können hinfahren, starten dort die Route. Auch da gibt es eine Neuerung. Letztes Jahr war nur im Uhrzeigersinn. Diese Regel habe ich dieses Jahr tatsächlich rausgenommen, weil viele immer gefragt haben, warum machst du das? Und ich glaube, ich wäre schneller, wenn wir es entgegen des Uhrzeigersinns machen. Und da habe ich jetzt gesagt, naja, bevor es am Ende die Leute vielleicht nicht verstehen und dann fahren die da 200 Kilometer und sind total happy, dass sie es geschafft haben, und ich musste dann im Nachhinein sagen, sorry, ihr seid nicht im Uhrzeigersinn. Ach so, okay. Das ist auch, das war jetzt bei RideFar hin und wieder mal so gewesen, ne? Und das war ein Spendenprojekt und da ging es nun wirklich nicht um die Rangliste, aber ich glaube, die Leute, die waren trotzdem stolz, einfach ihren Namen in den Ranking dann zu sehen. Also auch absolut verständlich, wenn sie da 360 Kilometer fahren und war wahrscheinlich die längste Tour, die sie jemals gemacht haben, dann wollte ich mich nicht hinstellen und sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, aber ich kann euch nicht mit aufnehmen, weil ihr seid entgegen des Uhrzeigers gefahren. Und deshalb habe ich die Regel ein bisschen rausgenommen jetzt und Das heißt, man kann jede Strecke auch so fahren, wie man will, oder gibt es denn zwei Wertungen? Eine so rum, eine so rum? Nee, es gibt eine Wertung. Also das heißt, ich kann den Orbit so rumfahren, wie ich möchte am Ende. Genau. Die Routenbeschreibungen, die sind alle im Uhrzeigersinn. Also wenn man da nochmal ein bisschen schauen will, wo gibt es Free-Supply-Punkte, also Supermärkte, wo hat sich der Scouter irgendwie coole Sachen einfallen lassen, wo sind Highlights, da muss man halt immer bedenken, die sind im Uhrzeigersinn geschrieben, aber ansonsten kann man fahren, wie man möchte.
Ja, aber es macht ja schon Sinn, die meisten werden es ja im Uhrzeigersinn machen, weil alleine der GPX-Fall ja dann die Pfeile richtig hoch setzt. Genau, das kannst du ja auch umgehen. Genau. Aber aus Scouter-Sicht möchte ich nochmal kurz sagen, und das ist jetzt, weil wir das jetzt hier im Podcast nochmal ansprechen, weil es ja auch um unseren Podcast und unsere Deisterrunde hier geht. Aus Scouter-Sicht habe ich mir ja sehr viel Mühe gemacht, dass ich die richtigen Anstiege und die richtigen Abfahrten habe. Wenn man das umkehrt, und man hat jetzt zum Beispiel einen steilen Anstieg rein, den kann ich zwar super hochfahren, weil das 20% berghoch geht. Im anderen, im umgekehrten Weg müsste ich aber 20% darunter. Und das könnte bei manchen Abfahrten dann sein, hey, da kannst du zwar hochfahren, aber da kannst du nicht runterfahren. Möchte ich nur noch mal kurz eine Lanze brechen, dass bei dem Scouting das gar nicht berücksichtigt ist. Das nimmt jeder auf seine eigene Kappe. Empfehlen tue ich das nicht. Das haben wir letztes Jahr genau aus diesem Punkt, weil wir gesagt haben, eine Route würde sich einfach komplett verändern, wenn sie nicht mehr in eine Richtung geht. Deshalb haben wir es letztes Jahr so gemacht. Aber genau, ich gehe davon aus, dass die meisten einfach ganz normal im Uhrzeigersinn fahren. Aber eben, ich möchte eben auch niemanden bestrafen, der denkt, er weiß es besser und will sie entgegen des Uhrzeigersinns fahren. Gar kein Problem, aber das ist vielleicht hier auch nochmal, hören ja mehrere Leute zu, die auch vielleicht andere Podcasts, andere Strecken dann fahren wollen. Ich denke, jeder Scouter hat sich genau Gedanken gemacht, warum die Steigung, er so, Ja. Dann startet man, drückt Start, wenn man auf die Route raufgeht, egal an welchem Punkt. Dann ist nochmal da wichtig, wenn man jetzt nicht bei Kilometer 0 startet, also nicht am Punkt A, am Startpunkt, sondern vielleicht bei Kilometer 100 und die Route ist 200 Kilometer lang, dann kommt man ja quasi nach 100 Kilometer an dem offiziellen Ziel an, weil Komoot hat ja irgendwie einen Startpunkt, einen Endpunkt. Dann drückt man einfach Route neu laden und dann fängt man quasi wieder vom Punkt A an. Ja. Macht das Sinn? Ja. Route neu laden, aber ohne den Computer auszuschalten. genau. Nicht ausschalten. Genau. Ja. Einfach weiterlaufen lassen, Route neu auswählen und dann läuft ja quasi das Recording weiter. Man hat halt den Track dann von Kilometer 0 bis 100 drauf, weil man aber Kilometer 100 gestartet hat. Könnte man tatsächlich ein YouTube-Erklärvideo rausmachen, weil das machen viele Leute falsch und dann ist die Fahrt weg. Das steht ja auch immer so missverständlich. Route wirklich beenden und weiterfahren und dann denken die, oh, wenn ich jetzt da drauf drücke und was passiert, das sind viele unsicher. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Ja. Aber gut, dass du das sagst. Wenn die unsicher sind, dann hoffentlich treffen sie die richtige Entscheidung und sagen, nee, lieber nicht abbrechen erstmal. Lieber erstmal laufen lassen. Wenn man dann quasi bei Kilometer 100, also bei dem Start- und Zielpunkt wieder ankommt, drückt man einfach auf Stopp, Aufnahme beenden, speichert die ab und fährt nach Hause. Und dann kann man uns relativ zeitnah, man kann es direkt machen, man kann aber sich zu Hause am Rechner setzen, kann auch gerne nochmal einen coolen Bericht, das war letztes Jahr richtig schön zu sehen, wie die Fahrer und Fahrerinnen danach sich hingesetzt haben und haben wirklich Rennberichte über ihre Route geschrieben. Das ging da war alles dabei. Da waren wirklich super schnelle Fahrten dabei, wie die gesagt haben, wie sie sich vorbereitet haben, wie sie das Essen gekocht haben und das. Und dann waren einfach auch Leute dabei, die es mit zwei Overnightern gemacht haben, am See gepennt haben und Zelt und irgendwie mit einem 35 Kilowatt das gemacht haben. Also das war richtig schön zu sehen. Viele YouTube-Videos, da war viele Blogposts mit coolen Bildern. Da war alles dabei. Den Rennbericht schreibe ich dann bei Komoot rein, oder wie? Genau, den kann man einfach in die Kommentarfunktion kann man die bei Komoot reinschreiben. Okay. Und dann kam darüber letztes Jahr ein richtig reger Austausch zustande. Also es war wirklich so schön zu sehen, auch die unter den Rankings, unter den Bundesland-Rankings letztes Jahr, hat zum Beispiel einer geschrieben in Baden-Württemberg, an dem und der Stelle ist halt nochmal ein kleiner Brunnen für die, die es noch nicht gefahren sind, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Keine Ahnung, 50 Kilometer davor und danach kommt halt nichts. Also nur als kleiner Hinweis, wer da Wasser auffüllen will oder wer einfach mal seinen Kopf unter kaltes Wasser halten möchte. An der einen Stelle gibt es da halt einen Brunnen und das hat schon geholfen. Man muss auch wieder da außer, ne? Der große Punkt unsupported, muss man da auch ein bisschen aufpassen und Disziplin wahren. Aber das war trotzdem so von der Sache, dass einfach es geht ja um Spaß und wir wollen ja alle keine Weltmeister werden. Es soll eine coole Abenteuer-Challenge sein.
Von dem her war das schon cool, dass die Leute sich darüber ausgetauscht haben. Ja, aber da hatte ich jetzt auch eine Idee, Entschuldigung, dass ich einmal reingrätsche und du kannst ja sagen, das findest du nicht gut oder findest du genau gut. Tatsächlich hätte ich ja, wir haben ja einen YouTube-Kanal, unabhängig, dass sich die Leute austauschen, das würde ich ja jetzt nicht in diesem Podcast machen, würde ich aber vielleicht eine Woche, bevor die Rennserie losgeht oder vielleicht 3 Tage vorher oder so, vielleicht so eine 10-Minuten-Sondersendung machen, um auf unsere Strecke hier, Deister und Umgebung, einzugehen. Ja, bei Kilometer 71 kommt nämlich tatsächlich ein Brunnen und ja, bei Kilometer 84 kommt dann auch tatsächlich ein Friedhof mit wirklich viel laufendem Wasser, da fährst du direkt vorbei. Und solche Sachen könnte ich mir vorstellen, dass ich den Leuten sage, okay, dann seid ihr jetzt perfekt vorbereitet. Ja, am Startpunkt, wenn ihr die Route macht, gibt es Platz für ein Wohnmobil zum Parken. Solche Tipps halt rausgeben. Mhm. Und wer den nicht fahren will, der braucht ja praktisch dieses YouTube-Video gar nicht angucken. Es ist so eine Informationsveranstaltung, hätte ich gedacht. Voll cool, sehr gerne, ja. Weil manchmal ist es einfacher, also, man hört es im Autoradio, vielleicht sogar auf dem Weg zum Orbit. Wenn du unterwegs bist, machst das Autoradio an und hörst dir nur den Ton an, wo ich eine Streckenbeschreibung reinspreche. Denn manchmal ist das einprägsamer, es von der Beschreibung zu hören, das, was weiß ich, pünktlich bei 100 Kilometer gibt es eine Hammersteigung, genau auf halber Strecke. Dann kann man das hier in meinem Kopf merken. Weißt du, was ich meine? Ja, richtig gut. Ja, da hatten wir letztes Jahr, habe ich lange immer hin und her überlegt, weil die super unsupported Rennen, da gibt es ja eigentlich nur einen GPS-Track und der Rest ist, ey, es geht zu, wie ihr es macht, wir geben nichts raus, ihr müsst euch selbst drum kümmern und gerade auch beim Transcontinental Race, da gibt es ja auch nur 3 Checkpoints in Europa verteilt. Ach, so und den wenig. Rest der Route muss man ja selbst planen. Naja, es gibt 3 Checkpoints, die sind in ganz Europa verteilt, dann gibt es einen Start und einen Finish und alles andere muss man selbst planen. Das ist natürlich auch ein Straßenrennen, das geht nur auf der Straße, weil da sucht sich jeder und jeder die schnellste Route. Offroad geht das halt nicht. Aber ich finde den Gedanken dahinter, finde ich auch richtig cool. Aber genau, es gibt halt andere Rennen, die das machen. Für Orbit finde ich es auch ganz cool, wenn man sich ein bisschen austauscht und sagt, ey, guck mal da, da gibt es was Cooles. Und eben, wie du schon meintest, die Scouter haben sich ja alle was bei ihren Routen gedacht. Und es geht ja auch darum, irgendwie in Deutschland zu zeigen, was haben wir eigentlich direkt vor der Tür, was richtig cool ist, was wir vielleicht noch gar nicht kennen. Okay, also das wäre jetzt so, wo du sagen könntest, Mensch, wäre doch eine gute Zusatzinformation. Voll gut, sehr gern, ja. Na, dann mache ich das. Jetzt habe ich aber noch nicht ganz verstanden, wenn ich denn gefahren bin, also ich fahre jetzt mit meinem Garmin, dann muss ich es zu Komoot hochgeladen haben und du schnappst dir dann von Komoot die Datei und baust die in die Rangliste ein oder wie funktioniert das dann? Genau, ich springe mir da nochmal kurz einen Schritt zurück, man hat jetzt geendet, man lädt die Fahrt als gemachte Fahrt hoch bei Komoot und dann kann man, wenn man auf Bearbeiten geht, steht rechts daneben Teilnehmer einladen und da muss man einfach unseren Orbit-Account auswählen. Und da ist nochmal wichtig zu sagen, man findet uns in der Regel nur oder auf jeden Fall sehr viel schneller, wenn man uns vorher als Freund hinzugefügt hat. Also im Prinzip, das steht auch in der Bestätigungsmail drin, da steht dann, füge uns als Freund hinzu, da hast du später keine Probleme, uns zu finden. Mhm. Weil der Algorithmus von Komoot, der ist leider noch nicht so gut, dass wenn man nicht befreundet ist, findet man manchmal einfach die Accounts nicht. Okay. Und dann fügt man uns hinzu und muss dann, das ist der zweite sehr wichtige Schritt, muss dann seine Route umbenennen. Die ist ja sonst, heißt die bei Komoot, glaube ich, immer Radfahren am 14.03.2000 oder irgendwie so. Die haben ja immer, keine Ahnung, bei Strava ist es Radfahren am Nachmittag oder Nachtaktivität oder so. Hatte ich auch schon. Da haben sich Leute auch genau, schon lustige Kommentare drunter geschrieben. Ja. 600 Kilometer Nachtaktivität. Ja. Intervalle in der Nacht. Ja. Genau. Und diesen Routennamen, den muss man eben umbenennen. Und da ist ganz wichtig, da muss man den Namen reinschreiben, mit dem man sich angemeldet hat. Logischerweise, ansonsten weiß ich ja nicht, ich muss es ja zuordnen können. Ja. Also ich habe ja eine Datenbank auf meiner Webseite, da sind quasi Registrierungen drin. Da gibt es Holger und Holger lädt dann seine Route hoch, nennt die aber nur Orbit 360. Dann sehe ich, okay, da ist irgendjemand gefahren, der hat mich verlinkt, aber wie heißt denn der jetzt? Im schlimmsten Fall hat er noch seinen Komoot-Namen, ist irgendein Pseudonym. Sternchen 123 und dann sage ich, ja gut, Sternchen 123, keine Ahnung, wer du bist. Ich kann dich halt nicht den Ranking zuordnen. Deshalb ist da immer wichtig, reinzuschreiben, den Namen, wie man selbst heißt,
welchen Orbit man gefahren ist, also den Namen des Orbits und die Bruttozeit. Wobei ich mir die Bruttozeit auch immer dann aus Komoot direkt nehmen kann, aber so ist es übersichtlicher. Und wenn man das gemacht hat, dann bekomme ich quasi eine Mitteilung, dann bekomme ich bei Komoot eine Mail und sage, guck mal, Holger sagt, er hat dich eingeladen, bist du mit ihm gefahren, dann kann ich die Einladung annehmen, dann kann ich in die Kollektion schieben und kann mit den Daten, die da sind, das Ranking erstellen. Und okay. Das wird dann quasi, ich würde so ein Ranking-Update habe ich letztes Jahr zweimal in der Woche gemacht. Ich gehe davon aus, dass ich dieses Jahr öfter machen muss, weil ich von mehr Fahrten ausgehe, also wahrscheinlich dreimal die Woche. Mhm. Ja, und dann würde ich dann immer, danach mache ich immer eine kleine Instagram-Story und da steht dann so, Ranking ist geupdatet. Und hoffentlich finden sich die Leute wieder. Ich bekomme auch danach immer ganz viele Mails, okay, Ranking-Update und was ist euch für ein Fehler unterlaufen? Ich bin nicht drin. Ja. Da kann ich auch mal ganz nett antworten und sagen, nee, du, sorry, geh mal bitte auf die Webseite. Da steht eigentlich, da ist wirklich eine Anleitung drin, wie es alles geht. Guck dir das nochmal an, verlinke uns und dann bist du halt im nächsten Ranking-Update drin. Und ein Ranking ist ja manchmal auch missverstanden. Na klar kann ich das verstehen, wenn man unter den Top 3 oder unter den Top 10 da im Ranking sein will. Aber ein Ranking, in Anführungsstrichen, könnte ja auch einfach, man könnte ja auch sagen, es ist eine Teilnehmerliste, um rauszukriegen, ja, wie viele Leute sind denn jetzt in Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, in Nordrhein-Westfalen oder eben im Deister gefahren, um einfach mal zu sehen, wie viele Leute haben ihn denn auch wirklich gefahren. Das ist ja auch interessant. Also es geht ja eigentlich nicht nur darum, um die Rangliste, ob ich auf Platz 5 oder auf Platz 50 stehe, sondern ja, ich war einer von denen, ne? Genau. Da wir hatten letztes Jahr noch so eine Did Not Finish, so eine Supporter-Rangliste, da haben wir dann quasi alle mit reingenommen, die es leider nicht geschafft haben, weil das war auch mal so eine Dunkelziffer. Diese Daten, die ich vorhin genannt habe, diese 156.000 Kilometer, sind ja auch wirklich nur die Zahlen, die gefahren wurden und gefinished wurden. Da sind noch nicht die dabei, die einfach nur so auf die, also wir hatten 4.000 Downloads der Routen, bevor wir überhaupt an den Start gegangen sind, bevor letztes Jahr überhaupt das Zeitfenster geöffnet hatte. 4.000 Downloads von den Routen. Das war so krass und viel. Und das ist ja eine Dunkelziffer für mich, da weiß ich gar nicht, wer das gefahren ist oder nicht. Das sind denn also, alle die ja. fahren das, ohne bei euch angemeldet zu genau, sein? Die haben sich nicht angemeldet, die machen sich ein lockeres Wochenende, die fahren das einfach. Mhm. Ja, das war letztes Jahr so krass. Ich hatte dann relativ schnell noch ein Interview mit dem Deutschlandfunk, da hatten wir auch einen Podcast aufgenommen und das hat, glaube ich, ja, das hat viele Leute irgendwie rausgebracht. Letztes Jahr wollte jeder Radfahren, jeder hat sich ein Gravelbike gekauft und dann lag das einfach nahe. Die müssen ja auch nicht den Orbit komplett gefahren sein, aber die haben gesehen, ey, hier ist eine Route, die hat jemand lokal gescoutet, der sich da auskennt, das wird schon ganz cool sein. Genau. Dann fahre ich doch mal 50 Kilometer von der Route und verbinde die mit meiner sonstigen Route oder so. Ja, prima. Eins wollte ich jetzt gerade noch. Das Festival, was du vorhast, das ist auch nochmal ganz interessant, oder? Von den Regeln, glaube ich. Ne? Die Gravel-Serie. Also es gibt noch zum Punktesystem, das haben wir auch leicht angepasst. Es gibt quasi drei Punkteskalen. Jeder Fahrer und jede Fahrerin bekommt 500 Punkte, wenn sie überhaupt finishen, weil das ist irgendwie so, ne? Das sind alles lange und harte Routen, das sind 500 Punkte gibt es auf jeden Fall für jedes Finish. Dann bekommen die besten 30 Platzierungen nochmal extra Punkte. Und dann gibt es noch Serienpunkte nach dem dritten, fünften und achten Orbit. Das ist ein bisschen anreißt. Ja, also genau. Und das ist jetzt auch eine große Neuerung in diesem Jahr. Nach 8 Orbits ist das Punktekonto voll. Man kann nicht mehr sammeln. Also es hilft nicht, wenn du jetzt 18 Orbits fährst. Das ist zwar schön, dass du so gefahren bist, aber es sind nur die interessantesten 8. Weil es hat eigentlich keiner schaffen. Das letztes Jahr habe ich lange in Excel-Tabellen hin und her mit Dummy-Daten, habe überlegt, okay, wie mache ich das Punktesystem, dass man sowohl die Fleißigen belohnt, als auch die Schnellen irgendwie, dass man da irgendwie einen guten Mix hinbekommt und dass nicht jemand, nur weil er viel fährt, automatisch gleich gewinnt, aber dass auch nicht jemand gewinnt, der halt nur 3 Orbits gefahren ist und da halt dreimal den ersten gemacht hat. Es ist eine Serie und da ist ja, wer viel fährt, soll auch belohnt werden, aber Zeit soll ja dann vorne, spielt ja auch eine Rolle. Und das lief letztes Jahr, glaube ich, schon ganz gut. Mit ein bisschen
Hang zur Fleißigkeit. Und da bin ich ja, ich war ja selbst Dritter, aber auch, weil ich halt relativ viel gefahren bin. Und die ersten beiden, die waren zum Beispiel viel schneller als ich. Also da bin ich nicht ansatzweise mitgekommen. Und das wollte ich in dieses Jahr nicht wieder so haben, dass jemand, weil, also 8 Orbits in 10 Wochen ist, glaube ich, schon immer noch viel, aber möglich. Das heißt, wenn jemand wirklich sagt, so, ich habe immer ein Wochenende. Opfere jedes Wochenende. Genau. Und ich habe quasi 2 freie Wochenenden und die anderen opfere ich irgendwie, dann würde es gehen, wenn man vielleicht der Sieger vom letzten Jahr, der hatte sich dann Urlaub genommen und hat gesagt, so, okay, meinen ganzen Urlaub, ich fahre durch ganz Deutschland und ruck die ganzen Dinger weg und er ist am Ende 14 gefahren. Eigentlich wollte alle 16, aber das habe ich ja, also ich war 13 und ich wollte ja auch, also für mich stand eigentlich fest, dass ich alle fahre, aber es war schon schwer und also ich bin halt auch super flexibel in meiner Arbeitsweise, ich brauche meinen Laptop und kann überall ausarbeiten, habe dann immer bei Freunden in ganz Deutschland geschlafen und bin mit dem Zug überall rumgefahren, aber naja, das kann ja nicht jeder. Deshalb wollte ich das dieses Jahr auf diese 8 Routen begrenzen. Und was da jetzt noch ganz cool ist, es gibt, man kann Badges erfahren. Und da würden sich quasi diese 50 Euro Startgebühr ganz schnell wieder rausfahren. Es gibt nämlich nach dem dritten Orbit gibt es einen 40% Gutschein von Continental für den quasi nächsten Einkauf. Mhm. Bei der 5. Route gibt es von Komoot einen kompletten Premium-Account. Das ist schon mal ganz cool. Und für den 8. Orbit gibt es einen 20% Gutschein bei Votec. So, und wenn man das dann fährt, kann man quasi diese extra Punkte erfahren für das Ranking und kann sich aber nebenbei noch irgendwelche coolen Sachen freischalten, die Sponsoren dann quasi angeboten haben. Okay, eine Frage noch zum Thema Self-Supported. Wie streng seid ihr da, dass man keine fremde Hilfe annehmen kann? Darf ich mir Wasser im Wald schon einen Tag vorher verstecken oder irgendwo Riegel verstecken, so wie wir es beim Deister Extrem zum Beispiel gemacht haben. Ja, wir verstecken immer viel. Darf mir meine Frau was zu essen bringen an einem bestimmten Punkt? Wie sind da die Regeln? Weil Self-Supported im strengen Sinne, so wie du das, wie heißt es beim Transcontinental, ist es ja, glaube ich, viel, viel strenger. Mhm. Und als wir es jetzt vielleicht sehen, wie ist es da beim Orbit? Also bitte, bitte, bitte kein Essen auf einer Strecke verstecken. Bitte nicht die Frau anrufen und die steht dann irgendwo bei Kilometer 100 und mit einem warmen Kaffee und einem Brötchen. Also das ist alles definitiv nicht unsupported. Ja. Im Prinzip, man darf keine Pläne vorher schmieden. Wenn man das jetzt mal so grob auflässt, man kann nicht alles planen, man nimmt sich selbst Essen mit, man darf quasi alles, was man macht während des Rennens, sollte zu den gleichen Prozentzahlen möglich sein für jeden anderen Fahrer und Fahrerin. Mhm. Also wenn du deine Frau anrufen würdest, müsstest du auch jedem Fahrer und anderen Fahrerin die Telefonnummer von deiner Frau geben. Nee, mach mal von deiner, die wohnt ja in Basinghausen. Genau. Die nimmt eine Dance-Frau raus. Die wohnt am Track. Ja. Ja, aber das ist ja eine wichtige Herausarbeitung, dass das nicht gewünscht ist. Ja. Nee, genau. Also in den Supermarkt gehen und Essen kaufen, das kann jeder machen. Das ist kein Problem. Wenn, gibt dann noch diese Trail Magic, manche Rennen, die erlauben selbst das nicht. Ich bin da aber ein bisschen offener, dass wenn einem Hilfe angeboten wird, wenn einfach ein Auto überholt einen und sagt, ey, krass, du bist hier, du siehst irgendwie echt ein bisschen fertig aus, wir haben hier eine Flasche Wasser, willst du die haben? So, dann ist das okay, dann darf man die annehmen, das ist einfach dann Glück. Das steht ja jedem, ne? Vielleicht, wenn, also das würde jedem anderen auch zur Verfügung geben, das ist einfach ein bisschen eine Glückskomponente. Aber dabei. Ich darf auch bei jemandem im Garten reinmarschieren und sagen, könnt ihr mir Wasser auffüllen? Das ist ja auch, das dann nicht. Aber kaufen darf ich. Nee, weil da, genau, da fragt man ja. Ach so, okay. Ach du meine Güte. Also da, es muss kommerziell verfügbar sein. Ah, ja. Okay. Ja. Ah, und wenn man jetzt wirklich am Arsch der Welt ist und man weiß, ich komme keine 20 Kilometer weiter, ich brauche Wasser, dann reißt einem niemand den Kopf ab, wenn man irgendwie an der Straße kurz anhält und fragt, ihr habt hier ein bisschen Wasser. Aber das ist eben eigentlich nicht der Gedanke. Ja. Und es ist auch nicht der Gedanke, das ist nämlich auch schon immer wieder vorgekommen, dass man in Zukunft hat, dass Fahrer und Fahrerinnen mit Leuten einfach so gesprochen haben, oh, heute ist es ja heiß, oh, und ich habe seit
seit 2 Stunden schon kein Wasser mehr, dass man quasi darauf hindrängt, wo die dann sagen, ah, hier willst du ein bisschen Wasser. Oder auch zwischen Fahrern untereinander, dass das ein bisschen war, ah, okay, ich hatte ja 2 Schläuche mit, die sind beide jetzt schon weg quasi, weil ich einfach Platten hatte und dass man dann ein bisschen hofft, da fragt mich der André jetzt, ob er mir einfach einen Schlauch geben soll. Also das bitte auch nicht machen. Und da muss auch jeder... Phishing vor. Ja. Jetzt habe ich das ja verstanden. Phishing von not compliment. Aber wir sind ja d'accord. Ja. Ne? Ich habe das ja gesagt, wenn ich jetzt den Leuten schon genau sage, hey, bei Kilometer 71 und bei Kilometer 84 auf meiner geplanten Strecke, macht euch Pulver mit in die Flasche. Wasser gibt's da könnt ihr euch drauf verlassen. Da ist Brunnen, da ist Friedhof, da gibt's Wasser, 100 pro. Das steht ja wieder jedem zur Verfügung, ist noch nicht mal kommerziell, es ist einfach öffentlich, da ist ein Brunnen, da kannst du dir das Wasser rauspumpen. Genau. Okay, und da sind wir, glaube ich, mit Orbit schon sehr, sehr human. Also die ganzen Informationen, die wir auf der Seite rausgeben, damit kommt man eigentlich hin. Also ich denke, mit einer 150 bis 200 Kilometer Route und 2 Resupply-Punkten, die wir immer reinschreiben, und wenn man selbst noch ein bisschen Essen mitnimmt, sollte man eigentlich relativ safe damit. Ja, absolut. Und also der ganze Self-Supported-Gedanke, ich möchte eigentlich nicht immer mit erhobener Hand dahinter stehen und aufpassen müssen, dass die Leute sich an die Regeln halten, auch dass das eine super wichtige Regel ist. Wenn man den Track verlässt, muss man da auch wieder drauf, also man muss an dem Punkt, wo man den Track verlässt, weil man eben auf Toilette muss, weil man in den Supermarkt reinfahren will, der eben mal ein bisschen weg vom Track ist. Man muss den Weg genauso wieder zurückfahren und an der Stelle, wo man den Track verlassen hat, auch wieder raufgehen. Ja, ist ja logisch. Naja, es gibt auch, für andere ist logisch, okay, der Supermarkt ist irgendwie so schräg vom Track. Ich fahre da jetzt hin und fahre dann einfach an anderer Stelle geradeaus weiter wieder drauf auf den Track. Ja, du meinst wie so eine V-förmige Bewegung, genau, ne? Genau. Das ist jetzt keine Abkürzung, aber die Regel ist, geht zurück auf den Track und fahr den Track. Und wir werden, das kann ich auch gleich mal vorab sagen, letztes Jahr habe ich gesagt, dass ich die ganzen Routen prüfen werde. Und wir haben das mit der Basecamp-App versucht, aber die GPS-Daten waren teilweise so ungenau, weil es halt viel durch den Wald geht und wenn es dann noch bewölkt ist, dann sind die GPS-Daten einfach, mit denen kann man teilweise nicht so gut nachverfolgen, ob man jetzt wirklich diese 2 Meter gerade durch Wälder, wo es alle 2 Meter ein Single Trail gibt, da sieht man dann nicht mehr. Ist der wirklich diese Route gefahren? Ja. Ich kann es zeitlich nicht, weil da kommen hunderte Fahrten rein und ich schaffe zeitlich nicht, jeden Track zu prüfen. Aber da appelliere ich auch an jeden teilnehmenden Fahrer und Fahrerin, verarscht euch halt nicht selbst. Also es geht. Man muss ja so eine Fairplay-Policy zu gewinnen. Was geht es, liebe Leute? Ne? Es geht um eure Freizeitgestaltung. Es gibt nichts zu gewinnen. Ob man da jetzt einen Platz im Ranking hört oder nicht, weil man irgendwo 2 Minuten einspart. Ja, die Routen sind eigentlich alle so gescoutet, dass man auch gar nicht groß jetzt bescheiden kann. Es gibt die Route, die fährt man und da gibt es gar nicht so viel Abkürzung. Aber das sehe ich ja total entspannt. Also wer da nicht bei den Regeln spielt, der bescheißt sich ja im Zweifel selber. Eben. Und das ist, und wie gesagt, denkt es, ne? Also, es gibt ja keine Olympia-Goldmedaille dafür. Genau. Und ob da jetzt nun 13 Stunden 25 steht oder 12 Stunden 55. Who cares? Gut, dann würde ich jetzt nochmal, ist die Frage, was so deine Zukunftspläne sind für den Orbit, für Ride Far. Wird es noch andere Sachen wie Ride for Reason geben? Was sind da so die Ideen, worüber du schon sprechen kannst und willst? Und natürlich eine ist ja schon offiziell, dass ihr noch so ein Festival machen werdet. Ja. Und das ist ja so ein bisschen Gegengedanke zum Self-Supported, weil da wird es ja wahrscheinlich so sein, dass man supported durch die Gegend fährt gemeinsam, oder? Ja, beziehungsweise da wird nochmal ein ganz anderes Rad gefahren. Okay. letztes Jahr war es super, super schön zu sehen, wie viele Leute auf die Strecken gegangen sind und dass die Leute, die haben mich teilweise gekannt über Social Media, über Komoot, auf einmal wusste man, okay, du bist die Route gefahren, da war ich vor dir, bei der anderen Route warst du vor mir. Und es war irgendwie, man hatte das Gefühl, dass die Leute sich über Komoot auf einmal ausgetauscht haben. Also wirklich, als ob die sich kennen. Und niemand hatte sich da jemals zuvor gesehen. Und das war letztes Jahr, hatte ich schon den Gedanken, irgendwie am Ende nochmal so ein Get-Together zu machen. Und ja gut, letztes Jahr war es definitiv nicht möglich, also sowohl von Corona als auch von der Zeit, also das hätte ich nie geschafft. Und
das wollte ich dieses Jahr eben nachholen, dass man sagt, wir sind die Gravel-Serie, das Alleinstellungsmerkmal ist, jeder ist total flexibel und kann das machen, wann er will und wie er will und wo er will, aber man macht es halt immer alleine und eigentlich ist es ja auch cool, wenn man mal die Leute, gegen die man fährt, irgendwie kennenlernt. Das wollte ich eben mit so einem kleinen Bikecamp-Festival aufgreifen und ja, das findet am 19. bis 22. August statt, in der Nähe in Eichstätt, das ist in Sachsen-Anhalt und das ist ein alter, verlassener sowjetischer Militärflughafen oder ein Hangar quasi, also so ein Flugplatz mit einer riesen Landebahn. Da ist nichts. Da ist nichts. Das ist am Arsch der Welt. Ich habe mir da so einen riesen Hangar gemietet und drumherum ist halt richtig fetter Zeltplatz. Da finden auch teilweise, also ist auch ein Gelände von anderen größeren Elektrofestivals. Also da ist auch was gebaut, was man teilweise nutzen kann. Und sonst, da gibt es keinen Strom, da gibt es kein Wasser. Das werde ich dann mit Freunden alles davor hochziehen. Das wird auf jeden Fall eine super, super coole Sache. Ich freue mich da sehr drauf, weil dann kann man mal wieder weg vom Laptop und kann auch mal wirklich mit der Hand irgendwie was bauen und was Cooles machen. Und da ist eben, ne, Freitag ist Ankunft, dann gibt's Donnerstagabend, machen wir sogar so eine kleine Club Night mit Lagerfeuer und Freibier. Und dann gibt's Freitag, Samstag sind so die zwei vollen Tage und Sonntag dann halt noch einen halben Tag. Und dann gibt's von der Gravel-Ausfahrt dann aus dem Gelände raus und nur im Wald herum. Also wir werden auch nicht einmal in irgendein Dorf oder Landstraße fahren. Das ist da so weit weg, dass man einfach fahren kann, wo man will. Und dann ist das Gelände an sich aber auch so ein Land. Also da gibt es eine riesen Landebahn. Und ich hatte dann mir jetzt schon mal überlegt, wenn wir alles so Ultrafahrer sind, kann man ja auch mal einen Sprintwettbewerb machen und mal schauen, wie die Sprintwettbewerber sich auf einen Landebahn-Sprint schlagen oder ein 6-Tage-Rennen oder irgend sowas. Ja, ja. Aber das Radfahren, das sind alles coole, kleine Sachen. Es wird auch Workshops geben, es wird Yoga-Einheiten und Meditationstrainings geben. Ich werde Speaker einladen. Ich baue ein kleines Kino hin. Also es soll eher so ein Lass uns zusammenkommen und irgendwie die Orbit-Saison entspannt ausklingen lassen, als dass wir jetzt jeden Tag 100 Kilometer da lang brettern und dann doch am Ende jeder für sich wieder ist. Also es wird schon Rad gefahren, aber trotzdem mit Fokus auch auf ein bisschen drumherum. Auch cool. Auch ein bisschen raus aus der Radszene, ne? So ein bisschen mal schauen, was gibt's denn noch? Bikepacking ist irgendwie so groß und so komplex, dass man mal schauen kann, ne? Da geht's dann um Ernährung und viele Sachen, wo man einfach noch an so viel Stelle schauen, wo man sehen kann, dass ich das ein bisschen aufgreifen wollte. Da drücken wir uns alle, also nicht nur dir und uns, sondern uns alle als Bevölkerung die Daumen, dass das im August hoffentlich auch wirklich alles möglich wird. Also drücken wir mal mehr als zwei Daumen. Alles, was geht. Auf der Webseite hast du es ja auch schon, da steht ja auch Save the Date. Also nach dem Motto, da ist das Datum ja auch schon bekannt gegeben. Wer da das Wochenende blockieren will, das ist ja schon mal wichtig, dass man diese zeitliche Infos hat, wann findet es statt. Ja. Ne? Und dann, Und auch da, es gibt eine 100% Geld-Zurück-Garantie. Also wenn es wirklich jetzt aufgrund von Corona nicht stattfinden kann, dann gibt es das Geld auch ganz normal zurück. Ja, cool. Early Bird sehe ich gerade 129 Euro. Ja. No? Genau. Ja. Coole Sache. Und ja, dann hattest du noch nach weiteren Plänen gefragt. Das sind jetzt erstmal für 2021 die drei Events, die ich so habe. Im nächsten Jahr möchte ich Orbit dann ins europäische Ausland verlagern, die Gravel-Serie. Also Radfahren wird weiterhin stattfinden und ich hoffe dass natürlich, dass man das von Jahr zu Jahr noch ein bisschen ausweiten kann und dass man vielleicht wirklich mal Rafa's Festival 500 ablösen kann. Okay. Das sind aber natürlich ambitionierte Ziele. Und genau, die Gravel-Serie, die sollte dann die wird es nächstes Jahr auch im europäischen Ausland geben. Da bin ich jetzt gerade dabei zu schauen, welche Länder machen Sinn, wo kenne ich Leute, mit denen ich das gerne aufziehen würde. Muss man auch mit den Leuten sprechen, ob die auch da so mitziehen wollen. Und das Festival wird es nächstes Jahr auch wieder geben, wahrscheinlich an neuer Location. Wird cool. Da kann ich, ist auch noch ein bisschen hin.
Ja, ich drücke dir auf jeden Fall, oder wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass alles so hinhaut mit dem Festival. Und insgesamt partizipieren wir ja auch davon, dass du das mal irgendwann ins Leben gerufen hast, und freuen uns mit unserem Orbit, den wir jetzt geschaffen haben, den zu fahren. Und ich hoffe auch, ich habe letztes Jahr tatsächlich gar nicht so richtig einen geschafft, weil dann doch zu viel so mit Familie und sonst wie war. Aber mal gucken, dieses Jahr muss ich mir dann vielleicht auch mal nochmal einen aussuchen oder zwei vielleicht, dass man wenigstens die drei schafft. Dass ja, man ja. Mal in die anderen. Na genau, den Deister-Orbit, den kannst du ja auch für den eigenen Orbit, musst du ja, oder dann der muss ja definitiv, Orbit, genau, der ist gesetzt. Ja, ja. Rekordzeit vorlegen. Na, ich glaube, das wird. Wenn da es einer drauf anlegt, haben wir keine Chance. Ich glaube dafür. Also muss man gucken, wer ihn fährt. Also, aber ambitioniert, ich würde schon mal versuchen, da. Also ich würde ja bei Ingo gerne wissen, ob er das unter 10 Stunden fahren kann. Keine Ahnung. Das ist halt die. Also ja. Ich kann ja Berge fahren, aber ich weiß halt nicht, wie es ist nach 10 Stunden, wenn man kaputt ist. Was hast du denn für eine Vermutung bei 200 Kilometer, 4000 und ein bisschen oder 4200 Höhenmeter? Zeit. Was werden die Profis da fahren? Boah, das war letztes Jahr, die Zeiten waren so krass nach unten gesetzt, immer und immer wieder. Und wir haben jetzt auf der 180er-Route wurde ein Schnitt von 39,7 km/h gefahren. Na gut, also aber das war ja auf Asphalt, ne? Da konntest du das hätte ich trotzdem nicht gedacht, dass da Leute einen 39,7er Schnitt fahren. Also letztes Jahr war es Matthias Püscher, der immer wieder einen rausgehauen hat, und Sebastian Ficker, der dann Zweiter wurde. 200 Kilometer, 4000 Höhenmeter. Mit steil, ne? Also nicht 4000 Höhenmeter flache Anstiege, sondern richtig steile. Zum Teil. Ja, 9 bis 10 Stunden. Das denke ich, das werden die Profis, also die starken Fahrer, alle schaffen. Aber so unter 9, da würde ich schon Bauklötze staunen. Also ich bin letztes Jahr, je nachdem welche Orbit es war, aber ich glaube, mein Schnellste war auf Rügen, und da hatte ich einen 26er Schnitt. Und Rügen war aber auch wirklich schnell zu fahren und wenig Höhenmeter. Hm. 4000 Höhenmeter hauen halt schon nochmal rein. Aber Jan hat auf jeden Fall gesagt, es ist super schönes Gravel. Also, wie lange hat er gebraucht? Hat er was gesagt? Hat er gesagt, wie lange ist er denn gefahren? Nee. Okay. Aber der ist ja nicht, der hat ja nebenbei ein paar Videos gemacht und hat ein Eis gegessen. Aber wäre trotzdem gefahren. Interessant, wo er da okay. Na gut. Weiß ich nicht. Okay. Prima. Ja. Gut, dann vielen, vielen Dank für die Zeit. War ich danke. Super danke interessant. Und wir werden hier natürlich die Zuhörerschaft am Laufenden halten und vielleicht dich irgendwann nochmal wieder anrufen, wenn wir nochmal Nachfragen haben. Ja. Mal sehen, wir freuen uns ganz doll auf die Serie. Ja, ich komme auf jeden Fall vorbei. Dann sage ich mal Hallo, wenn ich dann Anrufer bin. Das machen wir jetzt hier nicht am Podcast, aber das ist ja so ein klar. Wir bringen dir schönen Kaffee auf die Strecke, wenn du dann da unterwegs bist. Wir stehen dann zufälligerweise bei Kilometer 195 und sagen, hier ist dein Kaffee, den du bestellt hast, und du musst ihn anlegen. Nee, wir müssen das ja anders machen. Mensch, du siehst aus, als könntest du einen Kaffee gebrauchen. Mensch, Raphael, zufällig kommst du hier vorbei an unserer Kaffeetheke. Ja, das ist gut. Alles klar. Nur um dich zu ärgern, dass du ihn ablehnst. Okay. Mach's gut, mein Lieber. Vielen Dank. Ne? Danke für den Anruf. Schönen Abend euch. Danke auch. Ciao. Ja, viel Arbeit, das kann ich dir sagen. Das glaube ich auch. Das sieht alles. Ich habe gar nicht aufgelegt. Muss ja auch auflegen. Ach so, nee. Ja, bist du immer noch dran. Nee, dann ich leg mal auf. Jetzt schmeißt dich Ingo mal aus. Ich habe auch gesagt, tschüss. Und dachte auch jetzt, ich habe jetzt gerade, also es ist tatsächlich live so, wo ich dachte, was drückst du denn jetzt? Machst du die Aufnahme zu Ende, dann ist ja der Podcast zu Ende. Drückst, aber ich muss einfach nur aufladen. Brauchst du ja nur das Telefon. Ich leg jetzt mal auf, Raphael. Nochmal tschüss. Ne? Ja. ihr seid gar nicht zusammen, ja? Doch, wir sitzen hier nebeneinander, aber ich habe halt das Telefon in der Hand. Und das war natürlich dunkel mit dem Display und so. Ja, ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich hier auflege. Ja, alles klar. Jo, bis dann. Ciao. Ja, so, jetzt habe ich aufgelegt. Ingo, was ich sagen wollte, ist, das ist natürlich ganz klar. Das ist gar nicht den Leuten so klar, wie viel Arbeit im Hintergrund sowas macht, so eine Serie am Laufen zu halten, die Scouter zusammenzuhalten und das einzupflegen. Das ist schon. Also selbst wenn ihr es nicht fahrt, meldet euch da an und zahlt die 49 Euro, gebrauchen kann er es.
Also jetzt Quatsch natürlich, aber es ist aber Arbeit ist das Ganze. Und ich weiß ja, wie viel Arbeit ich auch mit dem Scouten hatte und dann auch noch alle Schäfchen unter einem zu betreuen und zu sehen, dass alles hochgeladen wird und dann auch megamäßig Arbeit, die Auswertung zu machen. Genau. Das ist schon, naja, aber. Nee, also kann man nur dazu aufrufen, wenn ihr so ein Ding vor der Haustür habt und da drauf fahrt, alleine aus Unterstützung mitzumachen, selbst wenn ihr in der Rangliste vielleicht nicht ganz vorne steht. Ne? Also das. Die Rangliste, ich persönlich bin ja gar nicht Ranglistengeil, ich kann da sowieso nicht vorne rum. Nee, aber registrieren macht man dann irgendwie dort. Genau, trotzdem. Ich würde man gehört mich freuen. Mit dazu, man gehört zur Community dazu. Genau. Und was man gewinnt ja nicht nur in dieser Rangliste und das, was ja auch wirklich ein echter Gewinn ist, ist ja dann, man kauft ja ein bisschen Community mit dazu, das heißt, man tauscht sich aus untereinander, man kriegt den Tipp mit dem Wasser und so weiter und andere sehen, dass du es gefahren bist, weil du in der gleichen Orbit-Gruppe bist und so bei Komoot vielleicht auch connected bist und das ist es alleine schon wert und das ist jetzt ja nicht irgendwie ein teures Subscription-Modell, sondern man zahlt halt einmal die 49 Euro und gehört dazu und da steckt halt viel Arbeit dahinter. Von anderen Leuten und das deswegen gehört, finde ich eine coole Sache und irgendwie muss derjenige, und das vergessen viele immer, ne, immer, ja, ist alles immer so teuer, ne, auch wir verkaufen ja auch teure Produkte, aber was da an Entwicklung oft hintersteht, egal ob es eine Hardware, irgendein Produkt in der Hand ist oder eben eine Software, vergessen viele, dass da doch viel Arbeit hintersteckt, ne, und das ist immer unterstützenswert und ich bin froh, dass er überhaupt die Chance hat, das als Beruf oder was auch immer so umzusetzen. Und er gibt vielen Leuten wirklich ja viel, viel zurück dadurch. Und das ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich ihm die Daumen drücke, dass das auch funktioniert über die nächsten Jahre, dass er da, ja, was auch immer, wie auch immer er das aufbauen kann. Irgendwann sitzen da vielleicht auch mal zwei Mitarbeiter, die ihm helfen müssen, wenn vielleicht mal 1000 Leute starten oder in der Liste rein müssen. Ja, wenn das ins Ausland geht und größer wird, dann umso mehr. Ne? Das kann ja eine Person dann gar nicht mehr handeln. Nee, coole Sache. Fand ich eine coole Sache. So, dann gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter zu Com-Moment. Das nächste coole Projekt. Also Com-Moment, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Das müssen wir die Jungs nochmal fragen, ob es Com-Moment oder Com-Moment, also Com mit K-O-M groß geschrieben. Gendergerecht, wahrscheinlich müsste es ja eigentlich Q-O-M-Moment auch noch geben für die Queen of Mountain. Ja, ja. Also aber K-O-M steht für King of Mountain. Genau, King of Mountain. Und das war aber ein Tipp von einer Hörerin von uns, von Kirsten. Vielen Dank hierfür nochmal und schöne Grüße. Kriegen auch immer coole Tipps hier. Genau. Und die hat tatsächlich nach unserem Podcast gesagt, Mensch, ich habe da eine Seite entdeckt und zwar die fährt auch im Raum Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat dann sozusagen virtuelles Rennen gestartet über Strava-Segmente. Das können die Jungs gleich nochmal genau erklären, wie das funktioniert. Im Groben schon mal gesagt, man fährt eine Strecke ab, da sind unterschiedliche Segmente und nur die Segmente, die zählen sozusagen für eine Ergebnisliste auch. Das heißt, es ist ähnlich wie beim Orbit, wie wir es eben besprochen haben, ist es so, dass man sich da in Ergebnislisten reinfahren kann. Das aber nicht auf Gravel und so Abenteuer und Langstrecke beschränkt, sondern das kann auch ein Mini-Kriterium sein oder nur so ein 50-Kilometer-Ding, nur Straße und nur Ballern auf gerader Straße oder den Berg entlang bis zu dedizierten Sprint-Punktewertung, wo man wirklich nur 600-Meter-Segmente fährt und wer da der Schnellste drin ist, kriegt halt die Punkte. Und das ist was, wo ich im ersten Augenblick drüber nachgedacht habe und gesagt, das ist ja gar nicht so, bin ich jetzt vielleicht gar nicht so die perfekte Zielgruppe für. Was sich aber dann geändert hat, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Habe aber gesehen, dass ja momentan auch pandemiebedingt radsportmäßig gerade auch für die Radsportvereine, die vielleicht darauf angewiesen sind, man kennt diese kleinen Kriteriumsrennen, kaum Zuschauer, man fährt immer im Kreis im Rennen und das sind ja alles Dinge, die so ein Radsportverein und die auch Nachwuchs überhaupt am Leben erhalten, wo momentan ziemlich tote Hose ist, wo halt gar nichts passiert. Und ein Zitat, ich glaube, das kam auch von der Kirsten. Kannst mal einmal umblättern. Stimmt, ich kann ja einmal umblättern, wenn ich weiß, wie das geht. Komm, Moment, um die Webseite aufzumachen. Ein Zitat. Dann in der zweiten E-Mail von ihr war, und das beschreibt es sehr gut, es war auf jeden Fall wieder schön, so etwas wie ein Race-Feeling zu verspüren, spielerische Intervalle zu fahren und auch mal den einen oder anderen auf der Strecke zu treffen. Ja. Und dieser eine Satz, der fasst eigentlich zusammen, dass diese Idee nicht blöd ist, die Jungs haben.
Ja, man ist in einer Gruppe unterwegs und ein Verein beschreibt es eigentlich ziemlich gut. Ich habe das gesehen, habe mir die Seite auch angeguckt. Da gab es so eine Auswertung, in dem Fall von Eintracht Frankfurt. Ja. Da hast du es jetzt auch gerade mal im Hintergrund gemacht, die das gemacht haben, 27.03. bis 28.03. Und die Strecke hat 11 Segmente und ich fand es auch richtig gut. Da waren 100 Leute gelistet, wo ich sage, cool, der Verein selber hat jetzt im Prinzip, ich hätte jetzt schon fast gesagt, eine Vereinsmeisterschaft gemacht, auf eine nette Art. Genau. Die so ein bisschen, naja, es geht auch da sicherlich nicht um den König aller Etappen, aber um so ein bisschen Spaß an der Sache zu haben. Ja, ja, also so ein bisschen sich zu betteln vielleicht. Ich kenne das auch selber, wenn man weiß, man ist irgendwo unterwegs auf Hannovers Strecken und weiß, da ist jetzt ein Segment oder da manche Segmente interessieren einen, manche nicht. Und ich habe das früher schon einmal gesagt, das Schöne an Strava ist, du kannst ein Intervalltraining machen, musst aber nicht auf dein Tacho gucken, keine Lap-Taste drücken, sondern guckst hinterher zu Hause, wie bin ich denn gefahren auf der Strecke. Und da ist es schon immer so, dass bestimmte Dinge, wo man oder auch wir damals gesagt haben, und du auch mit deinen Downhill-Segmenten, hier gebe ich jetzt mal alles. Ja. Und hier ist es jetzt geplant. Es ist und wir vergleichen es jetzt natürlich mit dem Orbit, weil der gerade vorher in unserer Sendung dran war. Es ist aufgeteilt, es ist erstens meistens nur ein Wochenende. Es geht nicht über Monate. Es ist ein Wochenende, was festgelegt ist. Und es geht über Segmente. Das heißt, zwischen den Segmenten sind ja auch immer wieder Bereiche, wo man sich ausruhen kann. Und es gibt dann auch tatsächlich diesen, ja, Teamgedanken. Man kann zu zweit jetzt momentan natürlich immer noch meines Wissens deutschlandweit maximal zu zweit unterwegs sein, aber man kann natürlich später auch, wenn wieder mehr fahren, sagen, ich mache da ein Team-Event draus und wir versuchen da irgendwie unseren Teamleader in den Segmenten irgendwie nach vorne zu fahren. Keine Ahnung, was es da für Ideen gibt. Das finde ich schon spielerisch, ja, ist eine neue Idee und wirklich ganz cool gemacht und steht natürlich noch relativ stark am Anfang. Die sind im Februar erst richtig offiziell live gegangen und habe mir das aber angeguckt und habe jetzt auch hier diesen Hintergrund-Account, wo ich dann sehe, wie man so eine Strecke anlegt, und finde ich eine gute Sache. Das Geld wird hier verdient über denjenigen, der die Strecke anmietet. Also das können wir dann mit den Jungs auch nochmal besprechen. Das zahlt dann der Verein und als User zahlst du erstmal nichts. Und die Anbindung an Strava ist natürlich auch ganz gut, weil man dann einfach, ja, automatisch, da ist so eine Verbindung, man autorisiert das einfach. Also ist eine tolle Sache. Und bevor ich jetzt weiterrede, würde ich jetzt einfach sagen, rufen wir mal an bei den Jungs. Was die sich gedacht haben. Genau. Denn was wir vielleicht nochmal sagen müssen, ist, das vielleicht mal vorweg, die Grundidee ist ja genial. Also die Grundidee, das mit Segmenten zu machen, eine Strecke, ich habe auch schon Lust, so eine Strecke zu planen, dass deinen Leuten nochmal ganz klar wird, du planst eine Strecke, in Anführungsstrichen nehmen wir jetzt mal 60 Kilometer, aber es geht nicht darum, die 60 Kilometer am schnellsten zu fahren, sondern wenn du jetzt sagst, auf den 60 Kilometern mache ich es jetzt mal einfach, mache ich 6 Segmente, vielleicht alle 10 Kilometer ein Segment, um es mir einfach mathematisch zu halten, muss ja so nicht sein, es können ja auch nur 3 Segmente sein oder so. Und alle Segmente, die zählen dann, Anna, wie schnell ich die fahre. Und das macht dann die Gesamtwertung aus. Das heißt, von 60 Kilometer können tatsächlich nur 40 Kilometer aus Segmenten bestehen oder auch nur 25. Und die anderen Bereiche dazwischen fährst du ganz gemütlich bis zum nächsten Segment und da gibst du wieder Vollgas. Ja, und du hast natürlich einen entscheidenden Vorteil, den du sonst nur bei abgesperrten Rennen hast. Keine roten Ampeln, keine gefährlichen Situationen, weil da ja irgendwo ein Streckenposten steht, den hast du hier nicht. Das heißt, hier kannst du wirklich sagen, naja, nehmen wir irgendeine Strecke von A nach B, wo man genau weiß, da kommt jetzt kein Auto von rechts oder links, kann reinkommen. Hier kann ich jetzt mal 4 Kilometer geradeaus zwischen zwei Ortschaften richtig ballern. Das ist ein Segment. Kein Bahnübergang, keine Ampel. In der Ortschaft, wo es gefährlich wird, wo vielleicht noch eine Fußgängerampel ist oder dir jemand vors Fahrrad mit dem Auto rüberfahren kann, das ist dann wieder ausgeschlossen. Und damit hat man dann irgendwie eine Rennsimulation, ohne die Strecke absperren zu müssen. Ja, das finde ich eigentlich ganz cool. Na dann, ja, Chris und Johannes sind die beiden Jungs, die das ins Leben gerufen haben. Und ich rufe jetzt mal an und die warten schon ziemlich lange auf unseren Anruf, glaube ich jetzt. Wir haben schon. Ja, die Gäste kennen auch unseren Podcast, die wissen, der dauert eine Minute länger. Genau, da, wenn jetzt hoffentlich technisch alles hinhaut, haben wir die gleich am Telefon hier. Hallo. Hallo. Ja, hi. Hi Chris, hi Johannes. Ja, hallo ihr beiden. Hallo, grüß euch.
Dan und Ingo hier. Jetzt müssen wir natürlich von der Stimme nochmal, muss einer sagen, wer Chris ist und der andere, wer Johannes ist. Sich vielleicht kurz vorstellen, damit die Hörer unterscheiden können, wer ist. Also perfekt, dann fange ich mal an. Ich bin der Chris. Ich bin so der technische Kopf hinter dem ganzen Projekt und neben mir ist der Johannes. Ja, und ich bin der Johannes Rosenmeier und ich hatte die Idee und das große Glück, dass ich den Chris dazu noch hatte. Ja. Ja, coole Sache. Wir haben jetzt eben hier schon mal so ein bisschen einführend erzählt, wie das Ganze so grob funktioniert. Da gehen wir sicherlich gleich nochmal ein bisschen in die Tiefe rein. Wie ist das Ganze überhaupt entstanden? Wie ist da die Idee zu entstanden, überhaupt sowas auf die Beine zu stellen? Ist das jetzt eine Idee, die auch aus dem Lockdowns und pandemiebedingt entstanden ist? Oder habt ihr das generell da Bock einfach drauf gehabt? Könnt ihr ja vielleicht mal erzählen. Ja, eigentlich hast du schon ganz gut eingeleitet. Also es war halt so, dass alle Rennen abgesagt wurden und Kurzarbeit war. Das heißt, man hat mega krass Form gehabt. Und es war nichts, wo man sie rauslassen konnte vorhanden einfach. Ja. Überdruck. Genau, der Überdruck, der muss irgendwo raus. Und dann habe ich so angefangen, so gezielt zu trainieren auf bestimmte Segmente. Und irgendwann habe ich mir gedacht, verdammt, ich will aber hier länger fahren, wie immer nur ein paar Minuten. Und so ist irgendwie die Idee, die grundsätzliche Idee geboren worden, dass man verschiedene Segmente addiert. Und dann haben wir das besprochen und dann kam eins zum anderen und dann kamen auch ganz viele neue Ideen dazu, die jetzt auch alle in dem Projekt einprogrammiert sind, sag ich mal. Okay. Und so ist es letzten Sommer gestartet. Ja, das ist ja hochinteressant, weil man tatsächlich dieses Segmentefahren, habe ich auch mitbekommen, dass das ja auch so ein bisschen, auch bei Profi-Radsportlern dann auf einmal so ein bisschen Überhand genommen haben. Die hatten halt auch alle nichts zu tun und haben sich dann an den Bergsegmenten hauptsächlich gebettelt und wer hat jetzt den kommen und der nächste hat den kommen. Also auch international hat man es natürlich gesehen. Das, was es aber natürlich schwierig macht, ist, da kommen wir ja als Otto-Normal-Renn oder als Normalsportler sowieso nicht oder auch als Rennfahrer gar nicht so hin. Aber durch eure zeitlich begrenzte Geschichte an dem und dem Wochenende das und das zu fahren und dann in der Reihe hinterher, ist es natürlich ein Ansatz, wo auf einmal die Strava-Segmente, die für mich zum Beispiel immer langweiliger werden, weil immer mehr ehemalige Profis oder Profis vorne reinfahren, wo man selber keine Chance hat, und auf einmal machen die wieder Sinn, habe ich so das Gefühl, über eure Plattform. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen, weil ich noch nie das Gefühl hatte, dass ich seriöse Kombis hier in Frankfurt am Feldberg zum Beispiel irgendwie jemals hätte holen können. Okay. Das heißt, ich lebe schon immer in dieser Welt, dass ich da keine Chance hätte. Ja, stimmt. Ihr habt natürlich am Feldberg sind natürlich auch die Rennen, die Deutschlandtour und sowas fährt da ja auch mal rüber. Das haben wir hier im Nienstedter Pass, ging immer noch so. Ne? Da war ich zumindest mal in meinen besten Zeiten in den Top 30 drin vor ein, zwei Jahren. Was an anderen Segmenten natürlich gar nicht geht. Da kannst du dich froh sein, wenn du Top 500 wärst, weil da jedes Jahr irgendwie die Profis durchfahren. Ne? Ja, genau. Ja, und dann ist es ja auch so, dass man oft, wenn man mit einer Gruppe fährt, dass das sich genau so entfaltet, wie es sich quasi bei so einem Komium-Moment entfaltet. Ja? Also es wird ein Ortsschild ausgesprintet, dann wird noch eins ausgesprintet, am Berg wird angezogen. Und das macht ja auch richtig Bock, aber am Ende weiß man dann doch nicht, wer jetzt zusammen addiert der Beste war. Ne? Mm. Ja, die Idee ist, wie nennt ihr das? Komiument. Komiument, genau. Komiument. Ja, das müsst ihr Chris erklären, weil der hat die Namensidee. Genau, so ein bisschen also als Wortspiel entstanden, weil es gibt ja halt bei Strava eben den Kom oder den Kom für den besten Fahrer auf dem Segment. Ja. Und dann gibt es ja im Radsport noch diese ganzen Radsport-Monumente, also die ganzen großen Radsport-Events, die es dann eben so gab. Monument. Und da sind so als Kombination aus dem ist halt das Komiument entstanden. Ja, wir haben eben schon gendermäßig gesagt, es müsste ja auch das Q, mit Q geschriebene Monument auch noch geben. Genau, also die Domain gehört uns tatsächlich auch schon. Bislang leitet das mit Q einfach noch auf K mit weiter. Okay. Aber das ist auch noch in der Planung, dass das noch ein bisschen ausgebaut wird. Okay. Aber daran gedacht haben wir tatsächlich auch schon, ja. Ah, wusste ich gar nicht. Cool. Siehste.
Aber Frauen können ja jetzt auch schon mitfahren. Der Tipp kam ja sogar von der Dame, die mir überhaupt das per E-Mail geschickt hat. Sonst wäre ich zumindest so auf euch vielleicht noch gar nicht aufmerksam geworden. Ja, das denke ich auch. Ja, da sind wir sehr dankbar für den Tipp. ja, also bei unserem ersten Event war es sogar so, dass warum auch immer, erfreulicherweise 26 oder 25% Frauenanteil war. Super. Ich habe extra mal nachgeguckt, das ist wirklich höher wie bei jedem anderen Jedermann-Rennen, dass es so gibt, so von der Frauenquote her, da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Cool. Das werden wir jetzt auch weiter versuchen, irgendwie voranzutreiben. Wir wissen nicht, woran es liegt, aber wir finden es sau schön. Ja, das ist natürlich könnte es daran liegen, weil ihr ja nun auch die Vereine so ein bisschen mit anspricht, die, wo ja viele Frauen fahren ja Rennen und sonst wie. Die sind halt nur vielleicht nicht, ja, weiß ich nicht. Also das, ich glaube, dass das sowieso wächst, was ich so mitbekomme. Und bei uns ist es auch so, in unserer Hörerschaft und auch bei unseren Enjoy Your Bike Meetups wünschen wir uns natürlich auch noch die ein oder andere Frau mehr. Ne? Also absolut, wir tun alles. Das wir geben uns Mühe. Ja, ja, aber es wird langsam, habe ich auch so das Gefühl. Manchmal ist es auch so, dass die vielleicht auch einfach nicht so in diesen Plattformen unterwegs sind, aber trotzdem sieht man sie auf der Straße rumfahren immer mehr, habe ich das Gefühl. Ja, ja, absolut. Ja. Mal eine Frage, dieses Event Commument Berlin, was jetzt ja noch in der Zukunft liegt, da steht jetzt 17.04., 18.04. drin. Wer veranstaltet denn jetzt das? Und das ist ja meine Quizfrage. Ich sehe jetzt hier ein Event, was ich mir angeguckt habe, ist das hier von Eintracht Frankfurt. Das fand ich ganz gut. Da ist ja klar, das hat ein Verein gemacht, nämlich die Eintracht, als ins Leben gerufen. Aber bei Berlin könnte ich jetzt nicht erkennen, wer hat sich dieses Event ausgedacht. Genau, also Berlin ist so eine Wohltat von uns an die Fahrradfahrenden Leute in Berlin. Ah ja. Also wir hatten da noch niemand, außer jemand, der gesagt hat, ich mache eine Strecke, ich habe voll Bock, eine Strecke zu machen. Ja. Ja, also einfach ein Kumpel von uns. Ah ja, okay. Und deshalb haben wir einfach gesagt, ja gut, wenn wir eine Strecke haben, dann machen wir doch das Commitment in Berlin. Okay. Wir kennen da sehr wenige Leute, also es ist jetzt auch hier ein bisschen die Aufforderung, sich da anzumelden und mal mitzumachen. Mhm. Also einfach auch ein bisschen ein Experiment, wie weit weg wir so ein Commument veranstalten können quasi. Okay. Weil ihr selber seid auch im Raum Frankfurt unterwegs, deswegen war das auch so das Erste, was ihr gemacht habt. Mit Eintracht Frankfurt war das jetzt so, aber jetzt hat man ja mit Berlin, da habt ihr jetzt einfach gesagt, ihr habt jemanden, der eine Strecke in Berlin gemacht hat. Genau, und das ist auch wirklich wichtig zu verstehen, dass eigentlich jeder so ein Ding veranstalten kann, ohne großen Aufwand, ja? Wenn er einfach ein bisschen eine Strecke bauen kann, wo coole Segmente drin sind, dann kann er sowas veranstalten. Und das wollen wir auch. Also das ist der Plan. Das ist nicht der Plan, dass wir das veranstalten, weil wir kennen ja gar nicht die schönsten Strecken in Deutschland. Ja, ja. Also, das wissen am besten die Leute vor Ort. Wenn ich jetzt eine Quizfrage mal stellen darf, ich würde dir sowas, ich habe schon vorher zu Ingo gesagt, bin ich Feuer und Flamme, würde ich gerne so eine Strecke hier in der Nähe von Hannover rumplanen. Oder so Richtung Weserbergland raus, wo es ein bisschen Berge dann auch ein bisschen kommen für uns. Muss ich denn die normalen Comms nehmen, die jetzt bei Strava schon angelegt sind, oder kann ich auch neue Comms kreieren? Also Segmente, nicht Comms, Segmente kreieren. Naja. Da bist du tatsächlich völlig frei. Also es gibt natürlich zum einen, irgendwie hilft natürlich mal ganz gut einzuschätzen, wie lange so ein Segment ist, also von der Gesamtzeit dann, wenn man sich nennt, die schon bestehen. Aber ansonsten haben wir jetzt auch für unsere Events teilweise wirklich mal ganz viele neue Segmente erstellt. Wenn man mal guckt, bei zum Beispiel bei Eintracht Frankfurt oder so, bei dem Commitment, da sind da ganz viele Segmente, die heißen einfach Eintracht 1234 oder Sprintsegmente 1234. Das sind tatsächlich ja die originalen Namen von den Strava-Segmenten und die wurden dann speziell dafür angelegt. Also man kann wirklich sich ganz neue Segmente ausdenken oder halt so bestehende nehmen. Zum Beispiel bei uns in Frankfurt, der Klassiker eben so der Feldberg, dann weiß dann wie immer jeder genau, das ist der Feldberg, ist dabei, den kenne ich. Aber genauso hat er vielleicht mal einen Reiz, ein völlig neues Segment zu erstellen. Ja, also mir fällt ja auf, dass viele Segmente auch manchmal gar nicht lang sind. Ne? Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich ja schon Bock hätte, wenn das jetzt das die freie Pläne ist, wo man sagt, vielleicht hat man ja auch mal ein Segment, was durchaus mal 3-4 Kilometer lang sein kann, weißt du? Einfach, wo man sagt, das ist hier mal eine Ballerstrecke, da kann man auch mal mehr als 500 Meter als Segment machen. Genau, auf jeden Fall. Das macht ja auch gerade für diese, gibt ja eben die verschiedenen Segmente, also du hast ja eben die kurzen angesprochen, so 400-500 Meter, das sind ja bei uns Sprint. Eher so die Sprintsegmente, genau, die natürlich auch ihren Reiz haben.
Aber genauso ist natürlich für so ein Gesamtwertungssegment, macht das nicht viel mehr Sinn, dass es mal so 3, 4, 5 Kilometer ist, auch vielleicht mal so ein bisschen wellig. Oder halt auch vielleicht mal was, was wirklich, wenn man dann irgendwann mal so ein bisschen überlegt, wie kann man auch in einem Radrennen taktisch fahren, dass es dann vielleicht ja fast sogar schon lohnt, dass man dann, wenn man je nachdem, wie die Beschränkungen es erlauben, zu zweit fahren kann, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen supportet, wenn man selbst im Team zusammenfährt. Ne? Da gibt es ja unfassbar viele Gedankenspiele, die man damit reinfließen lassen kann. Ja, das ist auch auf jeden Fall was, was man so als Streckenchef, sage ich mal, oder als Rennleiter. Rennleiter klingt ja cool. Ja, Streckenchef ist es, glaube ich, mehr. Da muss man ein bisschen Gefühl dafür haben, wie die Leute das durchfahren. Ja, also lange Segmente sind gut, da muss man nur praktisch aufpassen, dass man keine Linksabbieger drin hat oder genau, Abfällen, ne? Genau. Klar. Das hatten wir im Vorgespräch auch schon gesagt, das ist ja cool. Wir wüssten ja genau Strecken, wo kein Auto auf deine Strecke fährt, dass du auf einer Vorfahrtstraße bist, wo keine Ampeln sind, wo keine Fußgängerüberwege sind und keine Bahnschranken sind und solche Sachen. Die gibt's ja. Genau. Man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht versucht, eine möglichst, wie soll ich sagen, süße Strecke zu kreieren, nur über Radwege und kleine Gässchen, wo dann am Tag X 1000 unzufriedene Fußgänger totgefahren werden. Also eine Landstraße ist für eine Ausfahrt vielleicht nicht so schön, aber für eine Komiomen-Strecke vielleicht die sicherere Variante. Ja. Aber was ich noch sagen wollte, man muss sich überlegen, wie das dann ausgeht. In flachen Segmenten, das fördert mehr den Team-Spirit, ja, weil wegen dem Windschatten. Bergige Segmente fördern eher, dass jemand auch alleine ein gutes Ergebnis einfahren kann. Und Sprintsegmente, da braucht man eigentlich auch ein Team für, um ehrlich zu sein, weil die sind genauso gewählt von der Länge, dass man quasi jemand braucht, der einen schnell reinfährt und die zweite Person zieht dann die letzten 200 Meter durch. Mhm. Ja. Also jedes Segment kreiert das Rennen und wie die Leute mit dem Rennen umgehen oder mit dem Event oder Commument. Rennen sollte man nicht sagen, Event darf man heute auch nicht sagen, also ist ein bisschen schwierig. Verändert das so ein bisschen, ja. Aber Ingo und ich hatten eine Idee und deswegen auch die Frage nochmal konkret, weil ich es ja als Idee so habe und ob ihr damit auch einverstanden seid. Cool fänden wir das natürlich, wenn wir ein bisschen die Untergründe tatsächlich mischen. Das heißt, man müsste auch genau überlegen, welche Reifenwahl oder welche Felgenwahl ich wähle, weil wir so ein kleines bisschen so einen Gravel-Tick haben, würden wir so eine Strecke sicherlich machen, wo man sagt, naja, eigentlich 90% Asphalt, aber den Feldweg bauen wir auch ein. Und wer jetzt mit 25er Rennradreifen meint, er kann den Feldweg schnell rüberbügeln, so be it. Vielleicht ist es cleverer, du fährst mit 33 mm Reifen oder so, dass man sagt, kann man die Strecke auch vom Untergrund mischen, weil auch ein Feldweg kann 5 Kilometer lang sein und kein Mensch ist da. Genau, wenn kein Mensch da ist, ist das eine super geile Idee. Hier im Raum Frankfurt, muss ich jetzt sagen, ist es schwierig, einen Feldweg zu finden, der Sonntag bei gutem Wetter leer ist. Mhm. Aber in anderen Regionen spricht da natürlich nichts dagegen. Ja? Also bei uns wirklich kein Problem, genau. Mhm. Ja, das erste Komiument hatten wir ja sogar mit Cross gemacht. Ja, das war ja noch nicht mal auf der Straße. Das wurde von einem Fahrradladen hier aus Frankfurt ausgerichtet, Flambouche Bikes, und der hat das mit Cross gemacht. Und wir haben das gemacht. Wieso haben wir das gemacht? Weil wir möglichst früh das mal ausprobieren wollten und weil wir im Winter halt einfach viel Cross fahren und es einfach mega geil ist. Haben dann aber wurden ein bisschen erschlagen von der Teilnehmerzahl, oder Chris? Ja. Ja, wie viel haben wir mitgemacht? Doch viel, auf jeden Fall, ja. Genau, also ich kann mich erinnern, wir haben das Event online gestellt und du hast mir geschrieben, Chris, wäre ja schon cool, wenn 10, 15 Leute teilnehmen. Und dann habe ich dir geantwortet, es sind schon 23 angemeldet oder irgend sowas. Da waren es am Ende fast 100 oder über 100. Und die sind dann hier durch den Frankfurter Stadtwald gebrettert, teilweise auch an Samstag und Sonntag, um ihre Zeiten nochmal zu pushen am zweiten Tag. Und das ist, glaube ich, dann nicht mehr so ganz so gut mit den Fußgängern. Ja, das verstehe ich. Gut, da also muss die Planung der Strecke ist schon ein bisschen tricky, da muss jemand schon wissen, was er tut, ganz klar. Genau. Aber ich bin ja selbst auf den Waldwegen in Salzburg ein bisschen groß geworden, ich habe da nie viele Leute getroffen, von daher kriegt man da schon Kriege wahrscheinlich. Ach so, du kommst hier aus der Gegend? Genau, ich bin in der Nähe von Hannover aufgewachsen, ja, in einem Nebenort von Lauenau. Okay. Tone wird wahrscheinlich den Weg nicht mehr sagen, aber zumindest mal so im Dunstkreis von Hannover bin ich groß geworden und dann irgendwie ein paar Jahre mit dem Mountainbike durch Deutschland geflogen. Ja, aber dann weißt du ja, dass bei uns auch echt viele, viele Nebenwege, auch selbst durch den Sündel kannst du Wege fahren, wo keiner da ist.
Also. Genau, ja. Naja, und wenn du Berg hochfährst, ballerst du ja auch nicht an den Leuten vorbei, dann hast du ja auch genug Zeit, dich bemerkbar zu machen. Also im Deister wäre es ja eher so, dass du da Berghochsegmente, da würde ich jetzt nicht unbedingt die Abfahrt, genau. Die Abfahrt vom Anna-Turm wäre super. Ja, ja. Da runterbrettern, wenn da die Brandwanderer, das machst du natürlich nicht, aber wenn du Berg hochfährst, hast du ja nie Probleme. Ja, dann kann ich jetzt schon mal blind sagen, ich bin total angefixt. Ich will eine Strecke bauen. Ich bin auf jeden Fall dabei. Hat nicht lange gedauert, mich anzustiften hier. Für sowas bin ich immer zu haben. Strecken bauen ist ja, bin ich sofort Feuer und Flamme. Aber ja, letztens bei meinen Eltern war ich auch schon so, wie, wenn ich dann, ich war dann, war unterwegs mal laufen, habe dann auch schon überlegt, okay, gedanklich geguckt, okay, wo könnte ich dann jetzt irgendwie so Segmente einbauen, weil man irgendwie im Traum so eine Strecke bauen wollte, so mit irgendwie den Berg nach Wesen hoch oder sowas. Da habe ich schon so ein paar Sachen im Kopf gehabt, okay, hier guck mal, wie cool eine Strecke lang bauen. Ja, ja. Nee, also mich habt ihr jetzt schon mit der Idee, finde ich grandios. Denn bei mir geht es ja noch schlimmer als bei Ingo. Ingo ist ja noch voll im Saft und einer, der sicherlich ein bisschen was bei den Segmenten bei Strava noch erreichen könnte. Ich habe da gar keine Schnitte. Wenn es nicht bergunter geht, kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Und das frustriert einen ja auch und macht ja auch gar keinen Spaß. Aber für so ein Wochenende kann man ja mal ein bisschen aus seiner Komfortzone rauskommen. Also das, da bin ich dann auch schon so. Aber es gibt ja auch noch diese Sprintwertung, völlig gesondert, ne? Und die darf man nicht außer Acht lassen. Also wenn man sich jetzt nur auf die Sprintwertung fokussiert und vielleicht zwei gute Kumpels hat, die einen da adäquat lancieren, heißt es, glaube ich, im Fachjargon, dann kann man die vielleicht gewinnen, ja? Weil, ich mal kurz ausgeführt, die Sprintwertung, das sind ganz kurze Strava-Segmente, die sind so 400-500 Meter lang. Ja. So ungefähr Belastungszeit 50 Sekunden, wie das halt so in so einem Massensprint ist, ja. Also da wird ja auch angefahren und dann der Sprint dauert dann 10 Sekunden am Ende. Naja, auf jeden Fall, da werden Punkte vergeben, ja. Also der Schnellste kriegt 15 Punkte und der Zweitschnellste 14, 13, 12 und so weiter. Ist ja ähnlich wie bei der Tour de France, Mensch. Nein, das ist genau wie bei der Tour de France. Das ist ja so, weil das ist ja die Tour de France Sprintwertung quasi. Ja, ich freue mich. Es macht bestimmt Spaß. Genau daher kopiert, genau die Punkte, na gut, die Punktevergabe haben wir ein bisschen anders gemacht aus pragmatischen Gründen. Aber dann kannst du quasi, wenn du die Punktwertung gewinnst, hast du diese Wertung gewonnen. Also es gibt nicht nur die Gesamtzeit, es gibt auch eine Sprintwertung. Ja, ja. Und das ist natürlich was sehr interessant ist, weil, ein weiteres Feature ist, für jeden Punkt, den du da kriegst in der Sprintwertung, gibt es, wie bei der Tour de France, natürlich auch eine Bonussekunde, die von der Gesamtzeit abgezogen wird. Das heißt, die Leute, die in der Gesamtwertung gut sein wollen, die müssen auch irgendwie die Sprintwertung so ein halb mit einem Auge im Blick haben, ja. Die müssen die nicht gewinnen, aber die können sich da schon nochmal so 20, 30 Bonussekunden ergaunern. Ja. Ah. Aber du, wenn du dich nur darauf konzentrierst, kannst natürlich diese Wertung einfach gewinnen. Also einfach natürlich nicht, aber kannst nein, diese Wertung und gewinnen. Bei mir geht es auch wirklich jetzt, mich jetzt mal wirklich nach hinten gestellt. Aber das kann ich mir vorstellen, das können den ein oder anderen, hier Marcel Laurenz, ne? Hier Mr. 2000 Watt auf der Bahn. Also ich hab einen Kumpel, der auf der Bahn sehr stark ist, der da schon weiß, wie man 2000 Watt tritt. Der wird natürlich sagen, ich setze alles nur auf Sprint, ist doch klar. Also genau, und das geht. Für diese Leute gibt es ja sonst nichts eigentlich. Ja, also ja, wo du das jetzt sagst. Ja, ja, das ist sehr gut. Ja. Ich bin auch recht groß und ich bringe recht viel Watt drauf, aber ich glaube, ich bin noch zu schwer für den Feldberg, ja. Mhm. Aber mit der Sprintwertung, das geht halbwegs, ja. Ja, und was für mich persönlich, und dann bin ich da schon raus, einfach mal was anderes. Also die noch cooler als ein Event und eine Platzierung ist ja, es gibt einfach mal was anderes in meinem Leben. Einfach mal eine Abwechslung. Ne? Einfach mal was anderes. Was, wie gesagt, ihr habt ja schon selber auch gesehen, durch diese blöde Pandemiezeit, da muss man ja ideenreich sein. Und das ist eine Idee, wo man sagt, ja, es ist mal eine Abwechslung. Und finde ich gut. Auf jeden Fall, ja. Und sowas wie Bergwertung habt ihr ja auch in Planung, ne? Dass man dann irgendwann auch Bergpunkte sammeln kann, ne? Für die nochmal zusätzliche Wertung irgendwann. Jetzt Berge kann man natürlich jetzt einbauen in dieser Zeit Gesamtwertungsgeschichte, aber zusätzlich. Bei euch, oder? Ja, dieses gepunktete Trikot ist ja dann vielleicht auch irgendwann interessant für Leute, die auf gerader Strecke zwei Minuten verlieren, aber am Berg vielleicht leicht hochfliegen können nochmal, ne? Genau. Ist das in Planung? Ja, genau, das ist der Plan, das ist auch also quasi gerade schon so in der Testphase, weil wir haben irgendwie bald ein Event, wo sich das eventuell anbieten würde, sowas mal mit reinzunehmen. Also da sind wir dann auch kurz davor,
Da ist man ein bisschen so, die gucken, ein bisschen tricky, wie man das dann in Kombination mit den Gesamtwertungssegmenten einspielt, dass es dann irgendwie für alle Sinn macht, dass halt so ein Bergwertungssegment nicht völlig frei für sich steht, sondern dass es irgendwie in Kombination mit der Gesamtwertung ist, aber trotzdem noch wie als einzelne Wertung dasteht. Da probieren wir gerade noch ein bisschen was aus, aber das ist auf jeden Fall in Planung und soll dann kommen. Super. Genau. Okay. Aber vom Prinzip soll es so sein, für alle großen Radsportfans, die das jetzt wollen, so ähnlich wie letztes Jahr die Bergwertung bei der vorletzten Etappe von der Tour de France war. Also nicht so ähnlich, genauso. Es war ja das Abschlusszeitfahren mit dem Anstieg auf die Blanche de Belfi am Ende. Mhm. Und nur für den Teil des Anstiegs im Zeitfahren wurde die Zeit gemessen. Ja. Und dafür wurden Bergpunkte vergeben. Okay. Und wir machen die Bergwertung nicht mit Punkten, sondern auch mit Zeit. Aber wir würden dann aus einem Gesamtwertungssegment eine Teilzeit der Bergwertung auf dazu rechnen. Ja, okay. Wir haben uns gerade eben tief in die Augen geguckt, weil wir uns immer wieder missverstehen. Wir wissen genau, wie es passiert, aber wir formulieren es immer wieder so, dass wir uns gegenseitig verwirren. Okay. Du, aber das ist vollkommen okay, wenn man sagt, wir haben jetzt ja erst mit dem Projekt so begonnen und auch selbst wenn man sagen würde, wir haben noch nicht die Endversion ausgearbeitet, so ist das, wenn halt noch nicht eine Endversion ausgearbeitet ist, dann arbeitet man dran und das Projekt wächst und finde ich ja genau. Völlig, ist ja ganz normaler Prozess. Genau, und ich glaube, wenn die erstmal auf der Straße ist, dann wird es total logisch. Ja, also immer wenn, also jedes Mal, wenn es bergauf geht, dann zählt quasi die Bergzeit. Und natürlich geht die Bergzeit auch in die Gesamtzeit ein, ja, wie bei der Tour de France auch, ja. Dann kann man ja eine gewisse Etappe und die Bergpunkte natürlich in einem Wisch. Und so wird es dann bei uns auch sein. Gibt es denn ein Teilnehmerlimit? Noch nicht. Technisch bislang noch nicht. Also je mehr Leute mitmachen, desto schöner ist es. Ja. Also was ich jetzt noch gesehen habe, das war ja auch die Initialzündung für mich. Euch da jetzt mal anzufragen. Ich habe euch ja eine E-Mail geschrieben als ersten Schritt. Wie ist denn das jetzt genau? Plane ich denn so ein Event? Ist ja tatsächlich die Geschichte, dass ich als Radsportverein eine Chance habe, meine Mitglieder so ein bisschen bei Laune zu halten. Die ja, und ich weiß das von vielen Vereinen, die natürlich Mitglieder schon haben. Ich weiß nicht, ob es im Radsport auch so ist, aber so Fußball und so, die haben ja Riesenprobleme. Diese ganzen Mannschaftssportarten, Handball und sonst wie, wo einfach nichts mehr stattfindet, da kündigen die Leute. Triathlon weiß ich auch, dass die Leute kündigen zum Teil. Schwimmvereine, denen laufen die Leute weg, Hallenbäder dicht. Ja, und das ist jetzt natürlich für so einen Radsportverein eine super Sache. Es ist ja auch so, im Radsportverein hast du ja auch von bis, du hast die A-Lizenzfahrer, du hast vielleicht Jugendfahrer und sonst wie. Das Schöne ist ja, ihr habt da zwar eine Rangliste, wo vielleicht ja immer nur die, sowieso, wenn ich jetzt vom HRC hier in Hannover, weiß ich genau zwei Fahrer, die da vorne ganz vorne reinfahren können und der Rest halt nicht. Aber rein so vom Competition-Gedanken oder auch von auch aus Vereinssicht, weiß ich aber, welcher Vereinskollege ähnlich schnell ist wie ich. Und das ist, glaube ich, dann dieser Anreiz zu sagen, na, so wie im Wettkampf auch, wo man guckt, oh, bin ich diesmal schneller als der oder langsamer als der? Und ich glaube, da könnten die Vereine, und das ist wahrscheinlich ein großer Anreiz für so einen Verein, zu sagen, ja, ich buche mal so ein Ding, damit ich einfach dieses Wettbewerbsfeeling unter den Leuten habe und nicht jeder muss der gewinnen. Auch wenn du nicht gewinnst, findest du dich ja irgendwo in deiner Leistungsklasse wieder bei deinen alten Pappenheimern wieder. Genau, das war auch tatsächlich fast genauso, hat der Präsident von der Eintracht-Triathlon-Abteilung formuliert. Er hat wirklich gesagt, er hat jetzt überspitzt ausgesagt, es ist jetzt notwendig, das ist fast schon unsere Pflicht als Verein, den Leuten jetzt mal wieder was zu geben, an was sie Spaß haben, wo sie sich zwei Wochen drauf freuen, was sie machen können, was stattfindet, was geil ist. Ja, einfach. Das muss man machen und es hat allen Beteiligten super viel Spaß gemacht. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein bisschen schade, dass wir nicht so viel Reichweite hatten, dass noch mehr Leute teilnehmen konnten. Aber wir sind ja noch uns ein bisschen am Entwickeln. Aber es ist wirklich so, dass beide Events, man trifft ja dann doch Leute auf der Straße, wenn man da unterwegs ist. Und es macht schon wirklich den Leuten sehr viel Spaß, was uns natürlich enorm glücklich und zufrieden macht. Und ich als Teilnehmer aus dem hinteren Drittel der Ergebnisse kann auch sagen, dass es dann auch, wenn man die nicht ganz vorne mitfährt, trotzdem aber mega Bock macht an dem Tag dann, wenn man dann fertig ist mit dem Kumpel zusammengefahren, der hat auch ein bisschen mit unterstützt.
bei der Entwicklung und Programmierung. Und man hat dann, wenn man, auch wenn man es gar nicht will, man bekommt einfach, wenn man da fährt und weiß, okay, jetzt am Ende stehe ich in so einer Liste drin, man hat einfach so ein gewisses Wettbewerbsziel, ob man will oder nicht. Und wenn man sich ja nur zu zweit battelt bei den Sprints oder bei den Gesamtwertungssegmenten, das macht einfach Spaß, ob man will oder nicht, das kommt dann ganz von alleine. Und wenn man dann auf der Strecke noch irgendwie sieht, das sind ja mal so, halt dann, wie du schon gesagt hast, so begrenzte Tage an so einem Wochenende, und dann steht man da plötzlich zu fünft an der Ampel und weiß genau, der hinter ihm, der fährt jetzt dieselbe Strecke, macht genau das gleiche Weg. Und dann hat mir dann ein Gesamtwertungssegment, das war so 3-4 Kilometer, und dann war kurz danach war so eine Rechtskurve, und da haben sich über 15 Meter aufgereiht und ein paar Radfahrer verteilt und gerade eine Pause gemacht. Da war weil auch sie genau so klar, aus gefahren haben. Okay. Das macht halt schon Spaß, dann auch wenn man irgendwie nicht ganz vorne in der Liste steht. Ja. Oh ja, es klingt schon wirklich spannend. Naja, und es ist am Ende ja so, man muss ja nicht immer alles gewinnen. Das ist ja immer so die Geschichte, warum mache ich denn einen Volkslauf mit? Ich lande dann trotzdem irgendwo im ersten Drittel, wenn überhaupt. Und kurz, also lauf denn doch irgendwie an meiner persönlichen Grenze, wo einfach schneller nicht geht. Und ich glaube, das ist ja immer das, wenn man weiß, die Uhr tickt, dann gibt man halt alles. Das ist und ja, ne, das ist, glaube ich, das, was ihr da ansprecht. Und selbst wenn alles geben nicht bedeutet, vorne reinzufahren, selbst wenn dein Ziel ist, überhaupt das zu schaffen, diese Segmente ja, zu schaffen. Ich meine, als Radsportler ist man ja also jeder Radsportler bis auf ganz, ganz wenige ist ja gewohnt, nie zu gewinnen. Ja, also es gibt ja sogar Radprofis, die 20 Jahre lang eine tolle Karriere haben und nie ein Rennen gewinnen. Ja, also okay. Und das ist ja ganz normal als Radsportler nur zu verlieren eigentlich sein ganzes Leben und trotzdem Profi zu sein. Ja, wer war das, der neulich ein Rennen gewonnen hatte und irgendwie mit 36 seinen ersten Profisieg? Ich weiß gar nicht. Ich habe es auch nicht in Erinnerung. Ja, aber das ist ja völlig normal, als Radsportler in der Regel zu verlieren und trotzdem Spaß dran zu haben, oder? Ja, ja. Jetzt ist die Frage. Am Ende gibt es noch die Team-Battle, dass man natürlich auch gemeinsam was erreichen kann. Das ist ja nochmal die nächste Dimension. Genau. In der Teamwertung hast du mir zählen dann immer die ersten beiden Schnellsten aus dem Team, ne? Genau, aktuell sind es halt immer die beiden schnellsten pro Team, halt jeweils dann Mann oder Frau, je nachdem, in welcher Wertung man sich gerade befindet. Mhm. Genau, das sind dann einfach mal in einem halben Jahr so vielleicht auch wieder dann, wenn man wieder zu 5-6-Sport machen darf, kann man nochmal überlegen, wie sich das entwickelt, ob man das vielleicht hochschafft, mal auf 3, 4 oder 5 Leute, je nachdem, wie so die Teilnehmerzahlen immer sind. Aber aktuell sind es dann 2 pro Team, genau. Genau, ganz einfach wegen den gültigen Corona-Regeln. Ja, das ja, ja. Okay. Und dass man das noch nicht irgendwie promotet oder irgendwie in die Richtung pusht, dass da Leute denken, wenn wir uns nicht an die Corona-Regeln halten, könnten wir besser in der Ergebnisliste sein. Das wollen wir halt auf keinen Fall die Leute irgendwie in so eine Situation kriegen. Ne? Nee, das wäre auch wirklich das falsche Signal. Ganz kurz, ich sehe immer 2 Tage, ne? Hier das Event von Eintracht Frankfurt war 27., 28., 3., also 2 Tage. Das in Berlin habt ihr 17.4. bis 18.4. geplant. Also ist das immer der Wunsch, dass es 2 Tage sind? Oder könnten es auch eine Woche sein? Das ist auch noch, es sollte eigentlich 1 Tag sein. Das ist auch so eine Corona-Entzerrungstaktik. Ach so, es sollte 1 Tag sein, denn das war. Der Traum ist so ein bisschen, dass es ein Eintages-Event ist. Stellen wir uns mal vor, wir würden in einer Welt ohne Corona leben. Das ist ein Eintages-Event und am Ende und die Ziel, und es geht auch nicht mehr von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends, sondern von sagen wir mal, von 6 bis 2 und um 2 Uhr ist das Ende der Strecke an irgendeinem Biergarten oder Fahrradladen oder sonst was und alle Leute stehen da und vielleicht kann man sogar eine kleine Siegerehrung machen, wenn es von einem Radladen ist und jeder kriegt noch eine Wurst oder ein alkoholfreies Bier in die Hand und dann fahren alle nach Hause. Das fänden wir, glaube ich, so schön, dass man, weil es ist jetzt schon total schön, die Leute auf der Straße zu sehen, mit Abstand, ein bisschen vereinzelt. Mhm. Aber wenn es tatsächlich so eine Art so ein Event wird, das fänden wir sehr schön. Aber das ist auch wieder so ein bisschen Veranstalterfreiheit, ja. Und ich glaube, das wird vielleicht dieses Jahr noch nie so sein, dass es an einem Tag ist. Aber ich stelle mir das schön vor. Also wir haben hier einen Radladen, der hat so eine Community und der macht halt so Ausfahrten mittwochsabends und früher vor Corona, das ist gleich nostalgisch, hat man dann danach immer noch gesessen, 2 Stunden und hat noch eine Pizza geholt gegenüber und hat so in den lauen Sommernächten dann den Abend nach dem Radfahren Revue passieren lassen. Und wenn das nach so einem Event ist, das fände ich schon sehr schön, wenn
wie gesagt, man kann ja sogar eine kleine Siegerehrung machen, wenn man Lust hat. Ja, ja, ist die Auswertung dann sofort da? Genau, das ist die Daten, die wir da holen, kommen ja bisher alle von Strava. Also Strava hat dann eine Schnittstelle, die sie bereitstellt, über die man die Daten holen kann. Bisher sind wir wirklich in einem paar Minuten Intervall immer so die neuen Daten von Strava holen und die dann anzeigen, also so, ja, sagen wir mal, Pseudo-Live im Abstand von ein paar Minuten. Weil die Frage, wie lange man das machen kann, hängt auch immer davon ab, wie Leute mitmachen können, weil es ja auch dann gewisse Limits gibt, wie oft man diese API anzapfen darf. Da sind wir gerade ein bisschen am Austarieren, was es da so für Optionen für uns gibt. Also ich würde mal sagen, es ist Pseudo-Live. Also schon in fast Echtzeit, aber halt nicht ganz. Aber die Idee ist schon so, dass die Teilnehmer selbst außer halt die Strava-Autorisierung geben oder halt vielleicht irgendwann später mal Garmin, Varun, wie sie alle heißen, dass sie uns da die Berechtigung geben, dass sie ihre Daten dann ihrem Namen dann quasi auslesen dürfen, sollen die aktiv nichts machen müssen. Und im Grunde ist die Idee so, dass ich, wenn ich Fahrrad gefahren bin, habe den Radcomputer abgemacht und war zu Hause duschen oder habe dann meine Wurst gegessen, guck dann ein paar Minuten mal aufs Handy, dann ist die Idee, dass man schon dann da die Ergebnisse direkt sieht, ohne dass ich jetzt irgendwie aktiv was machen musste. Okay, cool. Ja, aber was mache ich denn jetzt, Ingo? Ein Zweitagesding oder ein Tagesding? Naja, jetzt momentan Zweitagesding. Okay. Ja. Was ich noch für eine Frage habe, das Ganze wäre ja auch super übertragbar für den Laufsport auch. Habt ihr daran gedacht? Habt ihr die Optionen damit drin? Weil, wenn ich jetzt einen Triathlonverein zum Beispiel ansprechen würde, hier in Hannover, mein Verein, Hannover 96 oder ähnliches, dann könnte man da auch sagen, macht ihr doch Laufen und Radfahren und das am gleichen Wochenende noch. Dann kann man Ach so, dass du beide Sachen verbindest sogar. Ja, nicht verbinden, aber dass man beide zwei Events anbietet. Eins zum Laufen, eins zum Radfahren. Und segmentmäßig und Strava-mäßig macht es ja keinen großen Unterschied, glaube ich, oder? Genau, das ist absolut richtig. Also die Technik, um die Daten auszulesen, ist genau die gleiche. Wir haben auch schon ein paar Mal intern so ein bisschen diskutiert, ob wir das gut finden oder nicht, ob wir das wollen oder nicht machen, ob es dann Sinn macht oder nicht. Da sind wir uns ja selbst noch nicht hundertprozentig einig, aber es gibt schon ein paar Ideen. Also grundsätzlich ist es technisch machbar, wir haben auch schon daran gedacht. Und also unter uns wird es wahrscheinlich über kurz oder lang schon irgendwie kommen, dass man auch mal so ein Laufevent darauf anbietet. Aber wir haben jetzt quasi noch kein konkretes Laufevent im Petto, wo wir sagen können, wie jetzt im Juni gibt es irgendwie ein Laufevent oder sowas. Aber zumindest mal, wie du sagst, technisch ist es im Grunde genau das Gleiche. Okay, wenn wir jetzt irgendwie, wenn ich das jetzt, ich habe ja im Vorgespräch oder als ich mit Chris gesprochen habe, schon mal grob gesprochen, wie ihr euch finanzieren wollt. Und so wie ich das sehe, gibt es ja einmal diesen Punkt, dass so ein Event Geld kosten kann für denjenigen, der teilnimmt. Da steht hier immer Euro 0, aber bei eurem öffentlichen Teststand auch mal Euro 10. Oder es zahlt letztendlich der Veranstalter, in dem Fall Eintracht Frankfurt zum Beispiel, irgendwie ein bisschen Geld dafür, dass das hier anbieten kann. Ne? Wie ist da die Lösung? Eher auf Veranstalterseite oder auch beides oder vielleicht auch Kombinationen? Ja, damit hatte ich auch sehr, sehr oft hin und her überlegt, wie wir es dann am besten machen wollen. Also wie schon gesagt, beim Test-Event war dann so die Idee, okay, wir machen das über die Teilnehmer, das war so der erste Wurf, aber dann haben wir auch mal mit ein paar Veranstaltern gesprochen, die haben gesagt, immer, eigentlich wäre es für die auch überhaupt kein Schmerz als Veranstalter, da irgendwie ein bisschen Geld zu bezahlen, weil das im Prinzip ja dann mehr oder weniger so Werbungskosten sind und die dann für sie kaum ins Gewicht fällt, man darf aber den Leuten irgendwas Cooles bieten kann, von daher ist es aktuell eben so, dass wir gucken, dass wir das über die Veranstalter finanzieren und für die Teilnehmer kostenlos. Aber wie auch schon mal so im Vorgespräch gesagt, wir sind da auch noch aktuell so ein bisschen absolut in der Findungsphase. Ne? Wir wissen noch gar nicht hundertprozentig genau, wo da die Reise hingehen soll und wie es dann im Ende aussieht. Wir haben zwar grobe Ideen und wie gesagt, erstmal so die Idee, dass man das dann über Pakete so für die Veranstalter finanziert. Das kann aber auch in einem halben Jahr, wenn man Session funktioniert, überhaupt nicht oder anders geht es viel besser, kann sich das natürlich noch drehen. Ja, jetzt ist natürlich für die Anfangszeit die Frage, jetzt habt ihr jetzt einen Kommunen hier in Berlin angeboten über einen Freund, der da jetzt wahrscheinlich erstmal nichts dafür bezahlen muss, dass er da mitgeholfen hat. Den haben wir noch vielleicht einen Kasten Bier schulden mit dem vielleicht. Genau. Da ist ja jetzt tatsächlich die Frage, weiß nicht, ob das zu intern ist, aber ich sehe ja so eine Idee, wenn ich als Enjoy Your Bike veranstalte, ist ganz klar, wenn ich dann da ein paar Euro dafür bezahle, dass ich da auf eurer Webseite auftauche und das Event anbieten kann, ihr für mich die Arbeit dieser ganzen API mit Strava und so, also da kaufe ich ja Dinge ein, die ich selber nicht kann. Ich kann ein schönes Rennen anbieten, in unserem Fall promote ich das natürlich über unsere Kanäle, hab da wahrscheinlich auch, krieg vielleicht auch 100 Leute zusammen, die da mitfahren
und bin dann gleichzeitig bei euch auf der Webseite sichtbar, wo sich vielleicht auch noch Leute anklicken. Kann ich verstehen, dass das eine coole Sache ist. Man fährt ein Enjoy-Your-Bike-Rennen in dem Sinne, was vielleicht auch bei Strava immer mal wieder auftaucht. Man kann es im Strava-Club announcen und so weiter. Ich glaube, das ist eine coole Sache, sehe ich auch so. Nur für euch, um eure Webseite nach vorne zu bringen, wäre es natürlich vielleicht auch cool, wenn jetzt so ein, weil wenn jetzt Leute, die vielleicht keinen Fahrradladen haben und haben trotzdem Bock, also vielleicht Hörer von uns, die haben trotzdem Bock, eine coole Strecke oder so wie eurer Berliner, die haben eine coole Strecke, haben eine coole Idee, dass man da vielleicht auch zweigleisig fährt und sagt, so jemand, der das ehrenamtlich für euch macht, kann vielleicht auch mal kostenlos ein Event starten und die, die es kommerziell machen, die zahlen halt ein bisschen Geld dafür. Ja, muss man schauen, wie die Strecken sich so ergeben, wo das ist. Wie der Chris schon gesagt hat, im Moment sind wir da schon so in der Findungsphase, aber müssen auch im Moment schauen, dass wir noch mit dem, ja, im Moment verbessern wir auch noch viel im Hintergrund, also der Chris hauptsächlich, und dass wir uns dann nicht zu viele Sachen aufhalten, die dann, das hört sich jetzt wirklich ja, nee, das ist ja, ich kann es verstehen, zu schnell wachsen. Im Operativen so gefangen sind, dass wir nicht mehr die Qualität weiter hochschrauben können. Man darf halt auch nicht zu schnell wachsen, ne? Es ist ja wichtig, ja, dann lieber. Also, da haben wir jetzt nicht große Angst, aber generell ist alles denkbar. Ja. Aber es ist ja auch oft so, dass man jetzt hat eine geile Strecke, aber der kennt jemand, der hat vielleicht eine Bäckerei auf der Strecke, oder der kennt jemand, der hat vielleicht einen Fahrradladen und der sagt, hey, ich habe eine Strecke und du hast so einen Fahrradladen, lass doch hier. Und dann bildet sich eine Kooperation von zwei Leuten, die dann sich bei uns meldet, ja, weil der eine hat eine Strecke und der andere hat ein Fahrradcafé. Ja? Also denn, weil und dann passt doch wieder alles, ne? Genau. Ja, das sehe ich ja auch so. Das habe ich vorhin auch beim Orbit gesagt, wo ich gesagt habe, eigentlich, selbst wenn er nicht mitfahrt, die 49 Euro haben die verdient. Dafür, dass man, also da zahlt man jetzt mit als jemand, der da teilnimmt, 49 Euro. Natürlich sehe ich das, wenn ich jetzt hier ein Event veranstalte, muss das wahrscheinlich ein paar Euro mehr kosten. Aber das ist natürlich was, wo ich dann schon auch animieren würde, hier beim Podcast sagen würde, naja, wenn einer da eine Idee hat oder eine gute Partnerschaft hat, frag doch mal an bei Comument, ob er da nicht mal mit den Event starten kann, inklusive uns. Also wo ich jetzt sage, naja, für Enjoy Your Bike ist das schon gesetzt. Also spätestens... Also mich wird Ingo nicht mehr los. Nee, spätestens... Das ist sehr gut, ja. Spätestens im Mai. Und eine Strecke plant denn und eine plane ich. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das, ja, genau. Das ist also, noch cooler. Ich mache die Mai-Strecke und Ingo die Juni-Strecke. Genau. Er macht noch und eine Samstag und macht eine kleine Zwei-Tages-Rundfahrt draus. Geht auch, ja, ja. Samstag die eine, Sonntag die andere. Das wäre ja und der Knaller. Und dann habt ihr eine Tour de Enjoy Your Bike quasi. Genau. Die Hannover-Rundfahrt. Dann guck mal, wer von euch beiden dann mehr Teilnehmer angehen könnte. Genau, aber die Zeiten werden von beiden Tagen ich nehme die am Sonntag. Und ich garantiere, sobald ihr anfangt, nicht nur drüber nachzudenken, wo die Segmente, wenn ihr die Strecke das erste Mal abfahrt, in dem Wissen, dass hier das Segment wäre, wäre es ein Comment, hättet ihr es schon, werdet ihr in diesem Streckenabschnitt schon so, Das ist ganz klar, da geht der Vorhang runter und das Laktat in die Beine, das ist klar. Ja, genau. Da fahrt ihr da schon schneller, obwohl es eigentlich Mittwochvormittag ist. Ja, ja. Das ist ja ganz klar, wenn du weißt, dass da einer mitliest und die aber Ergebnisse das liest. Aber das ist ja immer klar, in seinem Heimatrevier kennt man sich aus. Da weiß man, wo man die Segmente setzen muss, da weiß man, wo man die Sprintwertung hinsetzen muss, da weiß man, wo man eine Bewertung. Und nur den Leuten vom HLC dürfen wir es nicht erzählen. Ja, genau, nur den. Den Schnellen nicht, die Langsamen ja, aber. Die Schnellen dürfen davon nichts erfahren. Nee, das dürfen wir keinem erzählen. Der Chris hat immer gesagt, er baut sich irgendwas ein, dass er immer schneller ist wie der Erste. Ach so. Der könnte es ja einprogrammieren, aber er hat ein wahrer, ehrenhafter Mann, der hat das echt ordentlich gemacht. Ich glaube, bei einem Blick in meine Strava-Fuß fällt er noch auf, dass ich irgendwie dann doch nicht 500 Watt über 5 Minuten fahren kann. Dann ist relativ schnell klar, was da passiert ist. Nee, aber ich habe da Bock drauf, auf jeden Fall. Also wir werden das in jedem Fall, das verspreche ich euch, da bei euch mal so ein Event reinstellen. Klar. Gebt uns noch vielleicht mal 2-3 Wochen Zeit, dass wir das planen können hier in Ruhe. Und
hoffen auch, dass wir einen Rekord knacken, wie viele Teilnehmer dabei sind. Das ist ja, aber wie auch ein Aufruf an unsere Community. Alle müssen mitfahren. Wir haben ja hier nur fünf Zuhörer. Das heißt, wir kriegen da nicht so viele Teilnehmer zusammen. Da bin ich mal gespannt. Ja, also ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich meine, ist ja bei mir zu Hause um die Ecke. Ja. Aber dir machen wir dann nochmal Gewichte ans Fahrrad dann für berghoch. Aber erstmal Interesse halber, es ist sehr flach bei euch, oder? Ja, total flach. Ja, ja. Ja, also auch mein Orbit, der heute live gegangen ist, also nee, jetzt wo der Podcast eine schöne 1123 Kassette vorne, genau. 52, 4, 42, dann kommst du überall hoch. Also bei dem anderen Event, was wir jetzt hier als Self-Supported, hier haben wir diesen Podcast genannt, wie gesagt, reichen dir 200 Kilometer mit 4000 Höhenmeter oder muss es der Taunus sein? Ja, also das ist so normal viel. Das ist jetzt nicht so alpenmäßig, gell? Nee, alpenmäßig nicht, aber wir kommen da dran, wenn wir wollen. Normal viel mit 4000 Höhenmeter, meine Herren. Also. Ja, ja. Ja, aber ich wohne wirklich am Anfang vom Taunus. Ne? Ich komme fast nicht von zu Hause raus, ohne über den Feldberg zu fahren. Ja, aber wir sind ja auch in Norddeutschland. Also ja, aber es ist, und die Leute im Schwarzwald liegen gerade Kringel auf dem Boden und das machen sie fast wie ein Bauch, weil wir den großen Feldberg haben und der Feldberg im Schwarzwald irgendwann doppelt so ist. Ja. Nein, nein. Also wir kriegen schon eine gute Mischung, glaube ich, zusammen. Okay. Genau. Ich würde es auch tatsächlich mischen. Ich würde flach, ich würde Asphalt, ich würde Gravelberg hoch, ich würde Asphaltberg hoch, alles mit reinnehmen, damit auch keiner das richtige Rad wählen kann. Das finde ich eigentlich am spannendsten, dass die Leute wirklich auch noch überlegen müssen, verdammte Axt, es ist so durchmischtes Gelände, was nehme ich denn jetzt für einen Laufradsatz und für einen Reifen? Weil das finde ich ja auch sehr spannend. Da kann man auch wirklich falsch pokern. Weil das Radrennen, das kann dann der HRC selber veranstalten. Das können die dann bei euch hochladen, wo es dann wirklich nur Asphalt und Radrennen ist. Aber wir sind dafür verantwortlich, dass man auch mal einmal durch den Dreck fahren muss, wenigstens. Genau. Das ist nicht gut. Also wir hatten es bei unserem ersten Kompliment, das war ja Cross, und dann war es tatsächlich so, und der Radladen hat das ausgetragen. Da kamen dann wirklich die letzten Tage vor dem Kompliment die Leute, um sich nochmal zu informieren über die richtigen Reifen und haben sich nochmal andere Reifen gekauft, weil es dann doch geregnet hatte und so weiter. Also, ja, so kann ich es mir auch vorstellen. Ein bisschen und dann durchmischen. Die Teilnahmegebühr kommt dann schon wieder auf anderen Wegen rein. Aber also ganz kurz von meiner Seite, Kompliment für die Idee auch wieder. Ja, also die Idee macht es ja. Also warum ist keiner vorher auf diese Idee gekommen? Genau. Das hat man sich, glaube ich, schon so oft gefragt. Also ja, manchmal muss man aber nur durchziehen. Also und wie gesagt, es macht aber auch einfach beim Selberfahren Spaß. Also wenn vielleicht irgendwie dann das Ganze wie in einem Jahr doch eingeschlafen ist, weil also dann doch keiner mehr Lust hat, machen wir es, glaube ich, einfach für uns weiter, weil es einfach Bock macht. Ja, genau. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert. Also ich will euch jetzt nicht hier Schleim scheißern. Das muss funktionieren, weil die Idee ist ja so schlüssig. Also, naja, und ihr überzeugt Dan, der ein absoluter Wettkampf- und Strava-Segmentfeind im Großen und Ganzen ist. Der hat da gar null Bock drauf, irgendwo kommst zu fahren oder sonst wie. Und er findet die Idee trotzdem gut. Und das hat schon viel zu bedeuten. Also es ist ernst gemeint. Denn Dan ist da normalerweise ab und zu mal ein Downhill, aber sonst lass mich zufrieden mit Segmenten und so weiter. Und der ist da komplett raus aus dem Thema. Und jetzt auf einmal wird es wieder interessant. Ja, das freut uns wirklich sehr. Ja, und genau, weil es eben dieses Wochenende ist. Und du ganz klar sagst, da kann ich noch mal ein bisschen was machen oder mal ein bisschen auch Spaß mitmischen, aber in der besten Liste, in dieser ewigen besten Liste, da keine gibt es ja gar keine Schnitte und das ist ja fernab von Spaßfaktor. Das ist ja. Aber die Ergebnisliste vom Comument wird ja dann auch archiviert und ist ja so gesehen auch ewig. Naja, okay. Ja, aber genau, aber es ist nicht so, dass da einmal ein Profiteam durchgefahren ist und man das Segment eigentlich schon tot ist, sondern du bist tatsächlich auf eine Anzahl von Leuten, die sich bei euch angemeldet haben müssen, in eurer Rangliste sind. Selbst wenn jetzt an dem Wochenende ein Profiteam da rüberballert, taucht es ja in eurer Liste gar nicht auf, weil die nicht angemeldet sind. Außer sie melden sich an. Genau, außer sie melden sich an, klar. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber das ist ja das, du bist in deiner eigenen kleinen Blase drin und bist trotzdem nicht der Schnellste, hast aber so ein Volkslauf, du hast ganz schnelle Leute dabei, du hast ein paar langsame dabei und irgendwo bist du halt eingereiht und gibst halt alles, um irgendwo da mittendrin zu landen. Und das finde ich eine gute Sache. Idee. Und das ist auch ja, die Bedingungen sind für alle gleich. Alle haben sich ganz angestrengt, alle hatten ähnlichen Wind. Ja, ja.
es ist ja schon auch so, dass da manchmal Unterschiede sind bei den Bedingungen einfach. Genau, ja, ja. Gut, prima. Dann vielen, vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch da die Mühe macht, weil ich glaube, ihr steckt jetzt wahrscheinlich mehr rein, als ihr rausziehen könnt, so an Aufwand und Geld und was weiß ich nicht alles. Und wünsche euch viel, viel Glück, dass ihr da am Ende ja irgendwann auch Geschäft oder ein Leben draus machen könnt, euren Hobby zum Beruf machen könnt, weil ich glaube, ihr arbeitet jetzt beide auch noch was anderes, ne? Oder habt ihr schon, das setzt ihr da auch alles auf eine Karte? Ne, wir haben noch unsere normalen Fulltime-Jobs, okay. Das bisher ist halt alles Hobby und alles. Aber man muss ja auch einfach sagen, also auch wenn du natürlich viel Zeit reinziehst, es macht aber auch wirklich einfach Spaß, ne? Also wenn es was ist, dass man dann irgendwann mal drauf fahren kann oder halt so ein bisschen so eine Idee entwickeln und dann selber mal ausprobieren können und dann hat man aber auch tatsächlich so eine Community von dann so, ich glaube, so knapp so 430, 440 Leute, die dann natürlich auch mal irgendwie mal ausprobieren, mal mitfahren und dann auch dankbar sind, dass man das macht. Das macht halt schon Spaß, wenn man so nach dem Community so das Feedback bekommt und die Leute fanden es cool. Das macht natürlich, das motiviert halt unheimlich. Ja, man sieht die Leute da auf der Straße rumfahren. Also ich bin beim letzten Community in dem Bereich, wo Startziel ist, spazieren gegangen mal, um halt möglichst viele Leute zu sehen auf dem Rad, nachdem die es gefahren sind. Das war einfach, es hat einen total glücklich gemacht, dass die Leute so einen Spaß daran hatten und so viele Leute es zu ihrem Wochenhighlight gemacht haben. Und da in kleinen Krüppchen, wie es halt erlaubt war, einfach glücklich, erheitert, was Tolles erlebt hatten. Zusammen ja auch. Ja. Also gerade mit der Teamwertung ist es ja wirklich eine Gemeinschaftssache, ja. Die man da erlebt dann, ja. Also es ist echt total schön. Und was auch schön ist, ist, dass die immer zwischen den Segmenten fährt man ja zusammen und unterhält sich und ja, viel ja. langsamer vielleicht, wie man normal zusammenfahren würde, weil man ruht sich ja aus für das Nächste. Ja, stimmt. Man muss ja absichtlich langsam fahren, um wieder Luft zu kriegen. Ja. Also sehr, sehr teambildend, kommunikativ. Es macht sehr viel Spaß, weil man eben viel mehr zusammen macht da bei den Community, wie es beim Jedermann-Rennen, wo man sich am Ende dann wieder sieht erst vielleicht. Coole Sache. Ich werde das hier in meinem Verein auch mal, dem werde ich das auch mal sagen, die sollen sich das mal angucken. Bitte. Gut, dann vielen, vielen Dank. Viel, viel Erfolg damit. Und ja. Wir melden uns wieder, wenn wir eine Strecke gescoutet haben, ja, sozusagen. Ja, super, wir freuen uns auf euch auch. Vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, freut mich. Und dann bis demnächst auf der Strecke in Hannover, würde ich sagen. Ja, okay. Genau. 100%. Okay. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Die waren ja auch hochsympathisch. Also, was... So blöd diese Corona-Zeit jetzt ist, aber da sind diese Ideen entstanden und ich finde es grandios, warum ist da keiner vorher drauf gekommen? Ja. Die Idee ist ja so simpel, so einfach und so cool und du hast vollkommen recht. Ich bin nun wirklich nicht gerade der große Strava-Segmente-Freund. Ja. Genau. Und bin aber heiß wie Frittenfett, da so eine Strecke zu planen. Ja, ich find's und auch wenn ich der Drittletzte in der Runde, Letzter darf ich nicht werden. oder doch? Ja. Ist es mir völlig wurscht, Hauptsache ich bin, also tatsächlich bin ich wirklich angefixt, weil es ja auch nichts gibt. Es wird dir ja gar nichts angeboten. Und dann ist das genau das, wo ich sage, bin wirklich, also das ist vielleicht ein bisschen falsche Aussprache, heiß wie Frittenfett, aber ich würde am liebsten morgen die Strecke planen. Ja, können wir ja machen. Ich find's richtig. Nee, ich find's auch. Ich find's cool, ich finde deren Intention und Ansatz, genauso wie bei Raphael vorhin, es ist halt einfach aus der Idee entstanden, ja, wir haben da Bock drauf. Und wir machen das. Raphael eher aus der Geschichte aus dem Ultracycling, dass er da lange, lange Events hat. Hier ist es jetzt dieser Heißsporn-Gedanke, ja, ich will rennen, ich bin fit, ich habe sogar Kurzarbeit, kann jeden Tag 10 Stunden trainieren. Das fand ich auch ganz süß, ich habe Überdruck. Ne, und auch das war das, wo ich beim ersten Lesen dieser E-Mail von Kirsten, wo ich gedacht habe, naja, ja, ist also ja wieder so ein Rennding, ist ja eigentlich nicht unsere, ich glaube, viele unserer Hörer sind, ganz viele sind Anfänger und sind gar nicht so wettkampforientiert unterwegs, die wollen Spaß haben, wollen im Wald fahren und sonst wie, aber hier ist so eine Mischung, wo, genau wie beim Zwift-Event mit dem Gummiband, wo man sagen kann, okay, wie er auch sagte, zwischen den Segmenten kann man ja wieder langsam fahren und quatschen. Und irgendwie ist es dann doch so, man macht mehr, als man machen würde, wenn man jetzt ohne das rumfahren würde. Genauso wie bei meinem Meetup 2 Stunden fährt, die würde man bei Zwift nie fahren, wenn man alleine da auf der Rolle sitzen würde. Und das ist genau der entscheidende Satz.
Das ist genau richtig, wie du sagst. Ich habe auch keinen Bock auf Zwift. Habe ich einfach keinen Bock drauf. Das ist die falsche Plattform für mich. Das Meetup ist genau mein Ding. Ja. Weil da fahren nicht zu viele Leute. Ich habe so das Gefühl, das ist eine Community. Man kann mal über Discord was rumsammeln, auch wenn ich da jetzt nicht viel rede und meistens nur zuhöre. Hm. Aber man hat so das Gefühl, man macht eine kleine Mini-Veranstaltung und am Ende des Tages geht es um gar nichts. Ja. Ob ich da 150 oder 350 vertrete, um was geht's denn? Genau. Für mich ist ja tatsächlich genau, was du sagst, für mich ist ja die wichtigste Erkenntnis, dass ich nicht faul bin, sondern 2 Stunden auf der Rolle sitze. Und hier genauso, du fährst auf dieser Strecke rum, es siehst ja, andere, die da auch rumfahren. Es ist gar nicht wichtig, dass ich den Sprint gewinne, ja, aber überhaupt einen Sprint zu fahren. Genau. Auch wenn ich einen. Aber wenn das steht auf dem Zettel, da kommt jetzt ein Sprint, dann fahre ich genau zumindest mal 50 Watt mehr. Ja. Na gut, ganz jetzt haben klasse wir Idee. Jetzt, vielen jetzt Dank an Kirsten. Also habe ich hier noch ein AB-Spiel, was ich auf nächste Sendung verschiebe und Picks verschiebe ich auch auf nächste Sendung, würde ich sagen, oder? Dann was ist denn das AB-Spiel? Das ist doch ein AB-Spiel, ist ja nun wirklich schnell. Sollen wir das noch schnell machen? Naja, los. Also das verschieben wir jetzt nicht auf die nächste Sendung. Das genau, wir jetzt aber noch Picks durch. Lassen wir weg. Picks lassen wir weg. Jetzt habe ich hier extra meinen Pick hingestellt. Ist das dein Pick? Das ist mein Pick. Ja, dann lassen wir die Picks auch nicht weg. Dann machen wir jetzt hier die Na, die Picks können wir schon weglassen. Ja, die gehen ja auch schnell. Ich hab wirklich was relativ Schnelles. Also so. Mein Pick ist ja total easy, ist ja gar kein Pick. Also, naja, erzähl mal. Gut, also AB-Spiel. Von Carsten. Von Carsten, der hat uns das zugeschickt per E-Mail. Vielen Dank dafür. So, ich habe sie ja noch gar nicht gelesen hier. Nee, dann lese ich es mal vor. Dann lass du mal deine Lesebrille ab, dann lese ich sie einfach vor. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Ja, nehme ich auch. Sonnenaufgang penne ich immer noch. Nee. Den hast du noch nicht miterlebt. Nee. Na doch, beim Everesting, als ich durchmachen musste. Meer oder Berge? Urlaub, Meer, Fahrrad, Berge. Berge. Wegen Fahrrad, weil ich es auf Fahrrad beziehe. Ne? Ja, bei Fahrrad dann Berge. Ja. Ob Urlaub auch Berge. Gruppenfahrt oder alleine? Gruppenfahrt, aber kleine Gruppe. Ja, bin ich auch dabei. Commuter, also fürs Pendeln, Nabendynamo oder Batterielicht? Ja, Batterielicht, 100 Pro. Ja, Batterie. Uphill oder Downhill? Uphill. Auch Uphill. Obwohl du der schnelle Downhill-Fahrer ist bist. Ist trotzdem ja. Uphill. Rahmenmaterial, Alu oder Stahl? Ja, 100% Stahl, auf gar keinen Fall Alu. Ja. Carbon oder Stahl, würde ich auch sagen. Nee, ja, aber steht Alu oder Stahl? Ja, ja. Alu ist gar deswegen keine Option. Kommt Alu schon mal Alu raus. Alu ist komplett aus. Außer beim Lastenfahrrad, bei mir nichts. Sommerhandschuhe, ja oder nein? Mit oder ohne? Ja, mit. Mit. Nadelwald oder Laubwald? Laubwald. Zum Fahren finde ich ja Nadelwald schöner. Weiß ich gar nicht. Weil es besser riecht. Nadelwald. Ich mag im Nadelwald, dass man geräuschlos über diese Nadeln fahren kann mit dem Gravelbike. Im Alltag Wasser, Kohlensäure oder still? Still. Auch still. GPS-Gerät, Ton an, Ton aus. Also, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ton aus. Ton aus. Ja, ja, haben wir hier schon oft erzählt, genau. Ton aus. Trainingsfahrt oder Social Ride? Social Ride. Ja, Social Ride. Temperatur, 15 oder 30 Grad? 30 Grad. Nehme ich auch. Also heißt zu, also zu bei 35. Es steht ja nicht 45 Grad. 35 steht 30 Grad. Nicht, ne? Aber ja. Winterzeit, Rollentrainer oder Regenfahrt? Hm. Naja, eigentlich vor Regenfahrt. Ja. Rollentrainer. Hm. Bei Regen fahre ich nicht, also ungern los. Ja, 4 ist ja super. 14. A oder B? B. Immer ich nehme B. Auf jeden Fall B. Auf jeden Fall B, wer den Witz kennt, immer B nehmen. Immer B nehmen, B. Genau. Dann können wir auch schnell die Picks noch abarbeiten. Ich picke Kleidung. ganz einfach, und zwar die Firma Gore hat Kleidung auf den Markt gebracht, die habe ich sogar an. Die haben eine Gore Allroad-Kollektion herausgebracht. Ach. Finde ich ganz witzig. Muss ich jetzt mal, habe ich noch gar keinen Link, kannst du jetzt gar nicht angucken. Die haben eine Hose und auch ein Shirt gemacht, so ein dünnes Merino-Mischgewebe ist das. Also 47% Wolle und der Rest ist dann halt Plastik, wie das halt so ist heutzutage. Und die
habe ich mir jetzt tatsächlich, nachdem ich von denen ein Newsletter bekommen habe, habe ich mir die bestellt, weil ich die, glaube ich, richtig super finde, was ich jetzt noch nicht ausprobieren konnte, fürs Pendeln zur Arbeit im Sommer. Da will ich keine Fahrradklamotte anhaben, aber trotzdem irgendwas Technisches, sieht was ja nicht stinkt. Sieht ja ziemlich casual aus. Genau, sieht casual aus, hat aber trotzdem irgendwie so einen engen Schnitt, hat auch dieses typische Radfahrtrikot-mäßige lange Ärmelding, was ich so ganz schick finde. Sieht man dann, wenn man mich bei YouTube sieht. Was das von Gore ist, kann man kaum erkennen. Also steht das ist ja ganz, Logo, oder? Ja, aber es ist ganz, ganz dezent. Genau, ein ganz dezentes Gore-Logo an der Seite. Das ist halt so ein bisschen eine Outdoor-Klamotte, eine Funktionsklamotte, die aber irgendwie casual aussieht. Die Hose habe ich jetzt nicht an von denen. Die haben auch eine passende Hose dazu. die ich ganz cool finde und könnt ihr euch mal angucken. Ist, habe auch schon überlegt, eigentlich müsste man es ins Sortiment aufpassen, aber da gibt es so viele Sachen. Es gibt viele coole Gore-Sachen und ich pick das jetzt einfach, weil es eine coole Sache ist, auch wenn wir es, habe schon überlegt, ob wir es mit ins Sortiment aufnehmen, aber werden wir wohl nicht. Müsst ihr euch dann direkt bei Gore am besten bestellen. Keine Ahnung. Also ist auf jeden Fall, finde ich, eine coole Klamotte und finde es ja, so auch vom Schick her so. Ich trage gerne Outdoor-Klamotten im zivilen Leben, aber das ist jetzt so eine, die auch irgendwie so ein bisschen so einen Schick hat, wo man sagt, kann man theoretisch auch mal einen Sakko drüber schmeißen, wenn es sein muss. Ja, es ist, ja. Kann ich bestätigen. Könnt ihr euch angucken, Allroad Collection. Geht auch ein bisschen in die Gravel-Richtung für Leute, die so Bikepacking machen. Also es ist auch wahrscheinlich das perfekte Shirt, um mehrere Wochen im Sommer durch die Gegend zu fahren. Hat halt keine Trikottaschen hinten sowas, aber es ist halt wirklich dünn. Und du kannst damit theoretisch, wenn du da zwei von mitnimmst bei so einer Bikepacking-Tour, abends siehst du auch nicht doof aus, wenn du da im Restaurant... Du siehst dann abends nicht so peinlich aus. Genau, siehst halt nicht nach Radfahrer aus. peinlich ist auch falsch, nein, aber also siehst halt nicht aus, wie wenn du genau, vom Rad kommst. Ja. Finde ich ganz cool. Also das ist mein Pick für heute. Na gut, mein Pick hast du ja schon gesehen, der hat sich ins Bild geschummelt. Der Walter White aus der Serie Breaking Bad. Nicht die Figur ist es, sondern tatsächlich ist es die Serie. Bin drauf gekommen, dass bei unserem La Palma-Trip du von dieser Serie erzählt hast. Und dann kannte ich die Serie ja mal wieder nicht, weil ich halt so ein Schussel bin, kenne ja nicht alle Serien. Nicht die Beine knicken, dann bricht's. Ach, das geht nicht. Nee, das ist ja so eine kleine Statue. Aber die Arme kann man bewegen. Und den Hut kannst du auch abmachen. Ach geil, dann sieht man ihn ja richtig mit der Glatze hier, geil. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Du hattest dann ab und zu auf dem iPad mal die Serie laufen und ich dachte, was ist das denn für eine Serie? Und Ingo war ganz begeistert von der Serie und dann hast du mir irgendwie erzählt, na, ist aber auch eine kritische Serie, ist ziemlich drogenverherrlichend und so. Und sage ich, ja, dann kann ich es auch nicht gucken, so ein Kram. Das ist ja auch nicht was. Und dann hast du aber gesagt, ja, aber trotzdem ist sie irgendwie cool und all so eine Sache. Und dann habe ich gedacht, ah, naja, weiß ich nicht. Und dann habe ich angefangen, einfach weil du sie geguckt hast, habe ich gesagt, jetzt hast du mich ja doch neugierig gemacht. Also du hast ja dann auch noch ein Flugzeug gesehen und dann habe ich gemerkt, dass du davon ziemlich besessen warst, in Anführungsstrichen. Dann habe ich gesagt, okay, gucke ich die Serie ja auch mal und das darf man nicht machen. Nee. Kam von unserem Kunden Stefan. Ach ja? Also mir wurde Breaking Bad schon seit 10 Jahren, wurde mir gesagt, musst du unbedingt gucken. Und genau. Dann saß der Kunde Stefan unten nochmal, kennst du auch unseren Kunden. Und hat das auch nochmal erwähnt, muss man gucken. Und ich hab irgendwann vor 3-4 Jahren mal die erste Folge angeguckt und fand das mit diesem Wohnwagen und habe gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Und dann habe ich jetzt dem nochmal eine Chance gegeben, nachdem er wieder gesagt hat, die muss man gucken. Ja. Und dann darfst du halt nach 3-4 Folgen bist du halt. Genau, ne? Und deswegen muss ich das sagen, es ist tatsächlich ist das eine absolute Falle. Wenn du da von 3 Folgen geguckt hast, kommst du da gar nicht von weg. Also, ja, aber der Trick ist ja, sich zu zwingen, immer auf der Rolle zu sitzen, die Serie zu gucken, dann hat es noch einen angenehmen Nebeneffekt. Wobei man im Sommer, glaube ich, jetzt ist auch das. Also, jetzt ist das für viele unserer Hörer sicherlich alter Hut. Die Serie ist ja nicht gerade eine frische Serie, die gibt es ja schon ein paar Jahre, aber ich habe sie jetzt erst entdeckt. Du hast sie, glaube ich, auch dann erst. Ich habe jetzt erst angefangen, ja. Und, leider, da hat auch viel Zeit gekostet. Ja, und muss natürlich sagen, ich habe mir jetzt mal so eine Figur bestellt, einfach so als Deko, einfach nur so, ohne weiteren Hintergedanken. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das habe ich ja auch gemacht, ich stelle sie mal hier neben den Fernseher, um dich zu verwirren im Podcast. Einfach nur dafür hat sich schon gelohnt. Ja, also wer irgendwie noch süchtig von einer Serie werden will, während er auf der Rolle trainiert, ja, dann macht das, dann fahrt ihr umso mehr Rollenkilometer. Ja, das war früher so ganz, habe ich bei vielen Serien versucht. Manchmal habe ich es aber, wenn die Serien dann so spannend sind, dann hat man dann doch auch ohne Rolle weitergeguckt. Aber ich habe tatsächlich eine Zeit lang Serien gesagt, Lost zum Beispiel. Lost finden auch viele ganz doof, aber das war auch so eine Serie, die ich dann irgendwann nicht mehr aufhören konnte. Und habe ich gesagt, okay, du musst mindestens
wenn du so eine Folge am Tag gucken willst, musst du mindestens eine von den Folgen wenigstens auf der Rolle gesessen haben. Immer eine Dreiviertelstunde oder sowas. Und das ist ja zumindest so, dass man dann was Sinnvolles nebenbei noch tut. Na gut. Also nichts Besonderes für den einen oder anderen, aber man muss sagen, lasst euch nicht verwirren. Natürlich geht es da auch um Drogenproduktion, um Crystal Meth, aber lasst euch trotzdem davon, es ist trotzdem eine coole Serie. Ja, ja, die haben es schon ganz gut hingekriegt. Schon relativ Kultfaktor. Ja, dann vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und relativ lange Folge geworden, aber ich glaube, da war jetzt auch viel schöner Input auch von unseren Interviewpartnern. An die auch nochmal vielen Dank auf diesem Wege. Und es freut mich überhaupt, dass so viele zuhören. Ist auch schön zu wissen. Ja. Also viele, viele Grüße an euch da draußen. Und bis nicht bald. Vergessen, nächsten Mittwoch, 20 Uhr, Meetup. Genau. Tschüss. Ciao, bis dann. Ciao.